Willkommen beim Bierdacher Podcast Folge 252. Heute mit Horst und Dennis, Stefan, Gregor, Anna und ausnahmsweise auch mit Johnny. Yeah. Wir befinden uns in der Zypresse in der Messestraße 35A in Wien. Und wir schreiben ein Datum, den, 19. Genau, 19. April 2016. Genau. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Agentur für Online-Marketing aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle und ebenso vielen Dank an unsere Flatterer. Wir werden noch teilweise geflattert. Dankeschön. Und ans Klebemonster. Und ans Klebemonster. Und danke an den. Jetzt kommt die Klebemonster-Huldigung. Liebes Klebemonster, vielen Dank für die Bleistiftspende. Liebe Nicht-Klebemonster, nehmt euch ein Beispiel am Klebemonster. Bleistiftspende, die gibt es jetzt auf YouTube zu sehen, das Unboxing auf Bleistiftspende. Ja, ich habe es heute gesehen und muss sagen, sehr beeindruckt. Jetzt sind wir YouTube-Stars. Absolut. Jetzt können wir in ein schwieriges Werbenetzwerk einsteigen. Wollen auch Sie Ihren Twitter-Handle auf YouTube haben, dank der Biertaucher, spenden Sie uns großzügig, wir werden das filmen. Genau, nehmen Sie sich ein Beispiel auf. Und das Prostgeräusch. Genau. Auf den Prost. Leer. Stefan ist leer. Magst du ein Schluck Bier? Wir werden schon was nachlegen. Im Zuge dessen möchte ich auch nachträglich nochmal persönlich gratulieren zur 250. Folge. Dankeschön, ja, Wahnsinn. 250. Super geehrt, dass wir nicht dabei sind. Dabei ja, das haben wir ja dann so verlegt, gell? Ja. Hat sie nichts Gescheites zu tun? Scheint so, ja. Seit 250 so, Folgen nicht mehr. Aber wir arbeiten daran, dass uns was einfällt. Wir forken eh schon Alternativ-Podcasts, also was will man mehr? Ist ja. Das so ein Multilevel-Podcast-Marketing-System, das die hören? Ja. In der Podcast-Klasse. Liebe Leute, starten wir mit dem Teil, der später der Teaser wird. Genau. Also sagt jeder einfach, worüber er reden will. Gut, also liebe Leute, hört euch den Podcast, Bierdacher Podcast 252 an. Und zwar geht es heute um folgende Themen. Ich kann kurz erzählen über kleine Erlebnisse auf der Command Line. Also ich habe eine neue Shell ausprobiert, ein kleines neues Command Line Tool unter Linux und eine kleine App unter Android. Und ich war auf der Maker Faire. Ja, ich war vor der Maker Faire und ich habe halt einen Rant, ne? Da Horst hat ja letzte Woche ganz gerne irgendwie was gehabt. Ich habe einen Rant, ihr könnt es euch nicht vorstellen, über Autofreunde Wiener. Über Autofreunde. Anna wird hämisch. Ich gebe mal das Wort weiter. Sudan 101. Ja, ich werde vielleicht berichten über die dunkle Seite des Mondes, ein Buch von Martin Sutter. Dann hätte ich noch Far Cry 3 anzubieten, das liegt schon länger herum, aber worüber ich auch auf alle Fälle reden möchte, ist ein Film von Werner Herzog und David Lynch, nämlich My Son, What Have You Done? Ich wurde die Woche, glaube ich, einmal inspiriert, und zwar von Raoul Krauthausen durch die Wheel Map, von der ich erzählen werde. Mhm. Ich werde reden über Dr. Mabuse. Ach. Ich war es nicht, es war Dr. Mabuse. Er benutzte mein Gehirn. Ich habe mir nämlich das Testament des Dr. Mabuse angeschaut. Schöner Film. Sehr gut. Sehr und gut. Heute Abend werde ich wahrscheinlich noch M anschauen. Bravo. M statt Sturmmörder. Ja, genau. Fritz Lang, auch schön. Also der Mabuse war ja auch ein Fritz Lang. Ja. Genau, das war nämlich der Vorgängerfilm. Und jetzt hätte ich nachher. Ja, super. Passt. Wir erwarten heute vielleicht Harald, der uns von IoT Austria Sachen mitbringen wird und hoffentlich auch von der Maker Faire Vienna erzählen wird. Und ich bin lebend aus Moskau zurückgekommen und kann von der International Education Fair Moskau und von Moskau generell und von Derek Brin erzählen. Außerdem habe ich mit einem Google neuronalen Netzwerk-Tool herumgespielt. Gut, schalten Sie ein, hören Sie zu. Alles zu finden unter biertaucher.at. Ich empfehle es nicht. Ich empfehle es nicht. Nicht zu hören. Das war Dr. Mabuse. Womit fangen wir an? Weißt du, der Johnny soll anfangen mit seinem Thema, das ist nämlich so nett formuliert. Nicht Maker Faire, nämlich noch ein ganz anderes. Ja, was nicht nur gerne hören. Nämlich das mit dem, warum der Magnetstreifen nicht funktioniert. Ach so, das ist so.
Scheint mir so. Halt Lastensanierung. Genau. Ja, stimmt. Ja. Okay, ein Alt, das ist da. Das habe ich sogar zu übersehen. Was ist denn der Alt? Der Themenliste. Folge 212. Das wurde jetzt nicht angeteasert. Ja, es ging um meine Bankomatkarte. Und zwar, ich bin Kunde bei einer österreichischen Bank und habe da eine Karte und die hat hinten einen Magnetstreifen drauf. Und ich hatte das Problem, dass meine Karte überall funktionierte zum Bezahlen und Abheben, nur nicht an den Automaten meiner eigenen Bank. Das ist mir einmal passiert, das erste Mal, da steht dann Karte ungültig oder defekt. Ich habe dann damals das gemeldet, also bei einer Bankberaterin, die hat gesagt, ja, da bestellen wir eine neue, hat mir eine neue bestellt, noch also knapp 4 Wochen war es wieder so. Und dann habe ich realisiert, dass es nur bei der eigenen Bank so ist. Also es geht überall, nur nicht bei der eigenen Bank, also so ein ganz besonderes Kundenservice irgendwie. Und ich habe dann zufällig dann Kontakt gehabt mit jemandem, der es genau erklären konnte, warum es so ist, weil der Magnetstreifen zur Information ist ja im Vergleich zu der Chipkarte, zu den Goldkontakten, ja deutlich unsicherer, weil es der Magnetstreifen beinhaltet nur statische Informationen, so wie eine Diskette oder eine Festplatte, okay, während die Goldkontakte ja wirklich einen Kryptoprozessor drin haben, der aktiv etwas berechnet, aktiv Signaturen berechnen kann, also den kann ich nicht einfach kopieren, weil der Magnetstreifen ist nur eine Diskette, kann ich kopieren. Und ich habe mich gewundert, warum das überhaupt noch jemand verwendet, weil in Europa verwendet man ja schon durchgehend nur mal die Chipkarten. Ja. Und da habe ich dann erfahren, dass die Bank, die verwenden das, um auf den eigenen Automaten noch kundenspezifische Metadaten am Magnetstreifen abzulegen, weil es auf der Chipkarte nicht geht. Weil man da halt eben nicht mehr so einfach was reinspeichern kann, weil das eben kryptografisch gesichert ist und dergleichen. Mhm. Und eben ein Unfeature führt dazu, dass für die Kunden eigentlich, keine Ahnung, wie ich den Magnetstreifen kaputt gemacht habe, vermutlich mit meinem Handy in derselben Tasche oder irgendwas, aber also ein Feature, das eigentlich schon unnötig sein sollte, verunmöglicht dann die Benutzung für die eigenen Kunden. Okay. Und den, also wie gesagt, jeder andere Kunde, also jeder andere Bankomatkartenbesitzer konnte den Automaten abheben, nur nicht die Kunden der eigenen Bank. Klingt klar. Ja, und nachdem ich das dann auch mal gemeldet habe, haben die gesagt, ja, das ist halt so, du musst eine neue Karte holen. Und die habe ich dann, und vor kurzem, also ich habe dann aufgehört, also wenn man Geld abheben wollte, habe ich diese Automaten schon gemieden. Also habe dann gedacht, verdammt, ich kann jetzt kein Geld abheben, weil das ist nur meine eigene Bank, ich muss eine andere suchen. Und jetzt habe ich zufällig letztens das dann mal wieder probiert, also letztens, schon länger her mittlerweile, und habe dann festgestellt, es gibt jetzt, sie haben einen Recovery-Dialog eingebaut in dem Automaten, steht immer noch Karte, ungültig oder defekt, aber bitte warten, wir versuchen ihren Magnetstreifen wiederherzustellen und sie recovern jetzt deinen Magnetstreifen. Aha, klingt vertrauenswürdig. Der Magnetstreifen ist ja einfach zu beschreiben und löschen, also nur ein Magnetspeicher und aber ich weiß immer noch nicht, was da drauf ist. Würde mich echt interessieren, wenn da ein Magnetstreifen drauf ist. Aber da sind eigentlich im Prinzip nur deine Kontonummer, dein derzeitiger Kontostand. Das ist auch drauf. Ja. Aber das. Also zumindest in den 90er Jahren war es auf jeden Fall drauf, da konnte man den Kontostand auslesen. Ich denke mir, dass das Wenn dann in diesen Zusatzdaten drin steckt, aber weil in diesen genormten es gibt so zwei Tracks, die da drauf sind, Track 1 und 2, da sind ja noch so ein Standard, MV-Standard genormt, welche Daten drinstehen für die Magstripe-Kartentransaktionen im Ausland. Also das geht damit, weil nicht bei diesem Geo-Control kann man es ja nicht mehr im Ausland verwenden, die Karten, also nicht ohne weiteres. Mhm. Aber diese Bank verwendet eben diesen Speicher, um irgendwas weiteres zu speichern drauf. Und das würde das in Wasser drauf speichern. Aber vielleicht auch so Dinge wie den Kontostand oder das sind nur Metadaten. Deine, was auch immer, Punkte oder. Ja. Allerdings der Kontostand zu dem Zeitpunkt, wo die Karte in einem Automaten drinsteckt. Natürlich. Also anschließend, nicht. Es würde mich interessieren, wenn sich da jemand mit so Dingen auskennt, der könnte, also wie man so Magnetstreifenkarten liest und die Daten interpretiert, das wäre voll interessant zu sehen, was sich da eigentlich drauf tut. Aber wie gesagt, diese Karten muss man jetzt nicht mehr wegschmeißen. Man braucht sie, wenn der Magnetstreifen gelöscht ist, wird wieder neu beschrieben, aber es ist nach wie vor so, dass die da halt irgendwas drauf speichern. Interessant. Ja. Das war jetzt eigentlich. Jetzt habe ich alle Hörer vergrault. Yeah! Jetzt können wir unsere geheimen Themen. Du kannst es aber wieder mit der eigenen Karte am eigenen Bankinstitut. Also, mich hat das Ganze irgendwie sehr. Es war ein Rant. Okay, ja. Und mich hat es gewundert, dass es bei. Da verzichten haben sie jetzt quasi jetzt das so umgebaut, dass wir das wieder beschreiben und den Zustand wiederherstellen. Wenn du die Karte irgendwie aus Versehen löscht, also wenn du es mit einem Magnet oder einem Handy oder einer Tasche irgendwie aus Versehen den Magnetstreifen zerstörst, wird jetzt wieder quasi neu beschrieben. Ich meine, was du zerstörst, vermutlich nicht, aber wenn da jetzt nur irgendwie Daten gelöscht oder beschädigt werden, dann wird es wieder hergestellt. Und in unserer Serie die wunderbare Welt der freien Marktwirtschaft. Ja. Das
passiert jetzt automatisch immer oder also nur ein, das Löschen oder Schreiben? Was nein, das wieder herstellen. So. Bei mir ist so, bis vor längerer Zeit war es so, ich habe die Karte eingeschoben und da stand halt Karte ungültig oder defekt und ich wusste schon, das ist nicht wirklich wahr, weil am anderen Automat geht es eh. Und jetzt steht, Karte ist beschädigt, bitte warten Sie. Und dann steht, wir versuchen, den Magnetstreifen wieder herzustellen. Und dann bitte warten. Den Magnetstreifen wird wieder hergestellt, bitte warten. Und vor allem das in einer Zeit, wo halt so kommuniziert wird, immer auch an die breite Öffentlichkeit, Magnetstreifen ist böse, also die ganzen bösen Kartenskimmer und Kartenkloner, die kopieren den Magnetstreifen und fahren dann ins Ausland, wo es noch keine Chipkarten gibt und kleben dann dort ab. Und aus diesem Grund wurde ja dann dieses neue Feature Geo-Control eingeführt. Also okay. Vor dem Urlaub musst du, wenn du jetzt unbedacht in Urlaub fährst, in ein Land, wo noch nicht so viele Chipkarten verbreitet sind, dann geht deine Karte dort nicht. Interessant. Das heißt, du musst quasi aktiv deine Karte freischalten, damit, wenn deine Karte geklont wird, die nicht einfach irgendwo in ein Land fahren, wo es noch gibt und man dort mit den geringeren Sicherheitsmaßnahmen Magnetstreifen wird. Was man nicht alles bedenken muss, welche. Ja, also mit Bitcoin passiert das nicht. Ja, und jetzt kommt es. Und das ist gleichzeitig auch ein Prinzip, damit sich die Banken auf den Kunden ausreden können. Das heißt also, wer jetzt nämlich im Ausland, sie haben es freischalten lassen, es war alles berechtigt, also hat alles seine Berechtigung und deswegen kann man sozusagen das Geld von der Bank nicht zurückfordern. Davor konnte man nämlich sagen, das war ich nicht. Und dann hat man das Geld wiederbekommen. Das funktioniert nicht mehr. Deswegen wird jetzt auch alles viel sicherer, in Anführungszeichen. Man sieht meine Hände blöderweise nicht. Also ja, cool. Sicher. Das macht gut. Deswegen SMS-Tarn oder Chipkartenleser und so weiter. Das ist nur, damit man anschließend sagen kann, ja, doch, das waren sie. Das ist nicht zur Sicherheit des Kunden, sondern nur zu ihrer eigenen Sicherheit. Sicherheit der Bank, ja. Da müsste man genau die AGBs lesen, ob jetzt Beweislast umkehren, so wer jetzt da, jetzt muss ich beweisen, dass ich nicht war. Und das ist schon vor Gericht gelandet, solche Sachen. Okay. Die Beweislastumkehr ist sozusagen schon durchgegangen, ja. Okay. Also Verzicht. Geld unter die Matratze. Ja. Sehr gut. Das ist die Zukunft. Woher weißt du das, wo ich mein Geld habe? Da fällt mir übrigens gerade was ganz Lustiges, Analoges ein. Ich hatte heute ein Telefonat mit einer Bank in Deutschland irgendwie wollte ich nicht mehr, dass mir die irgendwelche Post irgendwie blöd an die alte Münchner Adresse zuschicken. Und dann hat er gemeint, wir schicken sie überall hin, außer es ist ein Hochrisikoland. Und dann haben wir gedacht, das ist ja jetzt mal spannend irgendwie, dass ich kann, was weiß ich, wo auf der Welt rumsitzen. Und wenn da nicht gerade ein Krisengebiet ist, dann schickt man mal Bank irgendwie mal Post. Ja, die helfen dir da gerne. Wenn du genug Geld hast, helfen sie dir gerne. Ja, ich bin jetzt nicht so eine Kundin, wo sie eine Bank drum reißt. Ich bin halt so eine 0815-Kundin. Also du kriegst keinen Briefkasten von ihnen, sondern nur Post. Ich krieg einfach nur zum Beispiel Kontoauszüge, die ich eh nicht auf Papier haben will. Aber, ich empfehle dir, sie nicht nach Österreich schicken zu lassen. Jetzt kommt es. Wieso das denn? Ich muss dich darauf hinweisen, dass wenn du das Geld in Deutschland deponierst, das Steuerhinterziehung ist. Vor dem für österreichischen Finanzamt. Nee. Ja. Cut. Nee. Ich gebe das nicht. Es geht um ein stinknormales Girokonto. Mhm. Du hast dort Geld liegen und bekommst du Zinsen drauf? Was kriege ich dann auf das Girokonto, wenn sobald, solange ich das angebe in Österreich ist? Ja, okay, gut. Ach so, okay. Ich bin davon ausgegangen, dass du es nicht angibst. Na gut, wenn du es angibst, ist alles wieder in Ordnung. Und überhaupt will ich diesen ganzen Papier, diese Papierberge nicht mehr, die kann ich auch irgendwie abbestellen. Darum ging es eigentlich bei dem Telefonat. Ich glaube, wenn man zurzeit die Zinsen von die man bei einem Girokonto stellt, beim Finanzamt angibt, dann kriegt man von denen ein Beileidsschreiben. Also ich habe mir da ehrlich gesagt keinen Gedanken gemacht, weil es ist einfach nur so Girokonto. Aber wie gesagt, das ist denen, glaube ich, herzlich egal. Das sind Beträge, die interessieren. Ja, das sind Pfennigbeträge im wahrsten Sinne des Wortes. Apropos Pfennig, es gibt eine neue 5-Euro-Münze in Deutschland. Ja, ich habe davon gelesen. Aber das ist ja nur so ein Sammlerding, oder? Ja, ja. Ich war mir nicht sicher, ob das ein Plastik ist. Ja, mit einem Polymer, einem blau leuchtenden.
Disco-Geld, sehr gut. Ich weiß aber nicht, ob es Selbstmist ist oder ob es was ja, es reicht. Ob es von selber leuchtet oder ob es nicht noch eine externe Energie gibt. Aber kleine Batterie und die Haus ist genau. Wert. Das fehlt nur zwei Jahre. Bitte wechseln Sie die Batterie. Ja, genau. Das gab es doch in irgendeiner Satirezeit Online-Magazin sogar, ich glaube im Postillon, dass man die Batterien wechseln muss. Themen. Wenn ihr keine Themen habt, so erzähle ich stundenlang über Moskau. Ja, ich hatte noch was ganz Kleines. Bitte, ja. Google Play unterstützt jetzt auch Podcasts. Ja. Das wollte ich nur mal sagen. Sind wir dort? Kannst du das einrichten? Ja, kann ich mal. Ans Werk, Dennis. Ich kann nicht das von mir. Ja, was heißt das? Und die Leute suchen und irgendwie auch anscheinend hören. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall heute gelesen. Okay, heißt das eine eigene App? Oder es gab ja früher mal mit Google Reader auch so die, obwohl die hatten kein Verzeichnis zum Suchen, sondern da konnte man nur so was verwenden, okay. Zu hören. Mhm. Aber das war ja ein News Feed. Ja, genau, das war nur ein Feedreader eigentlich. Ja. Das wäre interessant, aber wo man das dann, wo sie es einsetzen. Ja, wie man hieß das... ja auch Google Reader, nicht Google... ja, stimmt, ich weiß nicht genau, wie es hieß, aber wenn es im Play Store ist, heißt das dann, brauche ich dann dort einen Play Store-Account? Also einen Account wie den Google-Account. Also zum Einstellen brauche ich dann quasi einen Entwickler-Account. Zum Einstellen wahrscheinlich, ich weiß nicht genau. Ich muss das mich da erstmal recherchieren. Ja, kann ich schauen. Ja, auf jeden Fall braucht man wohl Google News. Ja, das wäre cool. Ich stelle euren Podcast gerne ein. Ja, Folge mal Play Store. Bei mir zum Sonderpreis, nur 99 Cent. Die werden das doch sicher in dieses Google Music reinfinden. Richtig, genau, es ist Google Music. Einer von euch verwenden, dieses Google Musik? Und ich muss sagen, alle schütteln das Zettel, ja, und zwar um die Musik zu kopieren. Und zwar von meinem Rechner auf mein Mobiltelefon. Ich muss auch sagen, diese Music Player App ist ein Stück Software, die mich latent aggressiv macht. Sie ist nicht besonders tolle. Man kommt sich auch vor wie auf der Milfer Straße, immer werden einem die Angebote untergeschoben. Und es ist auf keinem der Phones wirklich performant. Ich weiß nicht, die Music Player, da hat man sich gedacht, das ist so ein gelöstes Problem, aber das führt sich auf, als müsste es ein eigenes Betriebssystem hochfahren. Standardmäßig tut er, glaube ich, streamen und nicht runterladen. Ja, das stimmt. Man muss mich immer extra genervt. Du sollst nicht offline funktionieren. Genau. Aber das funktioniert auch offline, wenn man es sagt und man einmal im WLAN war. Wenn man im Mobilfunknetz ist, dann weigert er sich herunterzuladen. Ja, man kann ja erst Musik in diesen Musikordner reinschieben, dann geht das schon. Aber trotzdem, ich bin immer auch verwirrt, es ist zu viel Material. Keine Ahnung, kennen wir nicht aus. Ja, und Übersichte finde ich sehr gut. Gibt es irgendwann einen alternativen Player? Ich wollte sagen, genau, ich habe einfach vor Jahren irgendwann mal gekauft, den Power Amp. Der hat mir damals sehr gut gefallen, weil der konnte nämlich nicht nur mit, da war es schon Android 2 Zeiten, glaube ich, gewesen, aber damals konnte man nur mit Playlists arbeiten und der konnte auch auf beides, also mit Playlist oder File-Ebene. Also ich sage, ich habe Ordner-Hierarchie und ich möchte sagen, ich spiele nur den Ordner ab und ich habe Playlists und ich kann quasi beides. Und man, der hat sich seit damals ziemlich viel weiterentwickelt und war damals nicht sehr teuer. Aber keine Ahnung, was der jetzt eigentlich kosten würde. Vielleicht besorge ich es mit ihm. Also das gibt es, glaube ich, mittlerweile. Also der gefällt mir immer noch sehr gut. Also schätzt nochmal den Namen? Power Amp. Power Amp. Klingt so nach Winamp. Ja, ich glaube, man spielt, glaube ich, auf den Namen an. Aber ich benutze Musik, Version 2.0 von com.cyanogenmod.eleven. Direkt von deiner Firmware. Die ist bei der CyanogenMod schon dabei. Mhm. Ich verwende für Videos und auch wenn ich so von zu Hause vom SMB-Share höre, den BS-Player. Aber eigentlich vorwiegend für Videos, aber der funktioniert auch für Musik. Aber ich muss sagen, ist jetzt so für Musik jetzt nicht das allerbequemste, was man nehmen könnte. Aber das mit dem Samba-Share war halt gemütlich, was man da vom Heimserver hören kann. Ich hoffe, wir haben keine Einstreugeräusche. Ich würde dann MPD empfehlen, den Music Player Daemon und dann direkt streamen. Ach, bitte, das ist schon so. Ich bin mit Samba und ich will auch, wenn ich hinstreame zum Boxen, ich habe so ein Bluetooth-Dongle, dann mache ich das ganz krude einfach
vom Samba aufs Tablet Musik und dann von per Bluetooth aufs Dongle auf die Musikanlage und passt. Das ist ganz handgewirkt. Ja, aber es ist insofern praktisch, mein also Samba sprechen halt alle Plattformen. Das ist halt, kann jeder schön zugreifen. Und Bluetooth versteht auch jeder auf der Sprechanlage okay. Und so. Das ist so kein Grund für irgendetwas. Also. Okay, na gut, dann lasse ich den weg. Das ist dieselbe Begründung wie für Java. Und die nein, Begründung sage ich jetzt lieber nicht. Das ist die Begründung für Party. Das ist, wenn man zu Hause Gäste hast, sage ich dir, herrlich, wenn sich Leute anbringen können. Ich habe eine neue Programmiersprache entdeckt. Er hat mir ein Stichwort geliefert, die auf der JVM läuft. Kotlin? Genau, Java noch nicht schmerzhaft. Wie heißt sie? Kotlin. Kotlin. Das ist benannt nach einer Insel, die vor Königsberg liegt. Okay. Weil dort ist die Firma NetBrains. JetBrains. Heißt die Firma JetBrains? Ja, JetBrains. Die sind genau von dort. Okay. Und die in Tschechien sind wieder andere, die mir aber auch nicht einfallen, die machen auch ID. Aber die aus Tschechien machen doch den Pi-Charm. Du meinst die IntelliJ. Die IntelliJ. Ja. Die Firma, die hinter IntelliJ steht, die sitzt in Königsberg. Also wie heißt das gescheit? Kaliningrad sind die Russen. Ja, und davor ist eine Insel und die heißt Kotlin. Okay. Daher haben sie diese Sprache so genannt, die sie jetzt entwickelt haben. Soll nichts revolutionär Neues sein, läuft eben auf der JVM und weil sie eine Sprache haben wollten für ihre eigenen Entwickler, das sind doch einige Leute, das dürfte eine relativ große Firma sein, sie haben über 20 Leute dafür abgestellt, jetzt an der Sprache zu arbeiten und mit der Sprache zu arbeiten, bauen mittlerweile auch halbwegs eine Community drumherum auf. Da haben wir gedacht, super, installierst am Ubuntu das IntelliJ, das ist jetzt auch defaultmäßig konfiguriert mit Kotlin, nur findet das Kotlin-Plugin nicht standardmäßig, Java-Runtime-Environment nicht standardmäßig. Also es waren wieder die gleichen Schmerzen wie bei jeder anderen Programmiersprache beim Installieren. Und es soll halt kompakt zu schreiben sein oder kompakter. Dieser ganze Boilerplate-Code, den man in Java schreibt, der eh immer der gleiche ist. Oder halt das berühmte Public-Static-Void-Main, das halt einfach flach, dieses Zeug. Ich kann dazu sagen, dass diese Firma die PyCharm IDE macht, mit der du Python programmieren kannst. Mhm. Also die machen für viele Sprachen also IDEs. Und von der PyCharm gibt es halt eine Profi-Version und eine freie, eine Community-Edition. Und die ist, wenn man Eclipse gewohnt ist, relativ gut. Also man muss sie halt einmal installieren und erklären, welche Python-Version man hat. Aber wenn man das alles zum Laufen gebracht hat, die kann Code-Completion, ist sehr intelligent, hilft dir beim Schreiben, debuggt und alles. Also wer gern so ein großes, fettes IDE hat, das trotzdem Open Source ist, ist da ziemlich gut bedient. Was ich wieder gemerkt habe beim Starten, die braucht ewig. Ist es Open Source? Ja, die Community-Edition schon. Die Community-Edition kann halt nicht mehr dann. Aber es ist okay. Ich glaube, arbeitstechnisch haben wir mit dem Java IDE gearbeitet und ja, da waren die Leute auch relativ. Du meinst IntelliJ oder die? IntelliJ. Also, was sprichst du, glaube ich, von der anderen, die aus Tschechien? Ah, okay, verstehe. Das ist komplett getrennt. Also, ich kapiere den Unterschied immer noch nicht. Nein, ich glaube, es sind unterschiedliche. Sind die schon? Ich habe mir immer gedacht, die sind aus Tschechien. Wovon du redest? Ist das nicht Aptana, die Firma? Nein, die hat immer PyCharm und IntelliSense heißt die Technik, die dahinter liegt. IntelliSense ist doch eine Microsoft-Geschichte. Oder Ich verweise auf die Shownotes. Ja, das ist Grammar. Aber IntelliJ ist doch die Basis für das Android SDK, oder? Genau, also Google hat lizenziert, glaube ich, von denen, dass sie halt einen Teil da aus. Also es ist basiert auf der IntelliJ IDE, ist jetzt der Android, das Android Studio. Okay. Android Studio ist frei verfügbar für alle, weil da zahlt Google halt dafür. Mhm. Aber es ist alles, ist kein offenes Produkt, glaube ich. Ne? Ich meine, die IntelliJ generell. Die Community ist frei. Also die Community, genau. Aber die. Und die Sprachen sind auch alle frei. Die und es ist auch wieder so dieses Kotlin, also wieder dieses klassische das Versprechen, wie halt von Java immer nicht, weil es auf der JVM läuft, so dieses write once, run everywhere, aber was eben auch ganz hübsch ist, du kannst natürlich für Android auch entwickeln. Also es ist auch gedacht als alternative Entwicklung für Android.
Okay. Und so die Sprache ist mehr Java angelehnt oder kannst du dazu über die schon was sagen, über die Kotlin-Sprache? Ich habe noch nicht sehr viel davon gelesen, das wird jetzt in der nächsten Woche passieren. Und bisher kommt es mir alles recht lesbar vor, die ganze Geschichte. Es ist klar nicht dynamisch, weil es bringt, also irgendwann ist auch kein Argument, es gibt da dynamische Sprachen, die auf der JVM laufen, aber sie will auch gar nicht dynamisch sein, also tendenziell wird sie relativ nah an Java sein, technisch. Aber nicht ganz so mühsam hoffentlich. Und tendenziell wesentlich kompakter zu schreiben. Und was ganz hübsch ist, das eine ist einmal, es ist leicht, Java-Bibliotheken zu importieren und die einfach zu verwenden. Und das zweite ist, du kannst auch Java-Projekte laden und ihm sagen, transponiere das Ganze instantan in Kotlin. Also das, damit wollen sie existierende Applikationen einfach portieren können, weil es gibt eine klare Migration. Also es gibt sozusagen ein 1:1 Mapping für jeden Java-Code unmittelbar auf Kotlin-Code. Nett? Gut. Jo. Wie war's in Russland? Schön, aber das dauert jetzt länger, wenn du aufs Klo gehen musst oder so. Das kannst du sagen. Na dann sag was. Ja, Google überlegt auch, ob sie in Zukunft weiterhin Java einsetzen wollen oder ob sie nicht wechseln zu Swift oder zu Kotlin. Also Kotlin haben wir noch nicht gehört, aber Swift das haben wir auch schon. Ja, Swift wäre so ein freaky Move, oder? Ja, das stimmt. Die würden das wahrscheinlich irgendwie auf JVM dann irgendwie. Quatsch, nicht JVM. Auf Java-Klassen sozusagen mappen oder irgendwie dynamisch auf ihrer Engine laufen lassen. Ich weiß aber noch nicht. Aber daher ist es auch wahrscheinlicher, dass sie auf Kotlin umsteigen würden. Andererseits könnte man da vielleicht die Portierbarkeit erleichtern für die Programmierer. Wenn Swift ja, das ist natürlich ein Argument. Der Gedanke, ja. Aber es ist viel mehr Arbeit als Kotlin. Du wirst ziemlich sicher sowieso irgendeinen Mapper brauchen oder irgendeine Abstraktionsschicht dazwischen brauchen, weil ja nicht die Frameworks dahinter schauen ja komplett unterschiedlich aus. Ja. Also entweder hast du dann wieder so ein Zombie wie das von, was ist Apache, wie heißt dieses Projekt da? Mit dem Carbana? Carbana? Cordova? Cordova. Das dieses Multi... Multiplattform. Also schreibt eine App für einmal und sie läuft auf allen Plattformen. Genau. Also mobil. Ja, und so wirklich, ich glaube auf 20 verschiedenen. Ich weiß nicht, was PhoneGap früher geheißen hat. Oder es heißt auch, heißt das PhoneGap ist aber ein bisschen was anderes. Es war ursprünglich eine Firma, die es entwickelt hat, die gekauft worden ist, oder die am Auflösen sich war. Und die haben sich selbst verkauft an Adobe. Adobe hat ein kommerzielles Projekt daraus gemacht, das PhoneGap heißt, das gibt's. Und Adobe hat es gleichzeitig auch frei lizenziert und an den damaligen Entwicklungsstand und an die Apache Foundation übergeben und dort ist es als Cordova. Genau. Also PhoneGap und Cordova sind auch jetzt noch immer ziemlich kompatibel, mit Ausnahme von ein paar Add-ons, die Adobe dazugeschrieben hat. Und es kommt dann darauf an, was du wo, wie automatisch kompiliert haben willst. Entweder musst du was zahlen, als Adobe-Produkt oder du kannst das frei laufen lassen. Also das ist auch eine ziemliche Zombie-Geschichte. Ich habe schon lange nicht mehr verfolgt, also ich habe es mitbekommen, dass in den Inkubator aufgenommen wurde und ob so ein Projekt war, das habe ich noch gar nicht mehr so mitverfolgt. Es ist jetzt richtig, ein richtiges Adobe-Produkt, auch ziemlich breit angelegt dort und mit großer Community dahinter, viel Dokumentation. Das sind wirkliche Zombie-Applikationen in dem Sinn, dass das eigentlich Webviews sind. Genau, man schreibt alles in JavaScript. Alles HTML, CSS, JavaScript. Und man hat aber Zugriff auf die nativen Bibliotheken von den jeweiligen Betriebssystemen. JavaScript, also API für den Vibrator und Geolocation und was hier so ist. Die hat man ja sowieso, also genau, zum Teil, aber diese proprietären APIs, die es gibt von den einzelnen Betriebssystemen, auf die hat man auch Zugriff. Weil dafür gibt es Plugins, die man dann in sein Projekt hineinlädt und je nachdem, welche Betriebssysteme man unterstützen will oder unterstützen muss, muss man dann halt unterschiedliche Plugins und kann gewisse Sachen machen oder nicht machen und kann die dann mehr oder minder automatisch rauskompilieren lassen. Also man kann dann den Code hochladen zu Adobe und dort läuft es dann durch die Pipeline durch, da kann man es einmal testen lassen und dann kann man die ganzen Sachen rausgenerieren lassen und auch automatisch in die Shops, also in diese Stores schieben lassen und so weiter. Mit Apple können wir jetzt auch so, darf man das eigentlich? Also im App Store sind solche Sachen dort erlaubt? Oder ja, das ist nämlich auch eine ganz lustige Geschichte.
weil man das im Prinzip ja dann so lösen könnte, dass dieses quasi nur ein Wrapper ist und drinnen der eigentliche echte Applikationscode kommt von einem Server. Das könnte man auch immer so machen. Weil man kann ja den Webview quasi einen Link reingeben und dann von dem laden lassen. Und das ist ja genau das, was ja eigentlich Apple unterbinden will. Mhm. Weil die wollen ja den Code kontrollieren, aber es hat sich gezeigt, dass es funktioniert und dass Apple es zulässt. Also es ist, ja. Interessant. Ich kenne kenn auch Leute, die das so verwenden, aber absolut verwenden. Also Apple schaut sich einmal die Software an, wenn du es einreichst, dann schauen sie es sich genau an, aber scheinbar, wenn du dann im Hintergrund aktualisierst, dürfen sie es nicht so wirklich mitkriegen. Mitkriegen schon. Das ist aber ja, gut. Ja, das ist keine andere zufällige Erfahrung mit der Apple. Moskau. Alle bereit? Moskau. Hat noch irgendjemand ein Thema, was er schnell noch einschieben möchte? Moskau. Okay, ich also bitte um viele Zwischenfragen, damit es nicht ganz so eintönig wird, weil es wird jetzt eher länger dauern. Okay. So, ich muss weg. Du, Horst, wo ist eigentlich Moskau? Das ist in Russland. Okay, ich empfehle Ihnen an dieser Stelle die Spiegelausgabe von dieser Woche zu kaufen oder zumindest zu lesen in einem Kaffeehaus. Da ist ein sehr schöner Artikel über Moskau drinnen und die Essenz von dem Artikel ist, dass Moskau jetzt so das neue Wildwest von Europa ist und hat 12 Millionen Einwohner, mehr Wirtschaftskraft als einige europäische Länder zusammen und das halt urviel nebeneinander gibt, also so totale Sowjet- Bürokratiediktatur und total wilde Künstler, die nachts heimlich Zebrastreifen auf die Straße malen, weil sie finden, da gehört einer her und sich dann freuen, dass die Stadtverwaltung ein halbes Jahr braucht, bis sie das checkt. Also extrem viel nebeneinander und extrem, also die, so wie eine Wildweststadt halt. Ja. Also da spielt sich es derzeit an. Hast du das auch so empfunden? Ich kann ein paar kleine subjektive Beobachtungen einstreuen. Wie gesagt, ich wurde von Derek Breen eingeladen, der hat gesagt, ich soll mich melden für einen Talk auf der International Education Fair Moskau, damit er ein bisschen mehr international ist. Und er hat mir zugesichert, wenn ich mein Flug zahle, check er das Hotel. Und einen Tag vorher habe ich dann sogar vom Veranstalter eine E-Mail gekriegt, dass das Hotel für uns gezahlt wurde. Aber das habe ich bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Und ja, das Allerschwierigste, um nach Moskau zu fahren, ist, dass man auf der Botschaft um ein Visum ansuchen muss. Da habe ich insgesamt dreimal antanzen müssen, weil da braucht man eine Einladung. Also du darfst dich nicht selber nach Moskau einladen. Du kannst zwar einen Flug buchen und das Hotel buchen, aber ohne Visum kommst du nicht rein. Und die größeren Hotels haben so einen Service, dass wenn du ein Zimmer buchst, laden sie dich offiziell nach Russland ein. Aber ich zuerst gedacht habe, ich werde Couchsurfen oder Airbnb und so, habe ich mich dann vom Veranstalter dieser Messe einladen lassen und die haben damit auch nicht viel Erfahrung gehabt. Also das ist noch kein Touristenland in dem Sinne. Also alles ein bisschen umständlich, aber es war machbar, es war jetzt nicht so schwierig. Spannend, weil ich dachte, da fährt man halt einfach hin, man sich vielleicht ein Visum und dann Nee. Also, du holst ein Visum, das stimmt schon, und dann fährst du hin. Aber du kannst nicht zur Botschaft gehen und sagen, du möchtest ein Visum, erklärte dann, das Visum haben, der Beamte hat gesagt, haben Sie nicht die Instruktionen durchgelesen auf der Webseite? Ich sag, nicht so richtig, nicht gut angekommen. Aber, ähnlich wäre es mir wohl auch gemerkt. Habe ich halt noch einmal antanzen müssen, aber es ist okay und sie behalten dann einen Pass ein, 5 Tage, um dieses Visum einzubitten und dann kriegst du einen Termin, wo du den Pass wieder abholen darfst. Und was mir der Derek gesagt hat, der arbeitet ja jetzt dort für so diverse Education-Firmen und TV-Sender und Schulen und das ist halt für ihn extrem stressig, weil wenn er jetzt eine Woche in Amsterdam ist und in dieser Woche reicht er in Russland ein Visum ein, dass er dort arbeiten darf, 3 Monate, dann ist er jetzt eine unbestimmte Zeit lang in Amsterdam gefesselt, bis die entschieden haben, ob sie ihm das Visum geben oder nicht und in der Zeit hat er keinen Pass. Also es ist für weltweit Reisende sie machen es ihm nicht leicht, nach Russland reinzukommen. Ist halt so. Ja. Ja. Ansonsten muss ich sagen, es war wesentlich leichter, nach Russland reinzukommen, inklusive aller Security-Scans und Visa-Kontroll-Sachen. Ich habe mich extrem erinnert gefühlt an Papers, Please, an dieses Spiel. Ja, ich war live, Papers, Please. Was viel schlimmer war, dass ich über die Schweiz zurückgeflogen bin und die Schweizer mich sehr gründlich gefilzt haben, weil ich habe ein Wasserflascherl in meinem Rucksack vergessen. Das wurde durchleuchtet. Da habe ich die Ehre. Okay, also bin auf die Schweiz eigentlich mehr angefressen als auf die Russen. Und sonst, dann kam ich da an. Ich hatte eine E-Mail
dass ich mich beim Schalter so und so im Airport melden soll und ich werde dann von einem Driver ins Hotel gefahren. Ja. Nice. So langsam gewöhnt sich der kleine Horst an den luxuriösen Lifestyle der Wichtigen und Großen. Also im ersten Mal in meinem Leben wurde ich am Flughafen von jemandem erwartet und abgeholt. Und dann war da halt so ein junger Typ und der hat dann einen anderen jungen Typen angerufen und der ist dann nach einiger Zeit so dahergeschlurft gekommen und hat gesagt, ja, und dann hat er so warten müssen. Und dann hat er gesagt, ja, kommen Sie mit und so. Und ich habe versucht, mit dem zu kommunizieren und der hat dann nicht wirklich viel Englisch können. Und ich trotte dem halt nach und wir verlassen das Flughafengebäude und wir gehen in so eine eher schäbige Tiefgarage und von dort in eher eine sehr schiere Baustelle, überqueren mehrere in Bau befindliche Autobahnen. Und ich habe mir gedacht, wenn jetzt drei so Typen mit eher großen, breiten Schultern auf mich warten, dann wird niemand jemals mehr erfahren, wo ich geendet habe. Ja. Und auf jeden Fall klettern wir auf so eine Art Autobahnrampe hinauf, wo mitten auf einer dreispurigen Autobahn ein Auto steht und natürlich sehr viel Gehupe auslöst. Ja. Und wir gehen dann zielstrebig auf dieses Auto zu und er sagt, jetzt wird Driver. Ich steige halt ein. Mein erster Eindruck von Russland, ja, die sperren da locker mal die Autobahn, damit ich bequem einsteigen kann. Und der Treiber war halt auch so wie, ja, wie es dann in so einem Mafia-Filmen halt so einen vorstellst, der jetzt für die gröbere Arbeit zuständig ist, der hat auch nicht viel Englisch können. Und was mich an dem endlos fasziniert hat, ich habe circa eine Stunde, bin ich mit dem vom Flughafen durch endlose Vorstädte zu dem Hotel gefahren. Das Hotel war keineswegs direkt in der Innenstadt. Also Moskau ist einfach extrem groß, 12 Millionen Einwohner, endlose, so wie wenn du von Linz bis Wien Vorstädte hast, so circa gefühlt. Ja. Ja, und was mich extrem fasziniert hat, und ich glaube, das ist ein Beispiel für, wie Russland halt auch noch ist, ja. Der hat einen Lader gehabt oder Peugeot und in der Mittelkonsole neben dem Lenkrad war so ein Handschuhfach, wo du Handschuhe oder Sonnenbrille reintun kannst. Also praktisch so ein 10 cm mal 4 cm Schlitz im Armaturenbrett. Ja. Und dieser Driver hat ein GPS gehabt, aber das war nicht vom Auto selbst, sondern so ein externes GPS-Gerät, also so eine Art Tablet. Mhm. Und jeder, so wie ich mir halt Autofahrer vorstellen, wenn ich so ein externes Tablet hätte, würde ich mal dann Saugnapf organisieren und das an die Windschutzscheibe picken oder ich würde halt sonst irgendeine Konstruktion mit so zwei Klemmern kaufen und das irgendwo anklammern. Ja? Nicht so, der hat aus diesem Handschuh Sonnenbrillenablagefach, was so 10 cm mal 4 cm war, hat er ein 9 cm mal 3 cm mal 20 cm Holzbrett hineingetan. Ja, das hat schön herausgeschaut. Dieses Holzbrett hat, glaube ich, oben einen Schlitz gehabt, also ganz habe ich das nicht feststellen können. Auf jeden Fall in einem rechten Winkel auf das Holzbrett hat er dieses Tablet und GPS-System montiert und das Ganze mit mehreren Gummibändern fixiert. Und während wir über die Autobahn gedonnert sind, hat das alles fröhlich vor sich hingewackelt und die ganze Zeit auch endlos gepiepst. Also ich war total fasziniert. Russland, yeah. Das Land, wo die Technik so funktioniert, als würde ich sie tun müssen. Genial. Es funktioniert. Hat funktioniert, da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Das sind ja Handwerker, keine Logiker. Die können mit Katastrophen leben. Ja. Ich muss jetzt gerade so lachen, weil ich fahre ja wenn dann mit verschiedenen Autos, weil Carsharing und so, und ich vergesse ja auch ganz gerne dann meine Handy-Navigationsvorhalterung und ich mache dann auch irgendwelche komischen Konstruktionen. Bist du Russland-kompatibel? Ja, offensichtlich, ja. Okay. Ja, und dann? Für die Shownotes, Anna ist Russland-kompatibel. Genau, ja. Ich vergesse es. Ja, wie ist es weitergegangen? Woher klingt, wird man sowas eine russische Lösung genannt? Russische Lösung, ja. Stalinluster sagen wir auch zu einer. Ja. Russenlampe kenne ich. Stalinluster. Das ist nur eine Glühbirne aus der Nacke. Ja, und ich kenne es als Russenlampe. Das Hotel war Holiday Inn, kann ich sehr empfehlen. Habe mich sofort verliebt in das Hotel. Bin in mein Zimmer hinein. An der Rezeption habe ich schon WLAN-Passwörter bekommen für beliebig viele Geräte. Mhm. Im Zimmer ist nicht nur so ein unnötiges Bett und so unnötige Dinge wie Bad und irgendwie begehbarer Kleiderschrank. Nein, sondern das war alles da, aber es war ein brauchbarer Schreibtisch da, nicht so ein zierliches Rokoko-Tischerl. Okay. Brauchbarer Schreibtisch mit so einer Art Bürosessel und da setzt man sich hin, klappt den Laptop auf, hat die Steckdose in Reichweite und nicht irgendwo unterm Bett, hat perfektes WLAN und ich wollte nie mehr raus. Das war richtig sein. Willkommen. Und dann ist der Derek auch am Abend gekommen. Derek, kennst du ja, Derek Brink. Und dann sind wir
über eine Kreuzung gegangen in ein Restaurant und wieder zurück. Das war mein ganzer Eindruck von Russland. Hat mir auch schon gereicht, draußen war es kalt. Für ganz Russland. Wenn man über eine Kreuzung geht in Russland, bedeutet das, du gehst in eine Unterführung, die circa viermal quadratförmig angeordnet eine Opernpassage ist. Also einfach, weil die Straßen sechsspurig sind und entsprechend breit. Und da wird das mit einem Zebrastreifen nur funktionieren mit zwei Inseln, auf denen es dann eine Viertelstunde wartest zwischen so Schwerlastwagen. Also haben sie das alles unterirdisch gebaut. Und es ist eh die meiste Zeit kalt und schier, also ist eh besser, du bist unterirdisch. Ja, also sonst habe ich nicht viel mitgekriegt aus Russland. Und ich habe mich dann konzentriert, meinen Talk vorzubereiten. Das Thema war Teaching with Open Source. Und weil genialerweise habe ich zwar 3 Tage Zeit gehabt vor der Abflug, aber irgendwie wirklich keinen Strich von der Slide-Vorbereitung zusammengebracht, außer in der Nacht vorm Abflug habe ich bisschen was angefangen, ja. Da habe ich gedacht, okay, ich kann das in Russland machen und das war wirklich schön. Also ich habe einen halbwegs gescheiten Laptop mitgenommen, ich war in einem Zimmer mit gescheit funktionierendem Internet, ich habe wirklich mit Google Drive arbeiten können, das war einfach nett, ja. Und die Zeit ist vergangen, Derek ist dann wieder heim in sein Hotel, er hat gesagt, er wohnt im Hotel Cosmos, da hat das Internet nicht wirklich funktioniert, er hat dann beschlossen, er zieht zu mir und ja, also er hat vorher schon sein eigenes Hotel gebucht gehabt, weil er nicht gewusst hat, dass wir das kriegen. Ne? Und er hat so gesagt, ja, er wird in der Früh kommen. Na, ich stehe auf in der Früh, ich hackel so circa bis 9 an meinen Slides, werde langsam fertig, dann schreibe ich ihm, ja, kommst du und so. Und er sagt, ja, er ist schon am Weg und ich soll schon mal lernen frühstücken. Na, ich gehe frühstücken, super Buffet, alles lebend, ja. Ich gehe wieder zurück, ich 10, es wird so 12, ich habe so langsam meine Slides fertig. Der Derek ist immer noch nicht da, ich schreibe noch mal, ja, kommst du jetzt und so. Weil ich bin ja allein, mein Handy hat nicht funktioniert, habe niemanden gekannt, habe auch nicht wirklich gewusst. Also ich hätte zwar Adresse gehabt, wie, wo diese Messe ist, wo ich meinen Talk halten soll, aber ich hätte wahrscheinlich allein innerhalb von einem Tag nicht wirklich hingefunden, mit U-Bahn-Karte kaufen und alles, kyrillisch. Und naja, und er ist dann wirklich auftaucht und hat gesagt, ja, er wollte auschecken um 9 in der Früh, aber da war halt viel los, das ist halt sowjetisch, da hat sich gerade irgendeine Reisegruppe ausgecheckt und dann hat halt keiner für eine Zeit gehabt, im Endeffekt hat halt einen Tag später auschecken können erst. Das ging halt nicht. Und ja, und ich blödel halt so mit ihm, ja, und alles lernt und dann habe ich meinen Talk endlich wirklich fix fertig gehabt, habe ihn auch mit ihm geprobt, dass das in der Zeit ist, habe 25 Minuten gehabt und ich schreibe halt so ganz stolz an diese Betreuer, ja, also ich habe meinen Talk fertig und ich werde ihn morgen mit USB-Stick zu Ihnen bringen, dass nichts schief geht. Hier haben Sie schon die Online-Version als PDF und etc. etc. Und ich schreibe, Dear Mr. Jens, we are very concerned. Your talk is not tomorrow, it's today in 2 hours. Can you affirm that you can? Sorry, my mistake. Derek, wir müssen jetzt hin, oder? Ja, und haben auch geschafft. Wir sind dann durch sehr schöne Moskau-U-Bahn-Stationen gefahren. Stimmt, also das war ja auch ein Tipp, dass du die benutzt, diese Moskau. Ich habe gelernt, jede U-Bahn-Station ist irgendwie anders. Übrigens, alle sind sehr tief unter der Erde. Ich glaube, die dienen auch als Atombunker. Also du fährst ca. 5-10 Minuten mit einer Rolltreppe schräg runter, du spielst Walzer, dass da nicht Fahrt wird. Und dann bist du unterirdisch und das ist auch sehr schön, werden dauernd geputzt, die U-Bahnen, das sind nicht irgendwie dreckig. Ja. Und jede Station ist anders und jede mit Marmor, goldenen, so Sowjet-Ära Zeichen. Und also du hast so das Gefühl, da ist für die, der Luxus ist jetzt nicht für die Autofahrer, sondern für die Fußgänger, für die Working-Class-People. Also mir hat das als Anti-Autofahrer sehr gefallen. Eine U-Bahn-Station in Moskau ist circa so, wie wenn du von Karlsplatz nach Schönbrunn fährst mit der U4. Also das sind größere Entfernungen. Ich habe mir so gedacht, er hat gesagt, das sind 2 U-Bahn-Stationen. Ich habe gesagt, du, können wir das nicht gehen, wenn es schön ist? Kannst du nicht. Nein, willst du nicht. Und ja, die U-Bahn selbst ist ein bisschen älter als die in Wien. Also die existiert schon seit den 50er Jahren oder so. Also das merkst du, die Waggons sind lauter und schauen älter aus. Aber sie haben zum Beispiel gratis WLAN in der U-Bahn. Wirklich? Ja, in den Waggons auch. Also da ist Geld dahinter. Ja. Und das WLAN, da brauchst du eine russische Telefonnummer, aber trotzdem, ich habe es cool gefunden, dass du so einen Start hast. Und Derek hat mir erzählt, viele Leute treffen sich auch in den U-Bahn-Stationen, wenn man so ein Date hat oder sich trifft, weil das einfach da unten schneit es nicht und ist geheizt und ist sauber und cool. Schön, ja. Was ein bisschen unangenehm war, es sind überall Wachposten, speziell je näher du in die Innenstadt kommst. Mhm. Also sowohl in den U-Bahn-Stationen, und zwar sehr vierschrötig unangenehm aussehende so Soldaten. Und überall, wenn du in ein öffentliches Gebäude oder größeres Einkaufszentrum reingehst oder auch nur in eine größere U-Bahn-Station und du hast dann einen Rucksack, musst den durch so eine Metallschleuse geben. Und du wirst jetzt nicht so abgetastet wie beim Flughafen, aber du merkst halt, die erwarten demnächst den nächsten Terroranschlag oder haben
seit dem Tschetschenienkrieg halt Erfahrung damit, dass du lebst halt mit dem Terror. Ich nehme an, früher oder später haben wir das ja auch. Mir ist halt aufgefallen erst, wie frei ich mich in Wien eigentlich bewegen kann. Mhm. Okay, die International Education Fair, das war so eine riesige Halle, zweimal die Wiener Stadthalle circa, sehr groß, und da waren Vorträge, also der Derek hat gesagt, er hat vor am Saal mit 1000 Leuten gesprochen, wobei aber 500 Leute waren Kinder, die es da reingeschickt haben, so Schulklassen, die nicht wirklich sich interessiert hat. Und ich war in dieser Messehalle, wo halt diverse Education-Anbieter und Universitäten halt ihre Werbung gemacht haben, um Schüler oder Lehrer zu kriegen. Ja. Es war auch Fischertechnik dort, hat Lernspielzeug verkauft, es war Microsoft dort und hat Werbung gemacht, dass du Microsoft-Spezialist wirst. Und also eine Education-Messe war es. Zertifizieren, ja. Ja, ja. Und in dieser Messehalle waren immer so kleine 10x10 Meter Kojen sozusagen eingerichtet, okay, mit kleiner Bühne und circa so 50 Sesseln. Und da waren dann halt Vortragsprogramm, so verstreut über, so wie ein größerer Messestand, war dann halt so ein kleines Vortragskammerl. Und ja, ich war ein Speaker in so einem Kammerl. Also wie ich das Kammerl gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, völlig wurscht, was ich da jetzt mache. Ich kann maximal 50 Leute enttäuschen. Ich habe mir vorher gedacht, ich werde da jetzt vor den versammelten sowjetischen Intelligenz der Informatikprofessoren reden und die werden mich alle ausbuhen, weil ich nicht genug zu sagen habe. Und so, das war völlig wurscht. Und dann war ich extrem locker halt. Dann habe ich sogar kennengelernt, meine persönliche Dolmetscherin, weil ich habe eine zur Verfügung bekommen, die hat mir dann erklärt, also ich rede auf Englisch und sie übersetzt das dann auf Russisch, weil nur die Jüngeren und die gut Ausgebildeten flüssig Englisch reden. Ja. Okay. Und die breite Masse kann nicht wirklich Englisch. Also wie in Österreich. In der Schule haben. Mehr oder weniger wie in Österreich, ja. Nur dass hier... ja, nur ist kein Dolmetscher. Ja. Spricht also hier in Österreich können die meisten auch eher Russisch als Englisch. Naja. Wirklich? Nostravia. Ja, und dazu muss jetzt, jetzt wird es dann langsam persönlicher, bremst mich ein, wenn ich zu seltsam daher rede. Hast du andere Vorträge angeschaut, die dich interessiert haben? Nein, ich habe die ganze Zeit verbracht, clevererweise meinen Vortrag vorzubereiten, anstatt mir was anzuhören. Außerdem war ich einer an diesem Tag von, glaube ich, 3 oder 4 englischen Speakern, der Rest waren alles russisch. Also okay, das Ganze war nicht sehr international. Also das ist nicht dann auf Englisch übersetzt worden, sondern es war für russisches Publikum? Es war für russisches Publikum, auf Russisch mit ein paar Einsprengseln. Mhm. Und die Dolmetscherin hat mir zum Beispiel erzählt, ich war ihr dritter Kunde sozusagen. Es war ein Grieche und ein in der andere da, der halt auf Englisch was vorgetragen hat, das sie dann übersetzt hat. Aber die war jetzt auch nicht super ausgelastet. Mhm. Also, naja, wenn wir hin. Ne? Ja, also es gab englische Vorträge, sowas nicht, aber ich habe mir das so gedacht, dass international hat sich vielleicht auch bezogen auf Weißrussland und Kasachstan oder auf andere Länder aus dem kyrillischen Sprachraum. Ja. Die wohl alle Russisch können. Nehme ich stark an. Wie lange hat das gedauert? Oder ist es ein mehrtägiges Event gewesen? Ja, das war ein mehrtägiges Event, so 3 Tage, glaube ich. Mhm. Der Derek hat am ersten Tag 2 Vorträge gehalten, oder einen Workshop und einen Vortrag. Ja, seid ihr zum Podcasten gekommen? Ja, ja, sind wir. Also es wird demnächst eine weitere... Es gibt schon einen International Open Podcast Issue 5 und auf GitHub kann man schon ein Transkript lesen von einem Interview, den Rest muss ich alles erst schneiden und vorbereiten. Auf Russisch? Nein, es ist auf Englisch. Okay. Ding. Kann ich weiter sagen? Hast du und das von Moskau hast du sonst nichts mehr gesehen? Weil bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt erzähle, habe ich die U-Bahn gesehen und dieses eine Restaurant, wo wir uns sehr amüsiert haben. Was haben Sie gegessen? Wiener Schnitzel hat es gegeben. Nein. Ja, wir haben nicht Wiener Schnitzel gegessen, er hat ein Borscht gegessen und ich habe zu meiner Schande Pommes frites gegessen. Pommes frites? Alles das ist kein Abendessen. Ja, nein, ich habe ein bisschen dieses Borscht probiert. Ja, alles super, ja, das ist gut. Das ist eine Suppe mit ein bisschen Sauerrahm drinnen und so Rüben. Man sagt mir nach, dass ich eine gute Borscht mache. Nein, also das Borscht ist ja nicht wirklich ein Rezept, sondern das ist halt so rote Rübensuppe und was dann reinkommt, ist eigentlich, das war früher ein Eintopf, deswegen kannst Rindfleisch, Fisch, kannst alles reinlegen. Was ich gerne als Einlage nehme, ist eine doppelt geräucherte Dürre, also so eine hohe Stichfeuer. Also ansonsten ist das ja, es kommt mir halt zu Wasser, ich koche gern Eintöpfe und da gibt man halt jede Menge Zwiebel und jede Menge Knoblauch und ein Suppengrün und dann gibt man so den rote Rübe rein und so vorher schwitzt man noch die Wurst an und fertig ist das.
Also mit Sauerrahm und schwarzen getoasteten Brot. Ja, ja. Ist auch gut, wenn es draußen kalt ist, freust du dich. Morgen hätten wir Zeit. Wir wollten ja eher ein Biertacher-Event. Genau, ja. Borsch essen. Gut. Ja. Nach 252 Folgen wird Gregor seiner privatleben verdonnert. Ja. Falls du zu wenig Aufwand ist, ein Pfundstopf. Aha, was ist das? Von allen Zutaten ein Pfund drin. Also keine Eintopf, sondern... Es sind insgesamt ich habe einen Pfund Kaviar. Ein Pfund Rinderhack, ein Pfund Schweinehack, ein Pfund Sauerkraut, ein Pfund Zwiebeln und das letzte habe ich vergessen, was noch ein Pfund reinkommt. Kartoffeln? Ja, Kartoffeln können es gewesen sein. Ja, ja, das kenne ich zwar nicht unter dem Namen, aber das kenne ich und das ist lecker. Und das ist dann so anbraten, oder? Nee, das ist eine Suppe. Ja, Chili con carne oder Gulasch. Ja, das kannst du vorher anbraten, das Fleisch und dann oder die, und die Zwiebeln und dann alles zusammen. Eigentlich wird es dann nur gekocht. Das ist ziemlich lecker. Mhm. Mhm. Ich danke für die vielen Zwischenrüfe, darf ich? Ja, Borscht. Borscht gegessen, ja. Sonst wirklich nichts mitgekriegt von... Borscht hat Borscht gegessen. Borscht hat Borscht, ja. Stimmt, ja. Ja, okay, und dann beim Talk habe ich... Ja, also wenn man mit dem Derek unterwegs ist, in Russland, speziell auf der Education Fair, wo er halt viele Leute kennt, geht mal, ich wackel dem halt so nach, Hirn abgeschaltet, nervös vor dem Talk und ständig kommt irgendein Typ im Anzug oder so und sagt, hey Derek, und der Derek sagt, and this is my friend Horst, und ich gebe halt brav Foto und nachher sagt er mal, ja, das war jetzt der Direktor vom Moskauer Stadtfernsehen und das war Dokumentarfilmer und diese superschöne Frau war irgendeine Firmenchefin, die Holzspielzeug exportiert und so Education also, ja, und lauter super Leute und ich brav Hand gegeben und habe so gedacht, ich habe da nichts zu bieten und die alle so, ah, ja, grüß Gott, ja, ja. Und ja. Ja, ja. Die konnten sogar Grüß Gott sagen? Nein, nein, ich habe Hallo gesagt auf Englisch natürlich. Und dann habe ich mich an die Dolmetscherin herangeschlichen, habe ich gesehen, der ist ein bisschen fad und habe halt so geredet mit der und haben wir Talk, also über Free Software, den Begriff hat sie sogar gewusst und so, also war ganz stolz. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie funktioniert das eigentlich? Soll ich langsam reden oder so? Und sie hat gesagt, na, sie reden einen Satz und ich übersetze den. Das heißt, sie hat mir dann 5 Minuten vor Anfang des Talks zu verstehen gegeben, dass den Talk, den ich auf 25 Minuten konzipiert habe, dass ich nur 12 Minuten habe. Ja. Aber habe ich auch hingekriegt. Und dann hat halt der Talk angefangen und ich habe gemerkt, am Anfang sind sehr viele Fotografen gewesen und haben mich fotografiert und nachher habe ich mir gedacht, wahrscheinlich weil ich einer der wenigen internationalen Speaker war, zumindest in dieser Koje war ich der Einzige an dem Tag, habe ich gedacht, okay, das ist für die halt wichtig, das zu dokumentieren, aber die haben dann auch die ganze Zeit über fotografiert, wie ich geredet habe und nachher hat mir der Derek gesagt, die haben hauptsächlich meine Slides fotografiert, weil halt viele URLs drauf waren, die interessiert haben. Und den Talk werde ich noch in einer ausführlichen Version ins Netz stellen. Also die Slides sind jetzt schon im Netz. Und er wurde auch auf Video aufgenommen, aber ich möchte eine größere Version machen von allem, was ich eigentlich sagen wollte. Und das dann einfach als Talk ins Netz stellen, damit ich dann so als super Speaker von international Stadt zu Stadt reisen kann und immer diesen Talk halten kann, à la Stallmann. Aber also in geschriebener Version, wir sind nicht einsprechen jetzt. Nein, einsprechen nicht, aber halt sehr ausführlichen Artikel und dann kann ich genau darüber reden. Mhm. Aber ich habe gemerkt, es zahlt sich aus, etwas gescheit vorzubereiten und selbst wenn man dann nur eine kleine Version dort machen kann, durch die viele Vorbereitung kann man das dann relativ leicht expandieren und dann hast du was, wenn du irgendwo auf einer Konferenz bist, kannst du das gleich einreichen. Das ist vernünftig, ja. Und er ist eh relativ zeitlos, es ging um die österreichischen und deutschen Lehrer, die Linux verwendet haben in ihrer Schule und der Grund des Scheiterns und dann über meine eigenen Erfahrungen mit Linux unterrichten und so. Und ja, zum Teil habe ich bei den Slides, also wenn jetzt eine Begriffserklärung war, die 4 Freiheiten von freier Software, habe ich das dann halt auf Russisch auch daneben da, damit die Leute das nicht auf Englisch lesen, also auf Englisch und auf Russisch lesen können. Und das ist, glaube ich, gut angekommen. Zumindest haben es dauernd die Slides fotografiert. Und ich habe dann auch gemerkt, es sind mehr Leute geworden, während ich geredet habe. Ich nehme auch an, weil halt ich und die Übersetzerin da waren und das nicht so selbstverständlich war. Dadurch haben viele Zaungäste so geschaut, aha, was ist da los? Und das war interessanter als das typische, dass einer auf Russisch vorträgt. Und war ganz gut eigentlich alles.
bin auch halbwegs in der Zeit fertig geworden und da die Conclusio war halt, dass ich halt gefunden habe, wenn einer unterrichtet, ich schaue jetzt den Stefan an, ich habe halt gesagt, meine Erfahrung ist mit Lehrern, dass am wichtigsten ist, dass er Passion hat, also Leidenschaft. Und es ist nicht so wichtig, wofür er jetzt wirklich Leidenschaft hat, sondern hauptsächlich er hat Leidenschaft, dann ist er meiner Erfahrung nach ein sympathischer Lehrer, wo ich auch selber gerne Schüler gewesen wäre oder Schüler hinschicken würde. Und da habe ich dann gemerkt, da stand dann Passion, habe ich auf Russisch auch hingeschrieben gehabt. Und dann haben die im Publikum, das dürften auch selber Lehrer gewesen sein, haben dann so, ja, so genickt und so mitgeschrieben, das dürfte ihnen gefallen haben. Ne? Und sonst habe ich versucht, die halt zu erklären, wenn etwas nicht die vier Freiheiten erfüllt vom Stallman, ist es nicht freie Software und nicht wirklich gut. Und nachher war so eine Frage-Antwort-Session und war auch okay. Und es ging dann leicht ins Surreale, weil dann hat eine Frau gefragt, ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen Linux-Versionen, die ich gezeigt habe, und Ubuntu? Und ich habe das halt erklärt, dass das eh relativ ähnlich ist. Und nachher hat es mir so gedämmert, ich bin jetzt da wo und eine super schöne Frau hat die ganze Zeit aufpasst, während ich rede und fragt jetzt eine gescheite Frage über Linux in Education. Das war alles immer schon so schwummrig im Kopf, aber das, ist das alles noch wahr? Das wäre etwas, was mir nicht passiert in meinem normalen Leben. Und ja, also ja, auf jeden Fall recht cool, nachher war ich extrem gut drauf. Und jetzt geht es leider noch weiter. Ich bin immer noch nicht fertig, aber ihr könnt mich wieder unterbrechen. Ich habe dann einen Pavel kennengelernt, den hat mir der Derek schon angekündigt. Pavel Bibovic. Nein, Pavel Frolov oder so. Und der hat ein Interview mit mir gemacht und ich dann eins mit ihm. Das Interview, das ich mit ihm gemacht habe, ist schon voll transkribiert und ist schon auf GitHub, habe ich schon draufgestellt. Mhm. Ich erzähle davon auch noch, aber ich werde verweisen. Und ich habe dann nachher erst mitgekriegt, der Typ hat ca. 5 Firmen und ist Herausgeber vom Linux-Magazin Russia. Linux-Format-Magazin Russia. Und der hat gesagt, yeah, nice to meet you, I want to make an interview with you. Ich als Norbote bin dort gesessen und er hat gesagt, what is the situation of open source in Austria or Western countries? How big is the percentage of Linux in Schools? Und ich habe zwar ein bisschen eine Vorstellung gehabt, aber halt keine Zahlen, das hat mich ärger geniert, aber nachher gab es dann noch Sachen, die ich beantworten haben können. Ne? Und dann habe ich ihn interviewt und er hat sehr interessant erzählt. Ich werde es jetzt nur ganz kurz machen. Hast du das Soundfile? Ich habe das Soundfile, das wird auch Teil sein vom International Open Podcast Nummer 5. Wir können es auch hier angluten, in denen es ist nur fast eine Stunde. Also wir haben dann den 5-Stunden-Grenze gesprengt oder so. Aber vielleicht tun wir es auch hier gleich ran. Und ich kann auch vor allem das volle Transkript auch hier dran tun zum Lesen, was glaube ich ganz gut ist. Und der hat sich halt extrem ausgekannt mit Open Source. Also ich habe gefragt über Open Source und über Open Source in Education in Russland. Und da hat er halt erzählt von seiner Erfahrung und er mit seinen Firmen hat auch die russische Regierung beraten, Programme für so Schulregionen gemacht, die komplett migrieren sollten. Das ist dann zum Teil auch gescheitert, also nicht viel anders wie bei uns. Was ich erfahren habe, es gibt zwei Behörden, die komplett, Putin himself hat ein Gesetz unterschrieben, das glaube ich alle Regierungsabteilungen auf Linux migrieren sollen. Mhm. Und trotz seines Willens haben die Bürokraten das geblockt und da ist nicht viel passiert. Selbst für Putin ist es nicht einfach. Ja, das war für mich auch eine Erkenntnis. Putin ist nicht allmächtig. Mhm. Und was? Nein, ist er nicht. Die Welt geht unter. Und sehr viel hat der Pavel erzählt über der was jetzt Premierminister ist, Medev, Dmitri Medev. Das Gerücht geht, dass der auf seinem Laptop schon verschiedene Linux-Distributionen selber installiert hat, um das auszuprobieren, was mir sehr imponiert hat, weil für einen Premierminister ist das, glaube ich, weltweit ziemlich einzigartig. Ich wüsste von keinem, der das gemacht hat. Und also der dürfte relativ auf Zack sein und hat auch in seinen früheren Jahren, hat er dafür gesorgt, dass jede Schule in Russland Internetverbindung hat und dass die Gesetze so sind, dass Internet, er hat gesagt, Internet, also mobiles Internet ist relativ erschwinglich überall im riesigen russischen Reich, außer in sehr abgelegenen Dörfern, wo halt überhaupt alles schwierig ist, weil die total in der Tiger sind. Und ja, das war die eine Erkenntnis. Und die andere, dass ich habe gefragt, ob die russischen Kriegsschiffe mit Microsoft Windows fahren, hat er gesagt, nein. Die haben ihre eigene Linux-Entwicklung, verkaufen die aber nur sehr teuer an die zivile Regierung. Also da ist nicht sehr viel Synergie. Die haben sozusagen ihre eigene Welt und die erfolgreichsten Linux-User dürften die, ich habe es nicht ganz kapiert, also die Schulden eintreiben. Also so eine Mischung aus wie heißt das bei uns? Nein, die von der Regierung, Gerichtsvollzieher oder Finanzpolizei, der Derek hat es übersetzt mit Internal Revision
Also solche, er meint, wenn Leute Schulden haben, können die das eintreiben. Also so eher, die was den Job der Mafia übernehmen, und die dürften sehr oft zack sein, haben ihre eigene Linux-Distro und alles entwickelt. Und also wenn sie in eine der Vorzeigebehörden vielleicht, oder er meint, es hängt halt viel daran, wer an der Spitze ist und wie der drauf ist und wie der geschult ist. Mhm. Und sonst gibt es einige Modellregionen, wo es entweder versucht haben, die ganze Region umzustellen auf Linux, und das ist teils gescheitert, teils hat es funktioniert. Es gibt einige Städte, die von sich aus auf Linux umgestellt sind. Zum Teil wurde angedroht, dass sie kein Geld mehr kriegen, wenn sie nicht umstellen. Also sie müssen sich dann ihre Lizenzen selber kaufen. Was passiert ist, ist, dass sie dann sehr günstige Preise von Microsoft gekriegt haben, womit die Regionen dann zufrieden sind. Alles gar nicht so anders als bei uns. Ja, es klingt sehr bekannt. Klingt alles bekannt. Und auch das Phänomen, dass wenn ein tüchtiger Chef ist und der bringt da was weiter, und sobald er weg ist und irgendein schlurfiger Nachfolger kommt, schläft das alles wieder ein. Das habe ich auch alles gekannt. Das kommt auch in dem Interview raus. Und ja, und der Rest vom Interview mit Pavel ging dann eher um das, also wo die Stärken von Russland sind, also dass sie zum Beispiel gute Mathematiker haben und die exportieren, die gehen dann nach Kalifornien, kommen dann aber auch wieder zurück, und wie Russland als Investitionsstandort ist für Startups. Was ich nicht gewusst habe, ist, in Russland fördert dich die Regierung, wenn du ein Makerspace aufmachst oder ein Hackerspace. Und ich habe extra gefragt, auch Unabhängige, also naja, alles kein Problem, sie fördern das, da ist sehr viel Geld dahinter. Also es scheint in Russland Leute zu geben, die langfristig denken und die sagen, wir wollen nicht nur vom Erdöl abhängig sein, und unsere Stärken sind halt gutes Ausbildungssystem, speziell in Naturwissenschaften, auch von der Sowjetzeit her, und dass sie das halt versuchen sehr zu pushen, und dass sie auch versuchen halt die Leute, die im Ausland waren, zurückzuholen mit ihrer Erfahrung, dass die dann in Russland unterrichten oder Firmen gründen. Also fällt auch rein mit dem Spiegelartikel, den ich gelesen habe, dass in Moskau jetzt einfach sehr viel los ist. Ja. Eine andere nette Sache, was ich erfahren habe, das Patentsystem zwischen USA und Russland ist nicht kompatibel. Und eine Unternehmerin hat mir gesagt, du kannst entweder in Russland ein Patent anmelden oder ein Weltpatent im Westen, aber nicht beides gleichzeitig. Also nicht gleichzeitig? Irgendwie hat sie gesagt, man muss sich entscheiden, und das dürfte sehr interessant sein für gewisse Sachen, also wenn du Softwarepatenten entfliehen willst oder einfach etwas machen willst, ohne dich. Also sie haben gemeint, es ist in Russland mittlerweile wesentlich leichter, eine Firma aufzubauen als in Kalifornien, weil du eben diese ganzen Patentkriege und Schwierigkeiten nicht hast. Mhm. Und wenn die Patentsysteme an sich inkompatibel sind, ist das, glaube ich, ganz attraktiv, wenn du schlau bist und dass du halt dass du dich dann richtest. Ja, dass man so einen Vorteil nutzen kann. Ja. Aber für mich war zum Beispiel nicht bekannt, dass du in Russland jetzt eigentlich leichter ein Startup gründen kannst als im Westen, in Kalifornien. Ne? Und ja, also einfach das Interview anhören, okay, war sehr nett. Okay. Ich schließe das ab, vielleicht kommt später noch was weiter. Ich habe erzählt, wenn man mit Derek herumrennt, sieht man dauernd tolle Frauen und irgendwelche wichtigen Leute und fühlt sich so wie ein kleines Hunderl auf einem Diplomatenempfang, wo die ganzen wichtigen umgehen. Und was extrem auffällig ist, und wir haben im Derek auch genug darüber geredet, ist, da gibt es extrem viele schöne Frauen. Ja, also erst, ich habe mir Sorgen gemacht, dass es gibt da keine schieren Frauen. Ja? Ich habe gefragt, tun sie irgendwo weg oder so, auf so eine sibirische Städte, wo es die nicht ganz super schlanken Supermodels sind. Und nur um ein Beispiel zu geben, ich sitze in meinem Zimmer, hackel an meinem Computer rum, es klopft, ja, ich mache die Tür auf, draußen steht ein wunderschönes Fotomodel und möchte Staubsaugen. Ja, das war die Putzfrau. In der Tour, ja, eins nach dem anderen. Also diese Stelle müssen wir leider im Podcast unterbrechen. Wir haben Probleme gehabt mit der Tonaufnahme. Also was ich jetzt weiß von den Bekannten, wie auch immer, also der Bruder von der Freundin ist mit einer Russin verheiratet. Und es ist so, dass ein gewisser sozialer Druck herrscht, dass die Frauen vor allem relativ schlank sind. Ja. Und wenn sie relativ schlank sind, können sie alles Mögliche anziehen. Und es schaut gut aus, weil das ist so das Klamotten gibt es einfach für sehr schlanke Frauen einfach edlere. Ja, so. Ja. Und dass sie von sehr früh auch schon lernen, sich gut zu schminken, dezent und unauffällig zu schminken. Ja, und dadurch wirken sehr viele Russinnen und gerade die Jüngeren extrem gut ausgesehen. Ja, ja. Also das ist wirklich sehr aufgefallen. Das hat die so erzählt. Und das, also wenn du dort U-Bahn fährst als Mann, hast du genug zum Schauen. Ein Überraschungsschlag. Halt to the rescue. Ah, meine Ablöse. Genau. Willkommen. Ja,
scheint dazu zu führen, dass es doch auffällt, dass so viele Frauen. Na, extrem, sind. Ja. Ich muss auch sagen, in Wien, wenn ich U-Bahn fahre, fühle ich mich nicht als der Platteste weit und breit. Also dort in meiner Generation war ich schon am äußeren Ende. Das weiß ich gar nicht. Ist es bei den Männern auch so, dass also, ich habe dann ein bisschen näher geschaut, als ob die jungen Männer sind auch schlank. Okay. Ja. Und dann halt die älteren Leute dürfen dann, glaube ich, ein bisschen dicker auch sein einmal. Und, aber mir ist auch aufgefallen, so junge Pärchen mit Kind und die Frau schaut tiptop aus und auch noch anzogen, ganz, also Wahnsinn. Und wir haben dann spekuliert, warum das so ist. Und, also ich weiß es von dieser Anna heißt gesellschaftlicher Druck. Und da, ja, dass da sehr großer Druck da ist. Ja. Ich habe auch so Sachen gelesen, wie dass da so Sprichwörter gibt, wenn er dich schlägt, liebt er dich. Also dass da mit der Emanzipation nicht so weit her ist. Andererseits habe ich gelesen, es gibt dort sehr viel, einen hohen Anteil an weiblichen Firmenchefs, also höher als im Westen. Also das ist wahrscheinlich alles ein bisschen komplexer. Die Theorien von Derek waren zweierlei. Die eine ist, dass einfach noch von Sowjetzeiten ein gutes Sportsystem in den Schulen ist, dass also Sport, auch Spitzensport sehr breit ist und die kommen in jedes Dorf rein, die Talentscouts, und das wird gefördert. Und das andere, was er gemeint hat, ist, weil er hat viel mit Lehrern zusammengearbeitet, die so Summercamps für Kinder machen. Und die haben ihm erzählt, jetzt erst gibt es in den Summercamps die ersten Kinder, die was blatt sind und übergewichtig, und das hat es bis jetzt nicht gegeben. Das ist für die komplett neu und das passiert auch nur in Städten, die sehr groß sind, wo es McDonald's gibt und so. Und er meint, das Ganze hängt mit dem Processed Food zusammen, also mit der Lebensmittelindustrie vom Westen und dem Way of Life. Und er hat gemeint, da in Russland immer noch sehr viele Lebensmittel relativ unverarbeitet sind und natürlich, dass die einfach gesünder essen. Das war seine Theorie. Also viel Sport und gesundes Essen und das dürfen. Und ja, kann nur sagen, ja, sehr, sehr beeindruckend. Okay. Eins noch, dann bin ich fertig, weil der Harald kommt zu meinem persönlichen Kontakt mit Russland, also abgesehen von Schauen. Sind wir natürlich auf der Messe auch viel angeredet worden von jetzt so Leuten, die uns Prospekte geben wollten und so. Und nicht war schon jemand zur Messe gegangen sind, haben uns kleine Kinder so angequatscht, die haben gemerkt, dass wir Englisch reden und haben gesagt, Hello, Mister! Und dann sind sie weggerannt. Ne? Und dann sind sie wiedergekommen, How are you? Und haben geschaut, haben aber nicht kapiert, was wir jetzt antworten, dann wieder weggerannt und haben sich von der Lehrerin das nächste Satz geholt. Also die haben einfach, die kleinen Kinder, genuin eine Freude dran gehabt, jetzt Englisch mit einem echten Engländer zu reden können, der jetzt nicht in den, oder Englischsprecher, der nicht eine Native, ein Lehrer ist. Und noch ärger war es auf der Messe, wenn halt so Messepersonal dir Prospekte gegeben hat und der Derek hat dann gesagt, na, mit seinem Russisch, tut mir leid, wir sprechen nicht Russisch, wir sprechen Englisch. Die sind rot geworden, haben sich dann so angefächelt so und hintereinander versteckt und I'm sorry, I don't speak good English. Und man hat sich so gefreut, dass mit einem reden können und sich urgeniert, dass sie nicht Englisch reden können, ja, und also hat der eigentlich absolut das Gegenteil zum Beispiel von der französischen Attitüde, wo du sagst, ne, wenn er bei uns ist, soll er Französisch können oder was du auch hier oft hörst, lernen sie einmal Deutsch, ne, das ist also absolut das Gegenteil, die waren wirklich froh, dass sie Englisch reden konnten, das war für die ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis, zum ersten Mal wirklich ihr Englisch auch anwenden können außerhalb der Schule und haben echt wirklich eine Freude gehabt. Und Flirt-Tipp, der gemein wie er ist, hat er dann natürlich noch ein Schaufel draufgelegt und hat dann jeder Frau noch gesagt, no, you speak perfect English, und die sind fast in Ohnmacht gefallen vor Glück. Also, für mich war das sehr, sehr herzlich. Also, das jetzt verstehe ich, er hat wohl gedacht, dass ich eine Frau sei. Der war doch hier mal im Podcast. Ja. Du hast einen Bart. Sieht das doch total, dass ich ein Mann bin. Ja, und auch so, was mir sehr imponiert hat, da war Messe aus und dann haben die Studenten, die dort Messedienst geschoben haben, eine hat dann so spontan so eine Art Kosakentanz aufgeführt und die anderen haben mit ihren Handys Musik gemacht und dann hat sie sich noch einen Burschen dazu geholt und haben so herumgetanzt und die anderen sind so im Kreis gestanden und haben es eingeklatscht. Und für mich war das herzlich. Ich habe mir gedacht, die haben Gefühl für Musik. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass in Wien auf einer Messe irgendwer spontan einen Schuhplattler hinlegt, einfach aus Gaudi, weil es 18 Uhr ist und sie weggehen können. Das kommt nicht vor. Ja, die würden vielleicht so in so eine Hip-Hop-Musik auflegen und so da rumzucken. Auch dazu. Nicht schlecht. Auch nicht schlecht, aber es war für mich sehr, also hat alles sehr herzlich gewirkt. Und ich kann nur sagen, also die Leute waren die größte Attraktion, die ich kennengelernt habe dort. Ansonsten noch, und damit schließe ich ab, ich musste mir den Roten Platz anschauen, es war windig, es war kalt, ich wollte bald wieder weg, aber ich habe mir gesehen, das Soviet Arcade Game Museum. Und das war schön. Sowjetische Spielautomaten Museum. Ich kann vielleicht später mehr darüber erzählen. Cool.
Wir kriegen einen coolen Ausflug. Und wir begrüßen unseren neuen Gast, Harald. Ja. Halt, welcome back. Wie geht es OS Domotics? Was gibt's Neues? Wie war IoT Vienna? Ja, stimmt, und Makerfair. Makerfair Vienna, ja. Du warst ja auch Johnny, gell? Genau, ja. Wir haben uns nicht gesehen, und du warst davor. Stand. Du durftest nicht rein. Nein, ich hätte schon reingedrückt, aber nachdem ich mitgekriegt habe, dass komplett überfüllt ist und die Schlange ewig lang war, habe ich mir dann zwischendurch überlegt, ich gehe dann doch wieder. Auf die erste Sehen-Podcast. Ja. Ich bin in der Schlange dann nämlich Online-Tickets gekauft, weil da die Leute, die schon Tickets hatten, online gekauft. Das heißt, mit PayPal oder Kreditkarte kannst du auf der Webseite, habe ich am Handy gekauft und denen haben wir die Zeit erspart. Ich wollte es nämlich auch am Handy kaufen und mein Handy wollte nicht, dass ich mein Ticket online kaufe. Es war nicht sehr benutzerfreundlich, weil nämlich das Keyboard ist ausgeklappt und da war nur mehr so 1 cm zum Scrollen circa. Und dann ist das Formular dann auch. Genau, und dann war ich dann völlig fertig mit Ausfüllen und bin, weil ich dann endlich groß durch und dann habe ich auf Kaufen geklickt und dann ist nichts passiert. Nein, man musste nämlich auf- und abscrollen und den Button finden. Also war wirklich den habe ich dann. Ja, aber es war trotzdem deutlich schneller, weil der Anfang war wirklich, wirklich groß. Klingt nach so einer Eignungstest, Sie wollen keine Offliner drin. Nein, das war ganz nett. Mich haben meine zwei so Jungs, die da dazugehört haben, noch angesprochen an der Schlange. Ich könnte mir das online kaufen, aber es wollte dann nicht. Aber das spricht für die Veranstaltung, weil eben es war so großartig, dass so viele Menschen auch dort waren. Und ja, also was mein. Wir waren natürlich auch dort von OS Domotics, wir heißen jetzt IoT Austria. Weil die Leute sagen immer, wie heißt sie, OS was, ne? Man muss dazu sagen, OS Domotik hat sich der Harald ausgedacht. Ja, das war vor einiger Zeit, da gab es Internet der Dinge noch gar nicht. Ja. Lange ist es raus. Ich glaube 6 Jahre, da war es einer der Gründungsmitglieder. Damals gab es Internet der Dinge noch nicht, da gab es nur Haustechnik und OS war für Open Source und Domotik kann man in Wikipedia nachlesen, das ist ein französisches Wort für Lösungen für das Haus. Domus, Domus, Lateinisch und Französisch. Und dann gibt es eben diesen Ausdruck. Und dadurch kam ich damals vor ewigen Zeiten, computertechnisch vor Jahrtausenden, zu dem Namen OS Domotics. Mittlerweile heißt man IoT Austria, also man merkt man sich das leichter. Und wir schwimmen auf der IoT-Welle. Wir schwimmen auf der IoT-Welle sowieso. Und waren auf der Messe mit einem eigenen Stand. Jetzt haben wir schon so etwas Ähnliches wie einen Standard. Technischen Stand. Eigentlich von den vielen Chemnitz-Auftritten. Genau. Wir haben jetzt immer mit eine Gartenbewässerungsanlage, Open Source, Open Hardware, dann eine Radieschenfarm, natürlich auch Open Source, Open Hardware, alles natürlich online, vernetzbar. Und dann auch ein kleines Puppenhaus mit verschiedenster Technik drin. Wir winken alle für Bier. Und wie immer hast du die ganze Familie angesprochen. Das Interessante ist immer, die Männer sitzen zum Wasser und zu der Gartenbewässerung hin. Okay, da stirbt sonst die alles. Die meisten Frauen witzigerweise zu der Radieschenfarm. Wenige Männer auch. Und natürlich die Kinder zum Puppenhaus. Ja. Ah ja. Der Blink. Man muss doch sagen, das Puppenhaus hat auch Fühler drin. Genau, es hat Fühler drin und hat noch Platz für die eigenen Puppen. Und die Kinder waren alle so lieb und ich habe zu manchen Kindern gesagt, dann hast du eine Puppe mit, dass du hier spielen kannst. Und die Kinder vollen Ernstes, nein, leider nicht, die sind zu Hause. Der Andrang war unglaublich. Ja, wo hat das denn stattgefunden? Genau, wollte ich gerade sagen, auf die Location wollte ich kurz eingehen. Ich war da vorher noch nie drin, das war in der das alte Semper Depot. Ah ja, da war ich schon das mal. Jetzt gehört es zwar zu Bindenden, glaube ich, dazu. Das ist beim alten Audimax, oder? Angewandten. Ja, genau, zu Angewandten. Also das Ausstellungshaus der Angewandten. Ja, genau, war, das ist die, das dort. Genau, es ist dort beim hinterm TU Audimax, wo die Lehergasse, wo der unserer Studienzeit die Baustelle war, gleich angrenzendes Gebäude. Und das hat so einen dreieckigen... Ich war da mal auf der Designermöbelausstellung. Es ist wirklich ein sehr beeindruckendes Gebäude. So einen dreieckigen Grundriss, sehr schmal. Und wenn man reinkommt in der Höhe, ist es alles ein Raum bis nach oben, der offen ist. Und du hast dann auf der Seite so Galerien. Und da waren halt überall Stände, also unten merkst du auf jeden Fall, am Boden schon überall Stände, dann auch rund auf diesen Galerien. Halt leider bei vielen Menschen, teilweise auch ein bisschen eng, vor allem wenn dann halt so ein Stau war bei interessanten Ständen. Und dann auf jedem Stock, also am ersten Stock ging es dann noch hinten in den größeren Raum, wo dann auch sehr viele. Auch im zweiten Stock. Und im zweiten Stock auch. Und es war ganz oben, war ich auch, also weil dann die Tops und so. Die, ja. Genau, also es war. Also im Allen war es war riesengroß. Es war sehr groß, aber ich glaube, das ist voll ausbaufähig und. Ich weiß nicht, es war die erste in Wien und ich glaube schon, dass die Veranstaltung nächstes Jahr wird größer. Ich meine, ich verstehe schon, das erste Mal ist.
glaube ich, extrem viele Besucher. Ja, also es war total, eben wie du sagst, man hat sehr viele Leute, die waren voll begeistert und fasziniert. Ich selber war das erste Mal auf einem Maker Faire. Mhm. Ich war deswegen dort, weil du es mal im Podcast von Rom erzählt hast. Ja. Hier im Podcast, glaube ich. Und die haben es damals. Unser Podcast wird gehört. Die haben es damals im Kalender eingetragen und dann habe ich es im Kalender wieder gesehen und habe gesagt, unbedingt hinschauen, weil es ganz interessant, ja. Und war vielleicht nicht so groß wahrscheinlich, aber es war wirklich echt sehr, sehr viel. Also einfach viel zum Sehen. Sehr viel zu sehen und ich habe eigentlich erwartet, weil ich war mit meiner Frau dort und ich dachte, es wird sie eher langweilen und nicht technisch, aber es ist auch sehr viel Kreativszene dort. Also es waren Leute, die so Kunstszene, die mit Upcycling, Kunstgegenstände und Schmuck herstellen oder aus Holz total arge Dinge machen. Dann, ich hab gewusst, 3D-Druck gibt es schon länger, aber ich habe gewusst, welche große Bandbreite an verschiedenen 3D-Druckern es gibt, kommerzielle und selbstgebaute. Also es waren total viel beeindruckende Sachen aus 3D-Druckern da zu sehen. Also es war einfach total viel zum Schauen und ich war dann viel zu kurz dort, um das alles wirklich da. Und deiner Frau hat es auch gefallen? Ja, wirklich, also waren sehr begeistert. Ich war mit meinen Kindern dort, also die zwei älteren Kinder habe ich mitgehabt. Mhm. Also 8 und 12 Jahre alt. Es war auch gut abgeschlossen, das Gelände, das heißt, man konnte die Kinder losschicken. Wir sind natürlich zuerst zu unserem Stand gegangen, zu IoT Austria, und gesagt, der Treffpunkt ist hier. Mhm. Dann haben sie sich ein bisschen gefürchtet, dann bin ich mit ihnen durch einige Hallen durch und dann sind die Augen immer größer. Dort eine laufende Zahnbürste, dort eine coole Kugelbahn, dort so Organ-Überwachungskameras, ein Automatik-Palatschinken-Kochautomat, ja, genau, im Metaleptom. Dann so fluoreszierende, ganz witzige Dinge von Florian, von Flo, also Hacker Special, Oberflo. Der hat so Uranglas mit UV-LEDs in seinem in sein Amulett verbaut. Mhm. Und das fluoresziert so geheimnisvoll, als wäre da wirklich Magie drin. Ja? Schaut das aus. Das hat mich sehr fasziniert auch. Es gibt ganz tolle Roboter dort, selbstgebaute Roboter und Tod und Teufel und Raspberries in jeder Form. Schön. Und Arduinos. Und das Interessante war aber, dass man nicht nur Arduinos und Raspberries sieht, sondern verbaut in jeglicher Art. Ja. Damit meine ich wirklich jegliche Art. Ja. Also viele Anwendungsfälle. Von Kaugummi mit Draht zusammengeklebt bis zu fein verlötet und verarbeiteten Gehäusen gab es alles. Mhm. Aber alles hat funktioniert. Super. Das hat mich fasziniert, die vielen Arten. Die künstlerische Herangehensweise. Ganz cool war ja die Band. Genau, die wollte ich gerade erwähnen. Vor der Tür war eine Band mit Robotern, die Musik gemacht haben. Nur haben die nicht wie Roboter ausgeschaut, sondern eher wie Aliens. Die One Love Machine Band. Ja, die war echt cool. Die hat nur meine Ohren ein wenig strapaziert, als ich in der Ticketschlange stand. Konnten die singen? Das war, nein, nee, aber die konnten Blockflöte spielen. Also es war irgendein ein Klang dabei, der wie Blockflöte klang. Gab es auch ein konkreter Automat? Nein, da war nicht dabei. Nee. Also das war von Location, es war in diesem Innenhof der Tür, der daneben an ist, waren eben draußen die ganzen Food-Sachen, waren also Food-Trucks und eben diese, eine wirkliche Bühne aufgebaut, also wie man es also kennt, normal ist ein Bühnenaufbau, wenn man es auf Volksfest und so hat, nur wird oben auf der Bühne diese Roboter. Also, der Künstler, der macht, dieser Berliner, der hat gesagt, das sind keine Roboter eigentlich, sondern Skulpturen. Also da kommt eher aus der Szene, dass der das aus... Bildhauer war. Genau, Bildhauer. Und der hat begonnen, irgendwann hat er schweißen gelernt und hat dann begonnen, so Skulpturen zu schweißen. Also starre Skulpturen aus Schrott und so, und wirklich cool ausschauen. Und dann hat ihm irgendwer gezeigt, wie halt so Pneumatik funktioniert und hat dann begonnen, einzelne Teile, so wie das Gesicht zu bewegen oder den Kopf. Und das sind eigentlich Skulpturen, die sich halt bewegen, aber was ich so cool fand, die haben sich nicht so wirklich bewegt, wie es von Robotern irgendwie so gewohnt wäre, so starr und präzise, sondern so total so schwingend, die waren so Fehler gelagert und so, aber total, aber sehr viele Freiheitsgrade. Also bei jedem dieses Ding waren sicher mehrere Achsen oder Aktoren, das heißt, das Ding hat total, es hat nicht immer so drei Bewegungen. Also mehr so Zeitung kann sich dann ausgeschaut. Also wirklich voll, also nicht cool. Natürlich ist das falsche Wort, weil es war nicht wirklich wie ein Mensch, aber so total sehr lässig und kreativ gewesen. Genau, es hat überhaupt nicht einstudiert gewesen, obwohl sich irgendwo ein Programm dahinter läuft. Also aber und die Musik ist so, dass der Bassist hatte eine Gitarre, den Talkshow, der wirklich halt mit jedem Finger ein so Gitarrenplättchen hatte. Also die Musik wurde wirklich von diesen Robotern gespielt. Und der Schlagzeuger hat auch verschiedene Sachen gehabt. Und dahinter waren eben diese Vögel, die aus der Fernsehantenne saßen, die hatten... Er hat es nämlich erklärt, bevor er das begonnen hat, weil sie haben zweimal, also am Tag, glaube ich, gespielt. Da hat er, zu jedem Vogel geht so eine Luftdruckleitung und die Hälfte geht zum Vogel, damit sich der Vogel halt seinen Schnabel aufmacht und die andere Hälfte geht zu einer Flöte, die halt einen Ton spielt. Also es sind diese
die Flötenfögel waren im Hintergrund und die haben so halt so Blockflötentöne von sich gegeben. Also sehr, ich muss ehrlich sagen, ich fand die zwei Figuren fand ich super. Die fand ich, das war, wie du gerade gesagt hast, die haben sie so dynamisch bewegt. Also die waren total toll. Die habe ich echt schön gefunden. Wenn die Vögel nicht da gewesen wären, dann hätte ich es wahrscheinlich richtig gut gefunden. Und so war es eher so. Also für mich haben die mehr kaputt gemacht als diese anderen Figuren waren einfach so toll. Ja. Die Vögel haben nicht reinpasst. Schaut irgendwie. Aber die Idee fand ich super. Wenn ich mir dann das YouTube-Video angeschaut, also ein YouTube-Video, wo er erklärt, also im Nachhinein zu Hause dann, weil ich wissen wollte, was er macht, wie er das macht, und er hat dann so erklärt, dass er einen MIDI-Controller, also mehrere MIDI-Controller hat, und dahinter halt über ein MIDI-Keyboard die Musik quasi spielen kann oder vorher halt einspielen kann und die Bewegungen halt getrennt steuert über diverse Controller, weiß nicht, ob es das Arduino so sind. Und man hat ja hinten auf der Bühne einen großen Kompressor gesehen, der dann übertönt wurde von ganzen Musik und Sachen, weil wenn man nahe stand, hat man schon gehört, das ganze Klappen und Pfeifen vom Luftdruck und den Ventilen, aber es war schon, also er hat gesagt, Musik ist nicht ihre Stärke, die Band übt noch. Also man soll nicht zu kritisch sein, ja. Aber es war wirklich cool, die Detailgrad, also wenn du daneben gestanden bist und diese Dinge. Also dafür, dass sie die Instrumente ja wirklich gespielt haben, fand ich das schon ganz großartig. Das hat so gewollt und trotzdem spielen können und ist nicht umgefallen und auseinander gefallen. Obwohl der Schlagzeug irgendwann kurz kaputt gegangen ist. Also die Bühne hat irgendwas verschwunden. Der Stab verloren, wenn man angewiesen ist, aber war weg. Am Sonntag um 17 Uhr war, also immer zu ungeraden Stunden, meine Vorführung. Achso, weil. Und am Sonntag um 17 Uhr ist dem Trommler das Knack gebrochen. Kopf nach unten gesenkt. Dann kam der Künstler auf die Bühne und meinte, ja, wir haben jetzt einen Genickbruch, da müssen wir jetzt was tun, hat der Schammerl aufgeklappt, den Schweißapparat angeworfen. Wow, es kalt und dann Schweiß, fertig war's und die Band hat weitergespielt. Das wünsche ich mir jetzt fürs nächste Skifahren. Er meint, das ist normal, und wenn Schrauben durchs Publikum fliegen, bitte wieder zurückbringen. Bei einer anderen Vorstellung war es auch so, da hat der große Bassist hat dann seine Kniescheibe verloren, ist polterpolter runtergeflogen. Den hat dann wieder jemand gebracht und hat es wieder angeschraubt. Genial. Er sagt auch, das stehen jetzt drei Mercedes. Ja. Man wusste nicht, wie er es meint, entweder hat es ihm so viel gekostet oder die Schrottteile sind aus Mercedes gewesen, keine Ahnung. Das konnte man sich denken, aber ich meine, das ist alles Schrott gebaut. Er hat auch aus Autoschrott und genau, Maschinenschrott. Genau, auch identifiziert, was das jetzt war und so, und das sehr viel. War beeindruckend. Weil er hat gemeint, dass wirklich alles, bis auf die Pneumatikelemente, ist alles wirklich aus Schrott. Und ihm fehlt noch in der Mercedes-Motor, damit er, weil er hat noch nicht alle Töne für die Vögel, für die Flöten. Aber die sind eben so spezial, die schauen nicht so cool aus wie so Vögelschnäbel, aber die gibt es jetzt. Aber die sind aus irgendeinem Motor ausgebaut und da muss er noch einen finden irgendwo auf dem Schrottplatz. Das ist sehr cool. Was mir sehr gut gefallen hat, dass wenig kommerzielle Firmen dort waren. Ja, das sehe ich auch. Also das habe ich sehr gut gefunden. Es waren ein paar Firmen dort, ich meine, die mehr kennen, sind wir für Elektronik, der elektronische Bauelemente verkauft, einer der letzten in Wien, wo man gescheite Sachen kriegt. Und dann war eine Übermacht da zu ihm, gesehen. Wer war noch dort? Watteroth Electronics aus Deutschland. Accenture war dort, was mich sehr gewundert hat. Ja. Genau. Was die dort gesucht haben, war mir nicht ganz klar. Nicht. Und dann war noch irgendeiner Birkli heißen die. Ah, BLC. Die sind aus dem Raum München, auch Bauelemente versandt. Das Interessante aber war bei denen, die haben einen riesigen Workshop gemacht mit Studentinnen, die Kindern Arduinos beigebracht haben. Das habe ich echt gut gefunden. Super, ja. Und die waren da ganz im Hintergrund nur zwei Mandeln von dieser Firma. Und vorne waren sicher sechs riesige Tische, wo mit so fünf Studentinnen den Kindern Arduino-Schulungen den ganzen Tag vollführt haben. Das habe ich echt gut gefunden. Das haben die halt gesponsert. Und ansonsten waren wirklich nur Community-Sachen dort, was ich so gesehen habe. In jeder Facette. Wirklich dicht gepackt, also man ist aus dem Schauen nicht. Ja, fast schon so dicht, aber es war wirklich toll. Man ist einen Meter weitergegangen, hat sich umgeschaut, oder da was geblinkt und cool geleuchtet, und man sich da irgendwas bewegt. Und also, ihr habt leider gesehen, da waren da so viele Menschen und so, und da war dieses große Ding aus Lego, wo das mit Laserspiel, ja, das hat meine Kinder fasziniert. Da hatte man auf der Seite, also aus Technik Lego gebaut. Ich meine, die Laser werden wahrscheinlich nicht von Lego gewesen sein, aber alles andere. Man musste mit zwei Laserstrahlen, man muss sich so vorstellen, man hatte ein riesiges Spielfeld, wie bei Wurzelautomaten, so groß. Ja, dann gab es sowas wie ein Tor in der Mitte, ja. Dort musste man die Laserstrahlen hin
bringen. Die Laserstrahlen waren immer am Rand. Die Spiegel waren fix mit einer Achse irgendwo fixiert an einem Standort und man konnte von außen mit Drehrädchen die Spiegel bewegen. Also wie das Spiel Mirror Magic. Und das war jetzt irgendwie ein Geschicklichkeitsspiel. Wie muss ich alle Spiegel stellen, dass die zwei Laserstrahlen ins Tor kommen? Ja. Meine Kinder haben da herumgedreht, nur waren sie durch die umgebenden Sachen und so abgelenkt und haben es dann noch 10 Minuten aufgegeben. Aber nicht, weil sie es nicht machen wollten, sondern haben schon wieder das nächste gesehen. Und das war ein bisschen das Problem. Die 2 Tage wären zu kurz, um sich mit jedem Stand zu beschäftigen. Das ist ja bloß schade, weil man kommt dann am Abend irgendwie raus und denkt sich, ach, warum kein dritten Tag, da könnte ich mir noch die 10 Stände anschauen. Ne? Das war so mein Ergebnis. Aber auch für deine Kinder meine Erwartungen, war genug meine persönlichen Erwartungen wurden weit, weit übererfüllt. Ja. Ich war auch noch nie von der Makersphäre, aber mir hat eben diese Vielfalt begeistert. Meine Kinder waren natürlich total begeistert. Die wollten wieder hin, da war halt nichts mehr in aber auch total fertig. Also die sind rausgekommen und zack, weg. Also ich glaube auch gerade für Kinder, es gab sehr viel, also sehr viel zu sehen und sehr viel Angebot, das die Leute sich da beschäftigt haben und so Zahnbürstenroboter gebaut haben. Und das hat mir persönlich sehr getaugt, weil das, da wächst halt total Interesse für so Dinge. Ja. Also ich als Kind wäre dort begeistert gewesen. Und ich war gesagt, begeistert. Das war nicht viel kommerzielle, was waren da die Stände? Das waren Communities? Oder? Es waren fast nur Projektstände von Communities. Cool. Dann eben ein relativ großer Maker-Stand von Heise war dort, die aber wieder Maker-Projekte gezeigt haben. Ne? Also das war auch interessant, da hast du wirkliche Maker-Projekte gesehen, die in ihrer Zeitschrift veröffentlicht wurden, die aber wieder von Privatpersonen waren. Da hat mich ein Projekt ganz fasziniert. Das war ein kleiner Arm und der hat die Uhrzeit hingeschrieben. Zack, weg war der Arm. Ja? Ah, genau, und dann hat er unten war eine Platte beheizt und das war eine Wachsplatte. Okay. Dann ist das Wachs geschmolzen, weg war die Schrift. Dann hat es aufgehört zum Heizen, das ist wieder hart geworden, der hat wieder die Zeit hingeschrieben. Schön. Das war eine Uhr. Leibwand. Und das war auch so schön gemacht, das Lego, oder war das, glaube ich, nur so, ja? Und so hübsch und kompakt gemacht. Und zuerst denke ich mir, was ist denn das? Und man hat das Wachs aber gekrochen. Ne? Und das Gruß, das ist Wachs. Ne? Schöne Idee. Das war halt ein Detail. Und da gab es aber ganz, ganz viele Spielereien. Und mich hat so fasziniert, diese Verbindung. Mechanik, Elektronik und irgendein Gag. Dort war das Wachs der Gag. Ja, das klingt total lebendig und Ding. Das ist, eine ganz tolle Kugelbahn, die eigentlich in einem Getränkekühlautomaten versteckt war. Ja. Da sind die Getränke gestanden und um diese Getränke herum, in dieser Kühlbox, kannst du sagen, sind die Metallkugeln gelaufen. So Murmeln. In so Murmeln, so große Eisenstahlkugeln murmeln auf geläuteten Dingen da, mit Loopings und allem drum und dran und Aufzug und die Kinder sind nur gestanden haben, den Wurm sich dauernd bewegt und dauernd sich komisch. Aber eigentlich war es ein Kühlautomat für Getränke. Und das war so faszinierend. Und sonst, also diese Gags haben es dann ausgemacht. Und das Problem ist, du gehst raus und denkst dir, echt cool, und wie bei Witzen, die fallen dann nur mehr 3 ein. Ja, von den 500 ist es 10. Stefan, du warst auch dort? Kannst du erzählen? Ja, ich habe den gegenteiligen Effekt gehabt von euch. Ich war underwhelmed sozusagen. Das Beste dort ist das Haus. Also ich hätte gemeint, das müsste so eine Steampunk-Fabrik sein. Für einen vom Charakter her, für so ein Steampunk. Wie heißt der? Schokoladefabrik da? Genau. Die hätte ich mal in diesen Reihen vorgestellt. Die hätte dort reingepasst. Also das ist was für Schokoladefabrik? Von Tim Burton. Charlie's Schokolade. Ah, okay. Willy Wonka. Weil das Gebäude ist wirklich total so offene Stahl, Schneeben und Holz. Ja, also richtig Steampunk-Style. Also das Gebäude war den Eintritt wert. Das ist einmal aber prima und was, okay. Was war jetzt mit den Maker-Ständen? Es war, ich fand es furchtbar laut dort. Also ich war am Sonntag gegen 2 bin ich, glaube ich, hingekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich stand irgendwo so zwischen auch. Du warst um 4, oder? Oder? Nein, im 4 war ich dann. Ah, dann muss ich schon gegen Mittag dort gewesen sein, weil ich war ein paar Stunden vor dir. Ich habe gefühlt, hat es 35 Grad gehabt da drinnen. Mhm. Es war total voll und total laut. Also super überlaufen, wenn man so will. Mhm. Die Maker-Stände, ich habe eigentlich nichts gesehen, was ich nicht prinzipiell kannte. Also mich interessiert diese ganze Thematik und ich bin ein bisschen gespoilt halt vom Kongress, wo ich viel gesehen habe auch. Okay, ja. Und ich habe viele Projekte einfach wiedererkannt, weil ich genau gewusst habe, wer dahinter steht und so weiter. Also der Zahnbürstenroboter, die Geschichte ist über 2 Jahre alt und so weiter, also die kenne ich fast alle. Also ich war noch nie, ich muss sagen, ich war noch nie auf einem Kongress und noch nie auf einer ähnlichen Veranstaltung. Also für mich war es das erste
Ich hab wenig neue Sachen gesehen, aber ein paar waren es doch. Was mich interessiert hätte, das war mir aber dann auch zu laut, ziemlich in der vorderen Halle unten. Das war für mich neu. Raspberry Pi dient zur Steuerung einer CNC-Fräse. Mhm. Also das ist so eine Art Dremel für Fortgeschrittene. Ich habe das Gefühl gehabt, es waren schon relativ viele Firmen dabei, weil es war relativ viel Hardware, die ich eigentlich einer kleinen Firma immer dann jeweils zuordnen konnte. Also das war dann zum Beispiel eben diverse Roboterprojekte, wo es klar war, du kannst da die drei Sets kaufen oder das Set kaufen und so. Also ich habe eher das Gefühl gehabt, das ist relativ viel Kommerzielles gewesen. Ich hätte gemeint, so 30% der Stände waren so, dass du es kaufen musst können. Alle Schmuckstände waren Verkaufsstände zum Beispiel. Ja, das habe ich fast nicht. Die haben mich auch nicht sehr interessiert, aber das ist okay, muss ja nicht so sein. Ja. Für Kinder, glaube ich, war es schon ganz gut. Ich habe es ungeschickt gefunden, einerseits, dass man unten einen Workshop drinnen gemacht hat, in der großen Halle hinten. Ja. Dort war es so laut, da hat gerade einer einen Vortrag gemacht, so Grundlagen von GPIO und so weiter. Die haben nichts verstehen können, weil die haben das einfach nicht hören können. Die haben fragend geschaut und der hat geredet. Also da war keine Kommunikation möglich. Und oben war auch, im zweiten Stock war ja auch ein Workshop-Raum. Da waren, glaube ich, 6 Workshops parallel. Das war auch ziemlich kakophon. Die waren zwar ein bisschen weiter auseinander, aber trotzdem war es zu laut. Weil es waren noch dazu im Raum gleichzeitig 2 weitere Vorträge jeweils über unterschiedliche Soundanlagen übertragen. Also es war unheimlich viel Audio. Die Band, von der ihr geredet habt, die habe ich nur gesehen, die habe ich nicht spielen gehört. Also das war sozusagen auch an der Band, da stehen halt ein paar so Skulpturen, die spielen aber für mich nicht, ob die wohl spielen können, nicht? Obwohl, da muss ich ja, wenn die zu jeder ungeraden Stunde gespielt haben, dann muss ich so kurz vor 3 da. Vielleicht warst du von 3 oder genau, so, ja. Und ja, also das hat mich nicht sehr begeistert. Das Gebäude ist aber echt cool, da könnte ich mir vorstellen, dass man einiges machen kann. Und das ist ja eigentlich am hinteren Ende von der TU und sie haben ja auch den Hof von der TU dazu verwendet. Das war diesen Lehergasse-Gebäude. Genau, also nicht und die TU hat ja dort auch genug Räume. Yeah. Weil die verwenden sie auch, also die Elektromobilitätsgeschichten sind immer wieder dort hinten, also das ist der Schiffbauteil ist so dort gewesen, das Maschinenbauteil. Yeah, okay. Also sollen sie die Räume dazu nehmen, weil Platz haben die eh genug. Dann kann man das mehr aufteilen, dann kann man das Ganze mehr genießen. Und dann sind die Kinder nicht abgelenkt von dem Nachbarstand gleich wieder, wenn der ein paar Meter weg ist, und dann kann man sich das mehr in Ruhe geben. Das war und dir war es zu räumlich, zu klein. Es war schon eng, zu dicht, zu gewuselt, zu laut. Auch zu viele Menschen pro Quadratmeter. Ich da haben wir schon gedacht, die haben definitiv nicht mit so einem großen Eintrag gerechnet. Ja. Was vielleicht mangels Erfahrungswerte beim ersten Mal auch nachvollziehbar ist vielleicht. Und das haben wir auch gedacht, nächstes Jahr sicher größere Raum hoffentlich. Und ich werde sicher nochmal hinschauen, weil mir jetzt total. Ich hoffe, dass das Sender-Depot in Zukunft für andere Sachen ja, anfängt. Das habe ich in letzter Zeit nie irgendwo gesehen. Ich kenne das Gebäude von außen, eben, aber ich habe da noch nie gewusst, was es. Ja. Ich dachte, wir waren schon mal Besuch auf einer Ausstellung dort. Ja. Das war irgendwie eine Möbelausstellung. Aber das ist auch schon. Ja, es ist mindestens 1,5 Jahre her. Wir haben dort auch schon einmal was gemacht, ja, so einen Workshop. Und da haben wir halt mit jemandem, mit einer Künstlerin von dort den Workshop gemacht. Aber ich glaube, sonst kommt man da gar nicht rein. So, ja. Ich bin aber eurem Stand vorbeigegangen. Ich gebe euch sozusagen mal Feedback des Vorbeilaufenden. Man ist fast nicht rangekommen vor Leuten wieder. Ja, also so gesehen ist es gut und irgendwie auch nett, weil halt dadurch kommt man dann fast nicht mehr ran an das. Ja, wir haben noch ein Glück gehabt, dass wir eben auf dieser Galerie waren, wo ein bisschen mehr Platz war. Die Luft war relativ gut dort. Der Sound war auch gut, man hat verstanden. Jetzt habe ich Platz. Und sonst kann ich mich dir nur anschließen. Aber ich hätte auch ein bisschen mehr Platz, glaube ich, haben können. Und ich kenne sowas von anderen Messen, nicht in dieser Dimension, aber dass es laut ist. Aber mir war es zu viel in den großen Hallen. Ja. Also man konnte nicht folgen. Auch nicht einmal dem Standbetreuer, der da irgendwas erklärt hat. Es war Ärger wie in einem Bienenstock, aber mir hat das nicht so gestört, weil da enthusiastisch einfach von Stand zu Stand cool und neu und ich wollte es ja gar nicht so genau wissen, ja. Sondern mir einen Eindruck verschaffen und habe gewusst, das ist eh sinnlos bei dieser Temperatur und dann waren dort irgendwelche Stempel. Lasercutter, wo es gestunken hat nach Kunststoff und das glaubt, du kippst gleich um und so sagen. Also wenn man das weglässt, war es echt cool. Ja. Wie diesen Geruch, wenn es diesen Holzlaser aus dem verbrannten Holz riecht, ist also auch an vielen Ständen. Das ist
Das stimmt, das habe ich auch neu gesehen, meine, das war mir bisher so nicht klar, dass man jetzt für Lasercutter auch im Prinzip Pressschwammplatten verwendet, aber nicht das, wie wir es so kennen, diese Pressschwammplatten, wo man so richtig sieht, die Späne, sondern das verhält sich, wenn man es angreift, fast wie eine Metallplatte. Also die schwingt auch und so. Und das schaut dann relativ auch steampunkig aus, weil der Laser macht ja, der schneidet ja im Endeffekt dann dort durch die Hitze durch. Das heißt, er verbrennt am Rand das Holz ein bisschen, dadurch wird es dann dort schwarz. Das schaut ganz gut auch optisch aus und es gibt relativ schöne Schnitte. Das war doch neu, das habe ich nicht so gesehen gehabt. Für mich war es alles neu. Ja. Was ich mir tatsächlich gewünscht hätte bei der Veranstaltung, war, dass Samstagabend offen ist. Also da war, ich bin sowieso, ich wohne ja nicht allzu weit davon weg und ich bin dann so spazieren gegangen und bin dann noch vor der Halle gestanden und da waren offensichtlich Aussteller noch und es war offen Samstagabend und ich stand dann auch davor und dachte, wow, was für ein geiles Gebäude, irgendwie, da hat man so reinschauen können. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch irgendwie eigentlich super schön, wenn man da abends rein könnte. Vielleicht würde sie das Ganze dann auch so ein bisschen entzerren und es wäre nicht so noch Run drauf. Gab es Zeiten, wo keine Leute waren? Da gehe ich das nächste Mal. Schaut. Sonst gehe ich das nächste Mal. Ja, wir aufbauen. Da war schon voll. Am Samstag, da war schon ziemlich was los, weil eben viele Aussteller waren, die aufgebaut haben und schon geschaut haben. Wir waren dann um 9:45 fertig, da sind schon die ersten Leute gekommen. Es war dann sofort voll und es hat nie aufgehört. Bei mir ist es halt dann so, wenn ich sehe, da ist eine gewisse Menge Leute und ich bin 1,66 Meter groß, dann kann ich halt, dann habe ich halt einfach irgendwann keine Chance mehr. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt ich spare mir das beim nächsten Mal dann irgendwie. Der Sonntag war ärger früher wie der Samstag, wobei die Steigerung einfach nur darin bestand, dass man am Sonntag teilweise Steckenblem ist. Ja. Ja, so warten musste, dass da was weitergeht. Diese engen Galerien, bei ihnen war es ein bisschen mehr, da war es ein bisschen breit, aber es gab ja so Engpässe. Und eng und viele Leute sind sich auch dann, wenn es dann halt vor dir interessiert stehen geblieben sind, dann hat es einfach gestaut. Das war schon genau. Und oben muss man ein bisschen schwindelfrei sein. Ja, aber ich meine, ich bin mir ist völlig egal alles. Aber es gab Menschen, die mir berichtet haben, sie gehen da ungern jetzt drauf. Dann ist mir auch aufgefallen, ja okay, ja, tief runter. Aber es ist ja ein ordentliches Gelände. Es ist ein ordentliches Gelände, es ist halt eine Bauart, weiß nicht, wann das gebaut worden ist, 1800 irgendwas wahrscheinlich. Ja. Da hat man halt so gebaut, da hat man noch durchgesehen irgendwo. Ja, ja. Heute wird alles versteckt, hinter Mauern und Absperrungen und Sichtschutz, was mich sehr stört. Und das sieht man bei dieser alten Architektur, dass die richtig lebt, ja. Ja, das finde ich auch vom Reinschauen, ich fand die ganz das toll. Das war faszinierend. Und das hat meiner Meinung nach ganz gut zu diesem Make-up-Projekt gepasst. Das Location ist wirklich genau das, war genial. Das war voll das coole Stichwort. Und ich glaube auch, wie du gesagt hast, sie waren einfach überwältigt, überrascht von dem Antrag der Aussteller und den Besuchern. Das ist aus allen Nähten geplatzt. Ja. Ich darf kurz fragen, was hat das gekostet, so einen Stand zu haben? Ich weiß es nicht genau. Dadurch, dass wir ein gemeinnütziger Forschungsverein sind, haben wir den Stand umsonst bekommen und waren auch Medienpartner und haben für sie Werbung gemacht. Ich glaube, man hat 2,5 gezahlt. 2.200 Wobei ich hier glaube, das war auch Ausmachsache. Es gab eben Verkaufsstände, die haben gelöhnt und dann gab es eben Community-Stände, die wurden gesponsert. Und wir wurden gesponsert, wenn wir auch Werbung gemacht haben für sie. Für Megasphere jetzt, oder? Megasphere, ja. Was mir als Aussteller ein bisschen schlecht kann ich nicht sagen, aber das werde ich noch lernen. Was ein bisschen problematisch war für uns als Aussteller, war, dass es nur 2 Ausstellerausweise gab. Und man weiß genau, wenn man einen Stand auf Messen betreibt, du kannst einen 2-Tage-Stand nicht mit 2 Leuten betreiben. Das geht nicht. Ja. Du brauchst 6 Leute. Darunter kannst du es vergessen, weil du musst aufs Klo, du musst essen. Es kann nicht jeder einen ganzen Tag dort sein, sondern es ist eher halbtagsmäßig geteilt. Und da bekamen wir noch 10 Freikarten. Die hätten wir theoretisch an irgendjemanden geben sollen. Die haben alle selber verbraucht. Ja. Für Standpersonal. Ja, weil wir waren zu 6. Oder zu 7 sogar bei den 2 Tagen. Eine Karte gilt nur einen Tag. Und am Schluss waren alle Karten weg. Und wir hatten keine Karten eigentlich für den Zweck, was vorgesehen war. Das ist in Chemnitz besser. Waren nicht furchtbar. Also 11, ja, die waren okay. 11 Euro für eine Person und eine Familie 21. Also für die Menge, was sich da tut, da
Da kann man sicher als Familie mit Kindern den ganzen Tag drinnen locker verbringen. Ja, und dann haben wir als Aussteller noch einen Rabattcode gehabt für unsere User, die wir einladen. Mhm. Oh, den hast du kennen sollen. Den hast du eingetippt und dann hat es die Hälfte gekostet. Das nächste Mal. Das war auch recht interessant. So konnte man theoretisch Werbung machen, was aber eh so überfüllt war. Ja. Was ich in Chemnitz besser finde, ist, dort kann man eben Standbetreuer eingeben. Bis zu 6 Standbetreuer werden dort gesponsert. Mhm. Und für jeden weiteren muss man 40 Euro zahlen dort. Was gerechtfertigt ist, weil dort gibt es auch ein Abendprogramm mit Buffet und Essen und Programm. Das gab es dort nicht. Aber hätte es 20 Euro kosten sollen, völlig egal. Ja, das hätte uns das Leben erleichtert. Und so mussten wir telefonieren, wann wer wo die Freikarten hergibt, dass die Leute rein können und so. Mhm. Das war ein bisschen kompliziert als Aussteller. Das war das Einzige, was man verbessern könnte. Ja, sonst war es echt genial. Ja. Ist das der gleiche Veranstalter in Chemnitz? Nein, ganz anderer. Okay. Also schon mit dem SEMAF Elektronik redet, hat er was gesagt? Ich habe mit ihm geredet, ja. Ja, über der einen langen Aufstand mit denen. Ne? Ja, die hatten da gewisse Probleme, aber die möchte ich dann nicht schildern. Okay. Das also, hat aber im Vorfeld zu tun, mit Rechte an Namen und so. Also was ich mitgekriegt habe, ist so eine, ich glaube das ging vom Wiener Happy Lab aus, die haben sich sozusagen mit der Organisation Maker Fair die Lizenz gekauft, dass sie in Wien eine Maker Fair machen dürfen und haben das dann, also praktisch du zahlst dafür, dass du das Logo verwenden darfst. Die haben sehr viele Stände gehabt, Happy Lab, habe ich dauernd gesehen. Ja klar, die müssen ihr Geld auch wieder reinkriegen. Ne? Also so läuft das Ganze, praktisch ein riesiges Sublizensing-Unternehmen. Okay, das Maker Fair. Die spenden ihnen nur das Logo und ich weiß nicht, wie viel Know-how die da mitgeben haben. Aber okay, verstehe, es war mir nicht so bewusst, wie es ist. Ja, es ist nicht so, dass da die Community sagt, lasst uns ein Maker Fair machen, sondern soll das mitgeben. Mir kam auch vor, dass ein Drittel der Stände ein Wanderverein ist, ja, dass man die wahrscheinlich auf jeder Maker Fair trifft. Mhm. Ja. Und dass das schon eine Bewegung ist, die durch Europa zieht, so wie ein Wanderzirkus. Ja. Oder wie professionelle Und zu den 30%igen Ständen kommen noch die 60%igen Lokalen dazu. Mhm. Und dann hat man die 100%, so kommt man das vor. Ja. Okay. Und auch was du erzählst, dass. Was ich aber nicht schlecht finde, du hast ein bisschen international. Ja. Und wir sind noch sofort eingeladen worden zu Makers Fair München. Ja, echt cool. Wir haben schon fix einen Stand und alles, was wir so cool gefunden haben. Wer hat euch so cool gefunden? Die anderen Standler? Die oder? Veranstalter von Makers für München. Aha, die waren dort auch. Die waren dort und haben uns sofort eingeladen. Und das Metalab war dort? Das war auch dort. Metalab, den ist ein Dom aufgebaut gehabt. Ja, cool. Ja. Darunter waren dann verschiedene andere Stationen drin. Eben auch der Platschinken-Roboter. Der war cool. Der Amulettomat. Ihr redet so selbstverständlich von diesem Dom von Metalab. Nein, also ich habe ihn nur schon auf Fotos gesehen. Muss man den kennen? Das Metalab muss man kennen. Ja, das kenne ich, aber den Dom, also ich habe auch Fotos davon gesehen. Aber ja, das Dom heißt nur, es gibt das Dom-Projekt. Okay. Und zwar hängen da irgendwelche mathematischen Formeln dahinter. Okay. Und da kann man eben durch Eintippen, ich habe mir es erklären lassen, Eintippen irgendwelche Parameter, kann man beliebig große Dome bauen. Ja. Dome war dort, nicht gewusst, was es ist. Ich kenne einen Dom von einer Kirche. Ja. Und da ging es eben um diese Kuppel. Also die ästhetischen Kuppel, die so aus 3 diese Berechnungsformeln und dann kann man nach diesen Formeln dann eben diese runden Stauberl abschneiden mit Verbindungsstücken und bekommt einen perfekten Dom zusammen. Die kann man angeblich beliebig groß machen. Okay. Und das hängt beim Metalab hinter diesem Dom-Projekt. Ne? Und die haben das einfach gemacht und haben sich einen Dom. Also eine gedruckte Anleitung dazu und dann kann man sich das nach der Anleitung zusammenschneiden, zusammenbauen und dann entsteht eine Kuppel. Also ich kenne nur Fotos davon. Könnte sie mit Stoff überziehen oder irgendwas. Ne? Die ist, glaube ich, was ist das so? Kunststoffstäbe? Das, oder was Kunststoff. Sind das? Das waren runde Rohre für Elektroinstallationen. Ah, okay. Wo man Kabel normal einzieht. Ja. Und ich dachte mal, irgendwie alle kennen das außer mir, aber offensichtlich. Ich kann das auch nicht. Ich habe so 8 Meter oder so, wie ist das eine Durchmesser oder 9? Also da kann man bequem reingehen. Das war riesengroß. Ein Stand war auch drinnen. Der Durchmesser von der Grundfläche war sicher 10, 12 Meter, weiß ich genau. Und das hat das Ganze abgedeckt. Und war stabil. Jetzt sind schon die Recke dort abgegrenzt mit diesem Ton. Ich meine, den Dom hat man fast nicht gesehen, weil das ja nur so starr aussehen. Ja.
natürlich hat man es gesehen, aber man hat sich da was anderes vorgestellt, oder ich zumindest. Aber wenn man sich vorstellt, man würde das überziehen mit einem Stoff oder irgendwas, dann wäre das schon ganz mächtig. Ja, aber ich kann nur sagen, nächstes Jahr gehe ich sicher wieder hin, wenn es das gibt. Und vielleicht fahren wir ja nach Rom zur Megasphäre, dann müssen wir uns dann bald entscheiden. Ich nehme an, die war größer wahrscheinlich. Die war auf einem riesigen Universitätsgelände. Du hast dir erzählt, genau, auf dem Universitätsgelände, was das wirklich macht. Wobei, was du sagst, die war auch halt sehr kommerziell, waren viele Firmen, aber auch viele Entstandungen. Mich hat gewundert eigentlich, wie wenig, also relativ viele Roboter im Sinne von Raspberry Pis auf zwei Rädern, die herumgerollt sind, aber relativ wenig in Richtung humanoide Roboter. Ich glaube, einen halben und einen ganzen oder so. Nein, es gibt schon eine ganze Menge so Projekte, aber die waren scheinbar alle nicht dort. Das fand ich interessant. Also es gibt also so semi-kommerzielle Geschichten, ein paar Kickstarter-Geschichten, wo man es dann frei programmieren kann, die Dinger und mit Sprachsteuerung und so weiter. In die Richtung habe ich eigentlich kaum was gesehen, dort hat mich gewundert. Ich glaube, dass es auch ziemlich bald voll war. Wir haben uns nämlich ziemlich bald beworben. Mhm. Und von der Nummer her waren wir ziemlich am Schluss. Also wir dürften noch Glück gehabt haben. Ja. Und waren dann auch schon in der Galerie ganz oben, was unser Glück eigentlich war. Ja. Aber wir haben uns gar nicht so lange Zeit lassen. Also wir haben uns da sicher eine Woche nach Eröffnung beworben. Dass die Standplätze einfach sind. Da war, glaube ich, ich nehme mal an, dass nach eineinhalb Wochen alles weg war. Ja. Na, schauen wir, wo es nächstes Jahr hinkommt. Ja. Vielleicht kommt es in was Größeres. Ja, cool. Und das vielleicht deswegen, dass viele versäumt haben, weil so richtig mitgekriegt habe ich das auch nicht. Ja. Ich bin ja persönlich angeschrieben worden, weil ja wir als Verein bei Happy Lab ja Mitglied sind. Dadurch sind wir persönlich angeschrieben worden, besonders bewerben. Ich bilde mir ein, ursprünglich hat es geheißen, dass es im Oktober ist. Ich weiß nicht. Ich war sehr verblüfft, dass es jetzt dann, ich habe es vor zwei Wochen irgendwo in den Medien gesehen, ich glaube Future Song oder sowas, und war sehr verblüfft, weil ich dachte, es ist im Herbst. Ich habe es damals aus dem Podcast, nach deinem Podcast eigentlich herausgesucht und damals eingetragen. Ich weiß nicht, was war es, vor ein paar Monaten. Das muss ja im Sommer gewesen sein. Und ich, ja, das dürfte damals schon festgestanden sein. Also unsere Erfahrung jetzt bist du im Podcast wieder. Ja. Wir machen ja auch große Veranstaltungen. Ja. Also im Museumsquartier haben wir gemacht den IoT Vendor Day und den Global IoT Day. Das sind die großen Veranstaltungen, die wir machen. Eine ist im April und eine ist immer im November oder so. Und ich kann nur sagen, es ist viel, viel einfacher, Veranstaltungen vor dem Sommer zu machen als im Herbst. Ja. Warum? Weil da der Sommer abgeht. Also im Sommer haben wenig Leute Zeit, aktiv mitzuarbeiten. Also du hast keine die Typen, die vorbereiten. Ab. Ja, die Zeit geht einfach ab. Es ist viel, viel simpler, große Veranstaltungen so im April, Mai zu machen. Das ist also im Herbst. Das ist unsere Erfahrung. Also ich finde, die haben das genau richtig gemacht. Das ist auch die Uni-Erfahrung. Uni-Erfahrung habe ich auch. Ja. Prüfungen habe ich mal studiert. Und im Herbst ist die Hölle los. Ja. Also, da kannst du nichts machen. Alle Nachzügler müssen da was machen, alle Neuen müssen sich wieder eingewöhnen und das sind alle blockiert. Darf ich was einwerfen von Moskau? Mach doch. Ich war in der Education Fair und bin natürlich rumgewandert und habe mir so die Standung angeschaut von den diversen technischen Unis, die dort ausgestellt haben. Ja. Und die Studenten haben oft nicht so wirklich super Englisch können, also die Unterhaltung war sehr holprig. Aber was mir so gefallen hat, ich habe ein Gefühl dafür kriegt, dass wir in einer sehr globalen Welt leben, weil die Studenten in Petrograd oder irgendwo in Novosibirsk, die machen genau dasselbe, was die Nerds hier machen. Die hauen einen Raspberry Pi auf eine Drohne und schauen, ob der mit Akustiksensoren jetzt irgendwie durch ein Zimmer fliegen kann. Sie tun mit Arduino irgendwelche Roboter herumfahren lassen. Also es war so eine Art internationale der Nerd-Szene. Ja. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich sehr, sehr schön. Also ich lebe in einer Welt, auch wenn ich mich mit dem jetzt nicht nur sehr holprig auf Englisch verständigen kann, habe ich sofort, Raspberry Pi und ja, und mit Sensor und so. Also es war, man hat sofort Gleichgesinnte getroffen. Ja, es ist schön, dass die Strategie vom Raspberry so schon aufgeht und dass das generell diese Bordcomputer, das ist so einer der wenigen Sektionen, wo meine Hardware, mich darüber zu informieren oder auch hin und wieder mal zuzugreifen, noch irgendwie ein bisschen Enthusiasmus entlockt. Das klingt sehr deprimierend. Ja, ich weiß nicht, dass so diese ganzen Phones und Tablets und Ding, ja, das also ist schon die Aufsetzung. Habe ich jetzt. Okay, danke. Gut, danke fürs Kommen. Ja, ciao, Harald. Machen wir noch länger, sonst würde ich nämlich auch langsam gehen. Ja, magst du noch ein Schlusswort halten oder reden, wenn ich so kurz gehalten hatte? Ich wollte eigentlich, wenn die Anna rentet hat. Du hattest ja noch eigentlich, wolltest du noch reden. Reden wir.
Ja, Diana ist jetzt schon mehr. Ich weiß nicht, ob die noch enden wollen. Ja, werden wir schon aufwecken. Na gut, ich finde es auch nächste Woche, dann kann ich da auch direkt über M reden. Ja, okay, dann stelle ich mir auch noch einen Fritz Lang-Film an. Fritz Lang war Fritz Lang. Metropolis. Habe ich schon gesehen und der ist auch wunderbar. In der letzten Fassung sind wir immer wieder neues Material gefunden. Mhm. Das ist ja sehr wahnsinnig. In der neuesten Fassung mit der Musik von Philipp Glass. Ja. Ja, die letzte musikalische Untermalung stammt von Philipp Glass, meinem Lieblingskomponisten. Falls das jemand nichts sagt. Ja, wunderbar. Ja. Also nächste Woche Fritz Lang Special. Okay. Sehr gut. Nächste, wissen wir schon vom Ort was, werden wir vielleicht schon im alten AKH sein nächste Woche? Kann schon sein, ja. Wenn es technisch ausgeht. Nächste Woche bin ich nicht in Wien am Dienstag. Nein. Ich halte Montag und Dienstag bin ich nicht dort. Mittwoch, oder? Ich halte am Dienstag einen Vortrag bei Vienna HTML über Podcast-Publizierung mit Octopod. Sehr gut. Das heißt, du kannst. Das heißt, ich kann auch nicht die Woche. Sollen wir den Podcast überhaupt verschieben? Weil ich frage das am ganz selfischen Grund, weil die Zuckerbäckerin kann nicht am Dienstag und wollte mal herkommen. Ja, das wäre ja auch super. Aber dann sagen wir Mittwoch. Du vor Mittwoch würde bei dir gehen? Mittwoch würde ich gehen, da bin ich Mittwoch. Wieder da. Haben wir nicht Mittwoch Podcast? Das könnt ihr verschieben. Das ist das Mergen. Nein, das kriegen wir, weil den haben wir. Sollen wir kurz Pause machen? So? Nein, ich möchte das hören, vor allem. Was tust du da mit dem Stefan? Konkurrenz-Podcast. Das ist unser Stefan. Wir haben ihn um 17 Uhr schon. Stimmt, oh, auf cool. Achso, da könnte ich ja mitmachen dann. Hast du die Pickel gesehen? Ja, ich meine, das ist so geil. Genau, ich gratuliere euch zum Spin-off, oder? Mhm. Ich finde das Wort spielt auch sehr. Fuck. Als Wort. Ich habe Mittwoch zwei Termine schon. Was Logo haben wir gesehen? Wie wäre es mit Montag oder Donnerstag? Montag bin oder Freitag? Ich bin in München von Montag. Aber ich muss ja nicht mitmachen immer. Mir ist alles gut. Na gut, dann macht ihr Montag und dann bin ich heute mal nicht dabei. Ist ja auch nicht schön. Dann Freitag ist bei mir dann schon knapp, weil Freitag, Samstag bin ich ja dann schon Richtung. Also allein vom Vorlauf für die Shownotes würde ich vorschlagen, dass wir es eher früh in der Woche machen, weil es lang genug dauert, bis ich alle zu den Shownotes bekomme. Wenn zum Beispiel Diana am Montag, also Diana das kann am Montag sein. Das sollte jetzt wirklich nicht drauf machen, unser Diana, die kann nämlich am Montag schon, kann ja bloß am Dienstag nicht, dann hat sie ja auch Frau dabei. Wenn ich, da bin ich heute mal nicht dabei. Bist du mal nicht dabei? Jana, hörst du? Nächstes Mal, dann nehmen wir aber zwei Rents, ja? Wieso haben wir denn noch die Rents? Wir sind ja noch nicht fertig. Achso, wir sind noch nicht. Okay. Passt. Du mal auf Montag? Ja. Okay. Ja. Dennis? Ja, hier. Ja, oder, ja, das wissen wir jetzt noch nicht mit dem Wetter. Oder draußen, ja. Ich habe mir sogar ein neues Auto-Equipment gekauft, apropos. Bist du der? Ich habe mir ein Mikrofonstativ gekauft. Ja, gleich nicht beachtet, dass das Gewinde zu klein ist. Das Gewinde auf dem Stativ zu groß. Moment, das ist was hier, wo man so reinsteht. Was ist das für ein Gewinde? Ist es ein Achtel oder ein Siebtel? Ist das nicht das, was auch bei Fotoapparaten dabei ist? Ja, meine ja, aber Kameras haben manchmal auch größere. Da gibt es auch Reduzierstücke eventuell. Genau, und die habe ich ja auch schon. Wollte ich mir schon zusammenklicken auf Amazon, aber mich hat der Kurzzeitgeiz dann so gepackt, weil die kosten 1,45 Euro, mit Versandkosten dann 12 Euro. Also ich glaube, ich werde eher in diese, wo ist denn Regenstraße, glaube ich, gibt es ein Geschäft. Ich werde in irgendein Geschäft schauen. Und, also legen wir fest, nächster Podcast ist Montag, der, was ist das, 19.06, 25. kann das sein? Der 25. ja. 25. April, Ort werden wir noch bekannt geben. Bei Schlechtwetter eher Zypresse, bei Gutwetter möglicherweise schon alte sogar. Gut. Passt. Yeah. Und Anna, du. Und Jana von der Zuckerbäckerei wird gebeten, mich zu vertreten. Jana, wir machen das extra für dich. Ja. Sie hört aber überhaupt nicht zu. Wahrscheinlich kommt die Folge wahrscheinlich erst am Dienstag. Ja, wir bringen es am Sonntag erst raus. Stimmt, ja. Am Montag. Wie kann sie oder am Montag. Vielleicht sollte man sich mal beeilen bei dem Schmutz. Ja, manche Leute tingeln durch die Weltgeschichte und haben keine Zeit, das zu schauen. Ne? Das ist immer wieder das Gleiche. Entschuldige mich hiermit, das wichtiges Chat-Set erleben.
Der Horst schaut auch ganz anders aus heute. Also wirklich, ja, fast. Ja. Kann sogar eine super peinliche Story erzählen. Seine T-Shirts sind alle in der Wäsche jetzt. Ja. Meine ursprüngliche Idee war ja, ich tue dann meinen super Vortrag halten mit einem Free Software, Free Society T-Shirt, weil in Russland. Ne? Und der Derek hat mich dann netterweise darauf aufmerksam gemacht, dass das nach hinten losgehen würde, weil, wie soll ich sagen, wie ich mir das gekauft habe, war der Bauch kleiner. Ja. Dann wäre es nicht nur Free, ich wäre als Witzfigur herumgegangen. Und dann habe ich gedacht, haha, na gut, dann mache ich halt so auf Businessman elegant und habe ein weißes Hemd angezogen, was ich sonst nicht tue. Ja. Und was ich auch nicht bedacht habe, auch wie ich das weiße Hemd gekauft habe, war der Bauch kleiner. Bei den Fotos habe ich das dann gesehen, also wie soll ich sagen, ich hätte mich vorher öfter ins Spiegel schauen sollen, wie ich mich korrekt kleide. Aber jetzt kommt ja der Sommer, jetzt müssen wir alle wieder unsere Bikini-Figur. Wurscht. Ich habe was Urnettes zu erzählen, was auch mit freier Software so richtig schön zu tun hat. Eine Success-Story. Angefangen hat es, dass ich CAE jetzt höre. Den Chaos Radio Express, wie es früher hieß. Jetzt heißt es ja nur mehr Chaos Radio, obwohl CAE. Bis Montag. Okay. Und ja, das ist warum heißt es nicht mehr Express? Nein, jetzt heißt es nur mehr. Es heißt halt CRE, glaube ich. Ja, es heißt CRE, genau. Ja, ja. Also das aber nicht, es steht nicht mehr. Es steht nicht mehr für Express. Aber das Chaos Radio gibt es immer noch. Es gibt es noch, es ist relativ unregelmäßig. Es sind inzwischen zwei verschiedene Sachen. Chaos Radio ist was ganz anderes. Genau, ja. Ist auch ganz anderer Stream, ganz andere Leute. Aber genau. auch als Podcast. Ja, früher hat das gemacht. Auch als Podcast. Gibt's auch, also das gibt es jetzt auch. Ist aber eigentlich eine Radiosendung. Während hier CAE, das ist richtig ein klassischer Podcast. Aber ich habe gerade Der Spiegel erwischt und da steht drauf, schlimmer wohnen. Oh, mein Motto. Keine Ahnung. 9.04.2016. Ah, okay, eine Woche vorher. Aber schlimmer wohnen, herrlich. An dieser Stelle eine kurze Schleichwerbung: beim Garib ist einer der wenigen Lokale in Wien, wo man Spiegel lesen kann. Das ist sonst nur in guten, gut sortierten Kassen. Adios, Dennis, apropos. Ciao. Chaos Radio. CAE. Genau. Kein Chaos Radio. Den hast du bis jetzt gar nicht gehört? Den habe ich bisher gar nicht gehört und jetzt habe ich mir den Feed einmal wieder hergenommen und habe mir die rausgepickt, die mich interessieren. Sind eh 50 Episoden zusammen. Genau, so. Ich arbeite halt langsam ab. Und bin gestolpert über das Projekt Wheelmap mit dem Raul Krauthausen, den ich zwar bisher ein bisschen kannte, so von Twitter, von der Twitteria auch, weil der ist ja ein Bekannter in der deutschen Medienszene, dadurch, dass er einmal eine sehr einprägsame Stimme hat, das auch mit seiner körperlichen Statur zusammenhängt. Er ist ein sehr kleiner Mensch, der muss im Rollstuhl fahren und er hat auch zumindest als Behinderung Glasknochen, wenn nicht auch andere physische Probleme. Und das ist auch übrigens auch ein Podcaster, auch ein Fernsehmensch, der hat seine eigene Fernsehshow auf YouTube. 4 Episoden sind da raus, da habe ich aber noch nicht reingeschaut, sondern ich habe mir diesen Podcast angehört, eben wo der Tim Pritlove den Raul Krauthausen interviewt, mit dem Projekt Sozialhelden. Das ist eine Firma, die oder eine gemeinnützige Firma, sagt man das, gemeinnützige Firma, wenn man sowas gründet? Non-Profit Organization, die da mit einigen anderen Leuten gegründet hat, wo sie eben versuchen, Probleme in der Gesellschaft zu lösen, so salopp gesagt. Und eines, das ihn ja auch selber betrifft, nachdem er im Rollstuhl sitzt oder fast steht, ist das, was denn ist alles rollstuhltauglich? Also welche U-Bahn-Station, welches Kaffeehaus und so weiter. Wenn er sich jetzt, der lebt in Berlin, wenn er jetzt mit von jemandem von einer Veranstaltung hört, die ist jetzt dort und dort, kann er jetzt dorthin, wie er sagt, oder muss er das kleine Schwarze nehmen? Also der kleine schwarze Rollstuhl ist der nicht elektrisch ist, sondern der weniger Platz braucht, wo er sich aber wieder schieben lassen muss. Das heißt, er muss dann wen organisieren als Hilfe. Also da gibt diese ganze Logistik-Thematik. Natürlich, was auch immer Thema ist für Rollstuhlfahrer, was viel problematischer ist als für uns, ist, wie schaut es mit der Toilettensituation aus? Gibt es einen Euro-Schlüssel für diese... Ja, oder auch in ein Lokal kommt man da rein? Ist das barrierefrei? Kommt man mit einem Rollstuhl rein? Ist genug Platz? Kann man sich darüber heben? All diese Sachen, funktioniert das? Und das müsste man doch eigentlich lösen können, dieses Problem und so weiter. Da gibt es immer wieder Datenbanken und da haben sie auch versucht, an Know-how ranzukommen. Das ist ein, ich glaube, über 2 Stunden Podcast. Ich fasse das Ergebnis zusammen. Das ist das Projekt Wheelmap, basiert mittlerweile auf OpenStreetMap, was ja eine weltweit gültige Karte ist.
Das heißt, damit ist das Projekt, das sie gegründet haben, automatisch kein Berlin-Projekt, sondern ein weltweites Projekt geworden. Das ist ihnen sozusagen passiert. Und sie haben im Prinzip ein Mesh-up gemacht, sodass das Interface von OpenStreetMap gegenüber dem Standard OpenStreetMap drastisch reduziert ist. Aber man kann gewisse Sachen editieren, nämlich bei 100 Klassen von Objekten erscheint ein zusätzliches Icon zu diesem Objekt ein bisschen größer zum Standardobjekt. Oder nicht zusätzlich, sondern stattdessen. Und das ist entweder rot, grün oder gelb. Das ist eine Ampel für... Ampelsystem, nicht rollstuhltauglich, beschränkt. Oder. Und du kannst das auch... und dann gibt es noch grau. Grau ist unbekannt. Und wenn es grau ist, kannst du es anklicken, wenn du weißt, was dort ist und das richtig pflegen. Das habe ich für ein paar Sachen in meiner Umgebung gemacht. Und nachdem ich weiß, dass da auch ein paar Geocacher zuhören... sage ein bisschen was Unfreundliches, die sollen da nicht geocachen, sondern die sollen durch die Gegend ziehen und sollen Wien erkunden hinsichtlich der Behindertentauglichkeit und sollen dann immer auf ihrem Smartphone bei den Sachen, die sie gefunden haben, die noch grau sind, das Richtige auswählen, dann hätten wir für Wien eine vollständige Karte. Sie ist eh schon ziemlich gut, also mich hat es gewundert, das müssen ein paar Leute offensichtlich schon wissen. Es ist auch nicht so, dass sie einen neuen Standard im OpenStreetMap erfunden hätten, sondern sie haben nur im Prinzip das Interface dazu geschickt macht, diesen Status. Also es gibt im OpenStreetMap ein Format Wheelchair und da kann man eben auf diesem Attribut kennzeichnen, ob es tauglich ist oder nicht. Sie haben nichts Neues erfunden und vielleicht haben sie auch da schon daher ein paar Sachen gepflegt gehabt in Wien. Und ich habe gestern eben geschaut, es ist einiges da, einiges, was ich aus der Umgebung weiß, habe ich gemacht. Machen wir doch das komplett für Wien. Kann da nicht so schwer sein. Es sind ja genug Wiener. Ich möchte so ein Projekt OpenStreetMap einfließen lassen, dass ich über die Jahre immer wieder versucht habe, OpenStreetMap zu benutzen, also nicht nur im View-Modus, sondern wirklich da irgendwas einzutragen. Und bis jetzt bin ich fast immer gescheitert. Also da ist dann der Editor abgestürzt oder ich habe mich verklickt und die Straße neben meinem Wohnort hat dann plötzlich in den Donaukanal reingeführt, weil ich da irgendwie falsch geklickt habe und so. Und seit ein paar Monaten erst habe ich wirklich das erste Mal ein Erfolgserlebnis gehabt, dass ich sinnvoll Punkte editieren konnte. Also von einem Geschäft eintragen, dass das Geschäft jetzt anders heißt, dass da Öffnungszeiten. Und ich versuche das in Richtung Workshops mit Schulen auch zu propagieren. Ich finde das nämlich sehr schön, du kannst jeden Baum in Wien auf OpenStreetMap anklicken. Du kannst dann beliebige Daten wie in einer Datenbank zu dem Baum anlegen, zum Beispiel seinen Stammdurchmesser, was für eine Art von Baum das ist. Du könntest eigentlich schreiben, welches Vogelhäuschen da drauf ist oder welches Eichelkatzel dort lebt. Und ich denke, das ist gerade extrem interessant für, kann man runtermachen bis Volksschullehrer, weil das Interface jetzt halbwegs bedienbar ist, auch für Noobs. Also ich kann nur wirklich sehr empfehlen, sich mit OpenStreetMap zu beschäftigen. Ich denke, es ist wirklich extrem benutzbar geworden über die letzten Jahre. Ich weiß nicht, wie es dort ist mit der grafischen Darstellung. Ich fand die grafische Darstellung vom OpenStreetMap am Anfang relativ hässlich. Mhm. Bei dem V-Map ist die recht hübsch. Also da kannst du ja so leer anklicken. Du kannst das dort nicht, das ist alles fix, Dump-Down-Interface und sehr minimalistisch, dadurch leicht zu bedienen, aber zoomen, herumschieben, wie man es gewohnt ist von Google Maps auch. Und was gebe ich ein? V-Map.org? Oder? V-Map.org. Mhm. Also W-H-E-E-L. Genau, für den Rollstuhl, fürs Rad und du landest automatisch auf deiner Geokoordination, weil meistens weiß der Browser ja, wo du bist aufgrund deines Providers oder so, oder anderwertig, weiß es nicht, also vom nächsten Mast oder so. Und damit bist du in der Gegend und damit hat man auch die wichtigen Sachen eigentlich rausgehoben, weil die Sachen, die für die Rollstuhlfahrer relevant sind, was die Behindertentauglichkeit angeht, sind eben die Sachen, die für die normalen Leute genauso relevant sind. Ja. Also die Kaffeehäuser sind für uns genauso relevant oder die Ärzte und so weiter. Und damit hat man sozusagen über der Standard-Map herausgehoben ein bisschen so die wichtigeren Sachen drauf, was ich auch ganz nett finde. Also so kann man auch Wien ein bisschen erkunden mit der V-Map. Aus der Perspektive habe ich das gerade betrachtet. Ja, das sind ja dann die coolen Cafés. Und genau. Also kein Aufruf, Geocacher, macht was Gescheites mit eurer Lebenszeit. Genau. Immer die V-Map. Statt Plastikeier zu vergraben. Kindsköpfe. Du hast mich jetzt gerade wieder dazu animiert, den CRE neu zu abonnieren. Ich habe dann irgendwann einmal rausgeschmissen, dass es jetzt bei so ganz lang gar nichts kam und dann waren immer so ganz große Abstände zwischen den Folgen und dann abonniere ich den halt auch mal. Es ist auch, die letzten Folgen sind dann eher so Technik und Gesellschaft eher thematisiert. Ich würde mir wieder wünschen, mal so ein richtiges
Einfach so, ich greife meine Programmiersprache raus da, und quatsch mal gut. Dazu bin ich darauf reingekippt. Ja. Der vorletzte oder drittletzte oder so ist über Linux, der ist recht cool. Mhm. Nachdem der Dennis gerade nicht da ist, kann man locker drüber reden, weil es um Systemd gegangen ist. Das war ja weil spannend. Mit dem Leonard Poettering ist, also genau, der Mensch, der dahinter steht, das ist ja Deutscher. Mhm. Und der, ich glaube, das ist ein Interview 2-3 Viertelstunden oder so weiter. Das war so. Deswegen auch spannend, weil ich gar nicht gewusst habe, dass der auch der Typ war, der das ganze Pulse Audio angestoßen und angefangen hat. Und da hat sich für mich wieder so Puzzlesteine zusammengesetzt. Und der erklärt wirklich sehr gut, wenn man die Zeit hat, sich das komplett durchzuhören. Also all diese Entscheidungen hinter diesem System, die sind halt sehr wohl überlegt, das kommt daraus. Mhm. Das ist nicht irgendein Hobby-Noob-Projekt, sondern das sind einige Leute. Ist die Erklärung so für nicht total Nerds verständlich oder sollte man sich schon... Das war die letzte Folge, die ich so mir also, angehört habe. Und ich habe häppchenweise. Also es ist sehr gut erklärt. Ja. Es ist man muss ja auch nicht alles immer oder kaum Wissen voraus, würde ich mal sagen. Weil wenn dann Linux als solches ein Begriff ist, setzt es jetzt nicht allzu viel Wissen voraus. Es ist allerdings sehr geballt. Also ich habe so 10 Minuten gehört, dann erstmal wieder verdaut. So dann wieder 10 Minuten. So. Es geht auch wirklich tief runter, also in die letzten Details runter, warum sie die Entscheidungen getroffen haben, wie sie zu den Entscheidungen gekommen sind, welche Komponenten das alles ist, wie der Startprozess komplett ausschaut, warum sie das so designt haben, was sie von welchen anderen Projekten gelernt haben. Also es ist sehr, sehr, sehr umfassend das Ganze, sehr, sehr dicht. Ja. Aber du gibst eine Empfehlung? Absolut, super zum Hören. Und dieser Leonard Poettering hat dadurch für mich auch ein sehr viel positiveres Bild, weil ich habe relativ viel Negatives von ihm, über ihn gelesen gehabt, eigentlich aus dieser Pulse-Audio-Zeit. Da ist er ja ziemlich angegriffen worden. Und da habe ich mehr Angreifer gelesen als Verteidiger gelesen. Und damit hatte ich so ein latent negative Stimmung ihm gegenüber, nicht? Ohne die jetzt wirklich begründen zu können. Und der hat sie jetzt in 2-3 Viertelstunden einmal aufgeräumt sozusagen, weil er präsentiert halt so richtig, warum er die Sachen so tut, wie er das so tun will und so. Hat er nicht auch bei Avai mitgearbeitet? Ja, genau. Nicht, das ist er auch. Das ist er auch, genau. Das ist ein Entdecker-Netzwerk. Avai kommt auch recht langmächtig vor in dem Linux-Podcast. Mhm. Erklärt. Und Pulse Audio wird auch erklärt. Also der Pulse Audio ist, glaube ich, so 1/4 Stunde, 20 Minuten. Avahi noch einmal so 20 Minuten und ab dann ist es Systemd. Ja, ich habe das mitbekommen, die Diskussion um Pulse Audio, aber also nicht, am Anfang hat es schon Schmerzen für mich gegeben, aber ziemlich schnell. Das hat für mich für den Desktop gereicht. Und selbst jetzt habe ich es ja im Einsatz und habe das Bitwig irgendwie ein Soundprogramm drüber laufen und für meine bescheidenen Zwecke tut es. Wenn man aktuell bekommt, so mit Systemd, also der, also oder es ist schon wieder vergangen, eigentlich, aber die Diskussion eben, als die Distos umgestiegen sind und da haben sie sehr viel Gegenwind gehabt und ich finde, da wird sehr gut erklärt, warum. Weil das hat mir bis jetzt auch so gefehlt. Also, ich, System D ist neu, muss man neue Dinge lernen und so weiter und dann lernt es eh schnell zu schätzen, wenn man dann kennt, aber nur die. Das eben, warum? Das warum, ja. Und er geht auch auf ein. Natürlich ist es schwer, Leute, die 30 Jahre Linux kennen und so nutzen oder Unix kennen und nutzen, meine. Und auf einmal kommt da jemand mit einem neuen Konzept und. Was für mich wieder sehr interessant war, es gab ja bei Linux versus Minix immer so die Diskussion, Microkernel Minix oder einen großen integrierten Kernel wie beim Linux. Ja, ist auch die so Diskussion zwischen auch mit Hörn und so weiter. Tannenbaum. Ja, genau. Und auch die Rechnernetze. Dort ist diese Frage klein oder groß. Ähnliche Frage ist bei dem Systemd, da sagen ja viele, das macht viel zu viel, dieses Service. Also das ist wieder dieses Makro-Level-Ding gegenüber dem Microservices-Ansatz, den man vertreten könnte. Mhm. Und das gleiche Thema habe ich in letzter Zeit bei der Softwareentwicklung immer wieder, da heißt es dann entweder monolithische Entwicklung oder Microservices. Also immer wieder ist so diese Entscheidung und ich komme immer mehr zur Entscheidung, solange es nicht Riesensysteme sind, solange man noch den Überblick behalten kann, ist im Großen und Ganzen ein großes Makrosystem leichter zu handeln. Ja. Man hat die gleichen Abhängigkeiten dann auch bei den Microservices wieder, nur hat man halt die klaren Schnittstellen dazwischen, die man auch implementieren muss. Und jetzt das Gefühl, das ist bei diesem System, was für mich wieder so ein bisschen die Bestätigung ist, die großen Systeme, die können halt auch was. Jo, also hören Sie. So mit der Wheelmap. Ja. Na, aber um das runterzubrechen,
soll einer der Boss sein oder möchtest du wirklich so eine Demokratie, wo jeder was zu sagen hat, wenn du eine Familie zu managen hast? Das ist jetzt unfair, gerade mich zu fragen, weil ich war ja gerade irgendwie draußen und hat dann nichts damit zu tun. So Mission, ich wohl was. Nein, nein, es geht um das monolithische, wenn es verteilt. Aber in Softwarearchitekturen nicht. Ja. Und so ganz hinkt der Vergleich schon ziemlich. Okay. Ich halte mir jetzt schon raus. Ich hab da hier auf diesem Zettel, auf dem ausgedruckten Internet, habe ich was gesehen, was mich interessieren hätte. Genau, ich habe angekündigt ein paar Themen, die kann ich nur kurz zu sehen. Eins war zum Beispiel ein F-Tipp unter Android. Ich meine, vielleicht kennt es eh schon jeder Hörer, aber es ist ja technisch. Ich habe für Android für mich entdeckt einen SSH-Client, den ich sehr zu schätzen gelernt habe. Choose SSH. Also so ich habe schon gesehen, Gelbe Zitrone. Als Icon, ja. Man brauchst du einen SSH-Client, das macht man doch über das Terminal, dass ich da SSH Ja, aber du kannst dort nämlich, kannst du Keys hinterlegen, dann muss ich jetzt mein Passwort eintippen, kann ich Keys einzeln revoken, also, wenn ich mein Handy verliere. Ich kann Port-Forwardings definieren und die auf Knopfdruck oder mit einem Shortcut am Desktop starten und dann habe ich auch meinen Browser localhost Port also sowieso auf und habe bequemere SSH. Zum Beispiel, ich habe von Harald. Ist SSH, ja. Nur da war eine schönere GUI. Sehr schön für Android umgesetzt. Und eben, ich habe auch von Harald eine OS Domotics Haussteuerung, Steckdosensteuerung und die ein Webinterface und da kann ich Port-Forwarding. Also ich habe noch die ganz erste Version, die noch nicht mit dem Six-Lopan sind. Die haben ja dann noch diese wie heißt dieser RS20, glaube ich, dieser Funk? Genau, die man bei den Elektronikhändlern kriegt. Und die haben wir quasi damals nur auf diesen Board eine Fernbedienung quasi eingebaut und die schaltet halt bis zu 4 Steckdosen. Also, ihr verwendet es nur so, um Lichter zu schalten in der Wohnung. Per Handy. Aber auch zeitgesteuert, wenn ich abwesend bin, dass ich zum Beispiel zufällig eine Sparlampe an- und abschalte, um ein bisschen anders nicht zu simulieren. Ja. Das macht Johnny Simulator. Das macht der Raspberry. Ja. Aber das ist, ich habe jetzt nichts Großartiges in der Richtung noch gemacht. Die anderen Sachen, die Six-Lopan gesteuerten Dinge, das würde mich noch mehr interessieren, aber da habe ich noch zu wenig Zeit gehabt. Und muss ich öfters Harald besuchen. Ja, aber diese App kann ich empfehlen, also Choose SSH für Android. Ich schaue gerade auf Fisch, das habe ich ja schon mal erblicken dürfen. Also du warst auf meinem Server. Genau. Jetzt mal spazieren. Und schaut mir ganz fancy aus. Ich muss sagen, ich nehme mir schon lange vor, mir mehr Shells anzuschauen. Und ich habe dann irgendwie zufällig in einem Talk gesehen, also optisch gesehen, wie jemand, dass der eine andere Shell verwendet, offensichtlich was ich keine die kannte. Und dann habe ich dann in den Kommentaren gesehen, haben mich einige Leute darauf angesprochen. Der hatte nämlich so ein cooles Autovervollständigen und Highlighting-Features. Und dann haben wir die auch installiert, habe noch nie davon gehört eigentlich, die Fish-Shell. Und die muss sagen, bis jetzt, also ich bin noch im Ausprobieren. Ein Cola. Aber die ist, also ich bin momentan sehr zufrieden damit. Also ich habe jetzt auf meinem Rechner laufen und auch eben auf dem V-Server. Und die, was ich an der Shell schätze, ist, dass sie so, also Auto-Completion einfach sehr viel selber lernt. Du hast zum Beispiel, auf meinem Rechner bin ich im Anverzeichnis, also in meinem Projektverzeichnis starte immer dieselben Sachen, ich starte im Hintergrund Bildprozess und so weiter und er merkt sich automatisch die drei Dinge, die ich da an das Kommando in diesem Verzeichnis immer verwende und tut es automatisch gleich highlighten und ich kann dann einfach mit, also ist ein bisschen anders zu bedienen als die Bash, also nicht so einfach mit der Tab-Taste, sondern kannst du auch noch Pfeil nach oben und Tab-Taste machen, also es ist aber sehr geringer Lernaufwand und du bist sehr schnell, sehr effizient. Aber ich habe es jetzt wenig customized, das ist so ein sehr cooles Out-of-the-Box-Feeling bis jetzt. Also ganz normal mit, also gibt es für verschiedene Distros Pakete. Also genau, upgrade, install, fish und ist. Also nein, es ist nicht dabei, du musst da. Und du musst da Repository. Bei hast du je verwendet OMI7SH? Bitte? Hast du je verwendet OMI7SH? Nein. Das ist ein Add-on, also die andere Shell ist das die Z-Shell oder die Z-Shell. Wobei dann braucht man gute Config-Files für die Z-Shell, oder? Die ist genau, nicht so und da gibt es ein Projekt dafür, das heißt OMI7SH. Das liefert dir so 20 Themen und eine gute Standardkonfiguration mal mit. Und insbesondere sehr viel, die haben sehr viel Wert gelegt auf Auto-Completion. Deswegen bin ich jetzt gedanklich auf die gekommen, weil du Auto-Completion als
Feature genannt hast. Mittlerweile ist die Bash auch deutlich besser geworden. Also Sachen, was ich eigentlich nie gewusst habe, das mit Steuerung R und Suchen in der History. Ja, das soll Fluch und Segen na, zugleich. Na, das, ja, vor allem, ich meine, ich kenne das schon lange, aber eben schon sehr viele böse Dinge damit ausgeführt. Ja. Dann die Geschichte. Niemals das Root, ja. Ja. Was mir auch nie bewusst war, die Geschichte. Kommando, nein, bloß nicht Kommando mit Leerzeichen beginnen, damit es nicht in die History kommt. Echt? Das geht? Ja. Auch nicht immer, aber meistens. So man lernt immer noch was Neues. Ja, man lernt immer wieder was Neues. Ja, ich mache immer Unset-Hist-File, wenn ich Dinge mache, die in der History landen sollen. Aber mit einem Space-Einleiten. Ich glaube, ihr bringt mir jetzt lauter Schmarrn bei, den ich überhaupt nicht wissen soll. Jetzt liegen nützliche Informationen raus. Und um das wieder zurückzuführen, die meisten Leute haben ja Bash. Genau, und die Bash-Leute sind jetzt natürlich dann wieder neidisch geworden auf die ZSH-Leute, weil die haben dieses coole Oma ZSH mit all diesem bunten Fancy-Zeug. Das heißt, jetzt gibt es auch ein Bash-Projekt, das dieses bunte Fancy-Zeug da reinbringt und die Git-Konfiguration. Das Projekt heißt Bash-It. Also das ist vielleicht auch anschauen wert. Ich meine, bei der Fish muss ich sagen, genau, was ich auch sagen wollte, was auch sehr schön ist, diese Colorization, also es wird automatisch alles farblich getrennt, was ist das Kommando, ist es zum Beispiel, wenn du etwas tippst, siehst du schon, ob dieses Kommando existiert oder nicht und so weiter, aber eben alles ist auf Bash ausgelegt, also jeder hat die Bash. Ja. Ich baue Android zum Teil selber, weil ich mal Dinge ausprobiere und so weiter, und da hast du auch diese ganzen Build-Scripts, diese Lunch und so weiter, wie die heißen, und die laufen dann nicht, weil die halt die Bash voraussetzen. Oder zumindest die Start, die haben nämlich nicht oben die in Bash drin stehen. Das heißt, da muss ich immer vorher Bash starten, dann vergesse ich immer, also wenn ich es vergesse, läuft es nicht. Also es ist, die Welt ist irgendwie schon sehr um Bash herum orientiert. Also vielleicht Bash it. Ja. Aber es ist dennoch, ich vermute es momentan als meine Alltagsshell. Wobei, wenn man sagt, man hat eine Alltagsshell, dann ist man eh schon wieder der Nerdig. Und jetzt habe ich noch den Überknaller. Mit was schaust du dir dann Logfiles an? Mit Elna. Steht auf meiner Liste ganz oben. Also und zwar LNAF kann ich wirklich empfehlen, das ist ein NCursus-basiertes Command-Line-Tool, da kannst du mehrere Logfiles oder ein Logfile, du kannst ganz Verzeichnis anlegen, zum Beispiel /var/log und der hast du erstens auch das Zeit, glaube ich, gepaart und dann farblich abgetrennt. Du kannst auch von Stand-In reinpipen und mit Zeitstempel versehen lassen. Und du kannst auch einfach tippen und in Echtzeit suchen. Also du kannst in Echtzeit runterfiltern. Und das funktioniert deswegen so schnell, weil es in Go geschrieben ist. Echt? Also, das, das ist in Go geschrieben. Das ist so eines der ersten Tools, das in Go geschrieben worden ist. Cool. Es ist so, dass die, wenn man oft dass du bei so großen Systemen so Logging zusammenlaufen lässt, wo man so auf einer Maschine einfach so V-Server upgrade install LNAF und du hast das cool zum obwohl, das habe ich halt vorsichtig, das muss man sich auch als Repository wahrscheinlich reinholen, oder? Nach LNAVV unter Linux. Ja, unter Debian. Unter Debian habe ich das. Aber vielleicht habe ich da drinnen. Das ist drinnen, ne? Also, das habe ich am V-Server installiert. Ich habe bis jetzt mal verwendet, war aber eh nicht glücklich. Aber du kriegst demnächst eine Fliegenklatsche mit zwei Glockeln drauf. Ja, du hast ja so ein bisschen aufs Hirn hauen damit. Ja? Also, gerade eben habe ich ja noch ganz gut verstanden, worum es geht so. Und habe nur gesagt, sie soll noch einen Schmarrn da bringen. Und dann plötzlich, da war so ein Überleitung. So seit 252 Folgen versuche ich mich zu bemühen, dass die Nerd-Themen zuerst kommen und ich ihnen ein schöner Leben, der man nachher null Chance. Wir sind so. Das ist jetzt der Anfang vom Podcast. Je besoffener sie sind, desto mehr tun sie nerden. Okay, jetzt bin ich wieder zurück auf den Netz. Ich wollte noch anbringen, nur dass ich da bis jetzt eben dieses Multitail verwendet habe zum Anschauen von aber nie so wirklich glücklich war irgendwie da. Also LNAV auf jeden Fall ein Blick wert. Noch ein Logviewer für Webserver Go Access. Da habe ich früher immer verwendet das Analog, da hat man einmal alle Files durchpipen lassen und das hat dann so HTML-Reports rausgebracht. Und das Go-Access ist auch so ein Ding, dass das alles in-memory passt. Also du kannst ihm auch sagen, das ganze Log-Verzeichnis jetzt von deinem Webserver, das liest er dann alles in-memory, aggregiert und du kannst dann Top-Listen, alles auch in Curses basiert darstellen lassen. Sehr cool, da muss man natürlich auch anschauen. Auch filtern auf Domains und all diese Geschichten. Also wenn man Webserver logweise analysieren will, Go-Access ist so das Einfachste, um schnell was anzuschauen. Cool. Darf ich wenigstens zum anderen Thema herumnörden? Ich habe mich mit einem, aufgrund einer heißen Meldung, mit einem Google neuronalen Netzwerk gespielt. Wir topsen sie noch.
du toppst uns. Du toppst uns noch. Ja, ey, aber ich kann wenigstens Deutsch im Gegensatz zu. Schau, sie brauchst nur schauen, wie weit die einer die Augen offen oder zu hat. Das ist der Maßstab, ob sie abnördet oder ob sie noch verständlich redet. Und das Ding ist so ein neuronales Netzwerk, das stimuliert praktisch ein Gehirn. Ja, das ist also das Megading von der AI. Und da gibt es jetzt von Google, ich werde das in den Shownotes verlinken, kann man einfach ohne irgendwas vom Programmieren zu verstehen und ohne irgendwas installieren zu müssen, auf eine Website gehen und hat dort ein sehr kleines neuronales Netzwerk, das man sich durch Klicks verändern kann. Und das, dieses neuronale Netzwerk, so ganz habe ich es nicht kapiert, was das wirklich tut, ich habe fest daran herumgeklickt, versucht sozusagen eine, wie soll man das sagen, eine Grafik mit blauen und gelben Punkten drinnen. Das ist ein Quadrat, wo die Punkte herumliegen, mhm, und es versucht einzukreisen, wo die gelben Punkte sind oder wo die blauen Punkte sind. Also es versucht das vorauszuberechnen. Ja? Und du kannst mehrere Eingangsparameter festlegen. Also einmal ist so ein das Kastel geteilt, das blau oben ist und gelb unten, und einmal ist das so schräg geteilt, und du kannst mehrere Synapsen dazwischen schalten, einfach mit einem Plus, kriegst immer mehr Synapsen, und dann ergeben sich so Pfade, wo die Eingangsparameter zu den Synapsen führen, und dann kannst du mehrere Ebenen von Synapsen hintereinander schalten, wie bei einer logischen Unschaltung. Das heißt, die eine Synapse liefert nicht gleich das Ergebnis, sondern muss ihr Ergebnis dann weiterleiten zu anderen Synapsen. Und du merkst halt, obwohl ich war zu faul, mir die Beschreibung wirklich durchzulesen, was ich da tue, ich habe einfach fest herumgeklickt, je mehr du klickst, desto besser wird das Ergebnis. Also du siehst dann sofort das Ergebnis, entweder er kriegt nichts Gescheites zusammen, also dann ist dieses Punkteilfeld nicht wirklich eingeringelt, oder er kriegt wirklich zusammen, dass er nur so einen Fleck mit gelben Punkteilen einringelt. Aber gibst du da selber irgendwelche Informationen noch rein? Nein, nicht wirklich. Du klickst nur wild umeinander. Du klickst bei den Eingangsfeldern herum, wie viele Eingangsparameter hast. Das sind sozusagen die Sinnesorgane von diesem Hirn, was du da baust. Mhm. Und dann kannst du sagen, pro Verarbeitungsstufe, wie viele Synapsen gleichzeitig denken dürfen im ersten Schritt. Mit so einem Plus und Minus, und danach kannst du sagen, nein, das reicht noch nicht, ich will noch einen zweiten Schritt. Das heißt, der erste Gang von, die erste Gruppe von Synapsen darf noch nicht sofort das Ergebnis liefern, sondern liefert das weiter an eine zweite Gruppe von Synapsen, die noch einmal drüber nachdenken, und da ist natürlich jede mit jeder verschaltet, und du siehst so durch gepunkelte animierte Linien, welche jetzt an welche was liefert. Und du kannst beliebig viele Gruppen von beliebig vielen Synapsen hintereinander schalten. Das ist recht cool gemacht. Mit so Plus- und Minus-Sachen kannst du umeinander klicken und siehst in Echtzeit, wie dann diese Mustererkennung besser wird oder schlechter wird. Habe ich das? Ich bin dann das froh, dass ich vorher gewusst habe, was es ist. Ich weiß es nicht genau, aber wie gebe ich, also woher, wo kommt die Zielvorgabe her? Woher weiß das Ding? Da hätte man sich den Text durchlesen müssen, was ich nicht getan habe. Ich kann jetzt nur vom aber nämlich, das Ding muss ja wissen, was es tun soll eigentlich, stellt man vor. Ja. Naja, also die Grundaufgabe war, dass du sozusagen eine Mustererkennung machst. Er hat ein wildes Quadrat gegeben mit gelben und blauen Punkten drinnen, und er soll sozusagen Bereiche voraussagen, wo eher die gelben Punkte sind oder die blauen. Grob gesagt, er soll die gelben Punkte einringeln können oder die blauen. Wie lernt er das? Wie lernt er das? Indem du ihm eben genug Synapsen gibst, also die Eingangsparameter sind, dass du ihm sozusagen den Unterschied zwischen Blau und Gelb erklärst. Aber das ist unterschiedlich gemacht. Einmal erklärst du ihm, Blau ist oben und Blau ist unten. Du sagst, einmal erklärst du ihm, in der linken oberen Ecke ist Blau und in der rechten unteren ist Gelb. Die kannst ihm so, diese also verschiedenen Eingangsparameter kannst du ihm ein- oder ausklicken. Ne? Und wenn die sich dann mischen und durch mehrere Synapsen, je mehr er darüber nachdenkt, dann siehst du so, wie er da so herumdenkt, durch gestrichelte Linien. Einfach ausprobieren. Es macht völlig Spaß, sich ohne die Anleitung durchzulegen, wild umeinander zu klicken auf den Plus und Minus, sich die Gedankenströme da anzuschauen und ohne, dass man richtig kapiert, was man eigentlich tut, sich zu freuen, wenn dann das Ergebnis besser ausschaut, weil er dann wirklich nur und so gelbe Punkte einrichtet. So ist keine der Stand. Ohne nachzudenken, hingeklickt. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, ich lerne ja auch von meinen Schülern, das geht ja in beide Richtungen. Und ich weiß genau, meine Schüler würden weder zuhören, wenn ich länger als 20 Mikrosekunden über neuronale Netzwerke erzähle, noch würden sie sich um irgendwelche Erklärungen kümmern, noch würden sie sich sehr dafür interessieren, was sie da tun, aber sie würden begeistert rumklicken. Genau das habe ich gemacht. Und ich muss einfach sagen, das macht einfach Spaß. Aber es macht auch dadurch Spaß, sich dann wieder mehr mit neuronalen Netzwerken zu beschäftigen, weil das einfach ein cooles Thema ist. Genau. Ja. Wird verlinkt in den Shownotes. Ja, es klingt. Und heißt Google?
Ich weiß auswendig nicht mehr, wie es heißt. Es wird in den Shownotes verlinkt und man kann auch gleich bei Google Neuronal Network danach googeln, dann müsst ihr es auch sehen. Interessanten CRE zu dem Thema. Über neuronale Netzwerke. Ja, besonders über die Geschichte gerollt wird. Und das ist ja ein extrem cooles Thema, neuronale Netzwerke. Die werden ja uns alle beherrschen und Skynets machen und wir werden alle unnötig und deren Sklaven. Ne? Und nicht nur einen interessanten CAE, sondern auch ein interessantes Chaosradio. Ah, okay. Das ist eben. CR. Ja, okay. Die verwenden Hauptkürzung, das heißt einfach nur Chaosradio. Das versucht wirklich auf allgemein verständlichem Niveau es zu machen. Da haben sich vier oder fünf Forscher zusammengesetzt mit einem Radioreport und erarbeiten das Thema über 2 Stunden und auf immer wieder anderen Ebenen und immer wieder anderen Zugängen. Okay. Eine von den letzten Folgen findet man sicher in dem, im Feed vom Chaos Radio, eben sehr nett drinnen. Habe ich letztens erst, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche gehört. Mhm. Ja. Wie gesagt, auch noch so viel, ich stöber immer so raus, also ich picke mir immer Einzelthemen aus diesen aus dem CRE raus, aber ich habe noch so viele Sachen, die ich nicht gehört habe. Und ich nehme sie mir immer vor, aber das ist einfach noch so ein riesen Berg an Podcast-Folgen, die alle so interessant klingen. Also ja, ist auf jeden Fall jetzt auf der To-Hear-Liste. Hast du auch nicht genug Lebenszeit, um alle Podcasts zu hören? Und ich höre euch sogar, ja. Trotzdem. Lebenszeitverschwendung par excellence. Nein, ich fühle mich da sehr... Kannst du sagen, was machst du beim Podcast hören? Weil mich interessiert, kannst du dabei laufen oder Wäsche waschen? Nein, oder welche Spülkasten montieren? Nein, hatte ich einen längeren Weg in der Arbeit, was für Öffi fahren, sehr praktisch. Okay. Jetzt gehe ich halt nur zu Fuß, noch nicht so weit. Das ist, ist mein Podcast-Insight sehr eingeschränkt. Aber jetzt, ich habe dann angefangen, ein bisschen ins Fitnessstudio zu gehen, finde ich sehr angenehm. Also du pumpst Gewichte Klasse, und... Nein, so und nicht so auf Hardcore. Was machst du im Fitnesscenter? Ich versuche mich da heimisch zu fühlen. Ich war früher noch nie in der Fitnessstudio, also bin ich so mein Eingewöhnen. Aber das ist sehr angenehm, weil da gehen wir in der Früh vor der Arbeit, der kein Mensch dort ist. Und da habe ich dann meine Ruhe und höre meinen Podcast. Ja, Sport und Wege. Ja. Vor allem diese Sachen, dann war ich nur aus der Ausdauer, da habe ich mir ein Fahrrad auf so ein Vario-Ding und dann habe ich nur meine Musik im Ohr. Alle anderen schauen auf ihren Klotz-Ding, die haben also Bildschirme eingebaut, die Geräte. Was schaust du? Da kannst du USB-Stick anstecken oder aus dem Fernsehprogramm oder keine Ahnung was. Aber bevor ich da stehe und auf dem Fernseher schaue, bevor ich in der Welt draußen laufen gehe, denke mal, ist das fühle mich noch wohl mit einem Podcast. Ja. Jetzt komme ich mir gar so stupide vor, ihnen auf ein Ding zu laufen, auf ein Bildschirm zu schauen, das ist halt so was. Ja. Das ist tropisch, also ich habe ja, also beim Radlfahren ist Podcast hören, also man dürfte wohl, glaube ich, sogar mit einem In-Ear dürfen. Also, aber mir ist es tatsächlich zu gefährlich. Ja, in Wien, in München kann man das vielleicht machen, in Wien nicht, aber das ist mein Ranch später. Ne? Ich habe jetzt dann mal angefangen zu laufen. Ich mochte es immer nie und irgendwann hat es mir so geärgert, dass ich irgendwie eigentlich eine gute Kondition habe und eigentlich mich gern bewege, aber immer stepper zum Laufen bin. Mhm. Mir geht nach 10 Sekunden die Puste aus und jetzt habe ich angefangen zu laufen. Das führt aber jetzt noch nicht dazu, dass ich viel Podcasts höre, aber weit komme ich noch nicht. Aber vielleicht sollte ich jetzt einfach sportlicher werden. Weil ich habe gemerkt, als Podcast hören während dem Laufen finde ich einfach ist gut. Toll. Mach ich gerne. Das auch mal probieren. Ja. Es ist problematisch, wenn ich beginne, mich nebenbei irgendwas zu arbeiten, dann da höre ich mit und so weiter, davon bin ich mit drin und merke, ich habe die Hälfte, die letzte Viertelstunde gar nicht connected und das funktioniert nicht so wie Musik. Darum arbeiten kann ich nur Musik. Ja, so. Also eben lange Zug- und Busfahrten waren sehr praktisch und leider habe ich jetzt diesen Vorteil, dass ich nicht weit gehen muss. Jetzt habe ich ganz viel wertvolle Podcast-Zeit verloren. Ja. Ja. Beim Radfahren mit offenen Kopfhörern geht's. Ja, also wie gesagt, beim Radfahren, ich weiß nicht, ist ungewohnt für mich und ich höre so auch relativ leise, damit ich mir Umwelt noch wahrnehme, aber das... Sorry, Frank Reger, wie machst du das? Du hörst ja extrem viele Podcasts. Ja, zum Einschlafen, zum Aufstehen. Ah, okay. Dann habe ich große wie, also ich fahre in die Arbeit, habe ich. Also Arbeitswege? Okay. Beim Laufen, wenn ich wieder mal laufen gehen würde. Das ist noch so ein Vorsatz. Ja, okay. Noch ein Vorsatz.
und dann abends Couch, genau, also, surfen, also zu Hause so. Freizeit, oder beim Passivcomputer spielen, hörst du Podcast an? Kommt auf das Spiel drauf. Aha, ja. Bei manchen Spielen ist ja durchaus der Sound dann auch wichtig, oder bei Dialoge, wenn Talkie irgendwie dabei ist. Ich höre bei uns allen beim Laufen seinen Konjunktiv. Ja, jetzt mal, aber jetzt, wo ich jetzt angefangen habe, dann kann ich ja jetzt mal, wollte ich ja jetzt nicht einfach so aus Was hält ihr von einer Biertaucherstaffel beim nächsten Marathon? Marathon ist aber schon ein bisschen hart. Bleiben wir beim Konjunktiv, würde ich sagen. Der letzte war vor zwei Wochen, also es ist fast ein Jahr. Also Staffel heißt, jeder müsste ein Viertelmarathon machen. Nein, es ist unregelmäßig. Der längste hat 15, die kürzeste Staffel ist 5 und dann gibt es dazwischen noch eine 9 und eine 11er. Geht sich das aus? So ungefähr. Wir reden von Kilometern. Wenn wir ein Jahr Zeit haben, dann schafft man das schon. Und ein Jahr haben wir Zeit. Ja, da machen wir. Geht schon. Ich möchte aber so ein Biertaucher-Podcast. Ja, natürlich. Bedingt. Und ich bin hier, weil mich Stefan dazu vertraut. Stefan ist schuld, ja genau. Ich muss sagen, ich bin einmal in meinem Leben aus Gaudi beim Marathon mitgelaufen, weil die immer von meinem Haus vorbeilaufen, bin ziemlich weit gekommen, aber irgendwann war es mir dann halt auch zu fahren. Ich bin wieder umgekehrt. Trainings- und Fitnesszustand, einmal die 15, einmal die 9 und einmal die 5. Mhm. Also es ist dann immer schlechter geworden mit der Kondition, also es wäre wieder anspruchsvoll, aber es war ein Mordspaß, also durch die Zuschauermassen da durch, schon lustig, wenn man ein Riesenspaß. Ich nehme an, es macht mehr Spaß am Teilmarathon zu rennen als am ganzen, weil es halt der absolut ja. Das sollte man jetzt eigentlich auch rausschneiden. Das wird sicher peinlich. Ich bin sehr dafür, dass man das rausschneidet. Ich hätte es ja verschriftet, aber ja, die Shownotes. Ich halte mich da vorne zurück. Johnny, du bist bei Abstand der sportlichste. Ja, aber ich habe mit dem Knie. Ich habe wirklich. Mit dem Knie. Johnny, was tust du eigentlich den ganzen Tag außer verheiratet sein, weil du so lange nicht mehr beim Podcast bist? Hast du irgendwelche so ganz coolen Nerd-Projekte derzeit, die so super geheim sind? Arbeitest du an einem Leben am Mars oder an Überwachungsdrohnen oder an unserer am Skynet? Nein, also ich arbeite einfach nur viel, aber nicht gern, aber oft. Aber, ja, zu Hause, ich bin jetzt nicht an irgendwelchen großen Projekten, also sehr was zu erzählen, aber die. Ja, so viel auch mit sozialem Leben und Fortgehen beschäftigt. Echt? Ja. Du hast soziales Leben? Erzähl davon. Erzähl, wie ist das denn? Wir kennen das nicht. Nein, es ist so bei uns, seit ich jetzt im 6. Bezirk wohne, hat es sehr angenehm ergeben, dass wir alles also einige Leute in Gehweite wohnen und das hat sie. Hast du junge Familien entdeckt oder junge? Nein, oder Leute? Ja, eher Freundeskreis von früher oder von der ganzen Teil. Habt ihr eine Burgenländer-Kommune gegründet, ist ein Exklave? Nicht nur. Okay. Kannst du sogar im 6. Bezirk erzählen? Ja, also ich muss sagen, ich finde es sehr, also gerade jetzt am Wochenende habe ich es wieder voll, ich meine, ich nutze es sehr wenig. Ich muss sagen, es gibt so viele Sachen, die man denkt, das wäre so cool und ich gehe aber dann nutzen, ich finde es wenig, weil jetzt am Wochenende wieder ist eben Semper Depot, kommt auf der Straße, da können wir zu Fuß spazieren. Und dann eben, wir haben da ums Eck ein paar Pubs und dann denke ich mal, wenn wir uns treffen, andere Leute von Dubern her und so, ja, passt, ich bin dort. Also du warst in der WG fortgegangen? Nein, es ist jetzt nicht direkt, es ist so in der Gegend Gumbler Straße und Friedlerstraße ist in Gehweite. Also Naschmarkt ist in Gehweite schon. Genau, Naschmarkt ist auch so in 10 Minuten und es ist, hat sich so zufällig ergeben. Also es war jetzt so, wir haben es halt so gesucht und dort einen Preis für die Wohnung gefunden. Halt ohne Lift im 4. Stock, aber das ist Sport. Ja, das ist auf jeden Fall wert. Mein Knie kein Problem. Nein, ich glaube, dass mein Knie hat das begonnen nach dem Fitnessstudio. Ich muss euch schauen, was das hat. Aber prinzipiell finde ich es sehr lebenswert hier. Das Einzige ist so wirklich für ewig vielleicht auch nicht, weil ich doch irgendwann vielleicht mal was Grünes mehr hätte. Weil du bist ja geborener Burgenländer. Ja, genau. Und bist du am flachen Land aufgewachsen? Oder? Ja, bei uns ist flach. Nein, ich meine, bist du wirklich am Land aufgewachsen? Ist hügelig. Oder bist du in Eisenstadt oder irgendwo? Nein, ich bin aus dem Nordburgenland, aber auch nicht direkt beim Neusersee, sondern direkt vor der ungarischen Grenze, die ungarische Tiefebene, also Bandorfer Platte. Okay. Das Zurndorf heißt die Ortschaft. Okay, du bist gewohnt, dass es das eine Natur gibt. Ja, genau. Also vor allem, dass du hinten rausgehst, hinter uns und dann ist grenzen die Acker an und dann gehst du. Also mein Bruder hat
ist hinten früher rausgelaufen und bist im Kilometer draus, bist im Wald. Also ja, du hast wirklich eine andere Lebensqualität und Luftqualität. Du bist in der Ukraine. Genau. Nein, es ist, mittlerweile ist bei uns auch mehr Lichtverschmutzung, weil wir auch nahe einer Stadt leben. Ah. Bratislava ist. Bratislava ist leuchtet. Luftlinie 10 Kilometer, 15 Kilometer entfernt. Nein, 15 Kilometer wird es sein, aber. Ist das jetzt schon die Gegend, wo die ganzen Leute hinsiedeln, die in Wien und Bratislava arbeiten und dann billig im Burgenland leben wollen? Nein, es ist schon so, dass auch in unserer Gegend dort viel an Zusiedlung momentan ist. Mhm. Also, ich meine, ich bekomme es nur Innenseitenkunden, also indirekt durch meine Eltern mit, dass halt schon auch so viele Leute aus Bratislava herziehen und sich quasi in Vorstadt das auch leisten können in Österreich mittlerweile. Und das ist, interessant. Wächst da sehr zusammen irgendwie. Aber jetzt ist nochmal, ich möchte dich nicht verstehen. Ja, aber wenn ich das richtig kapiert habe, als Student bist du dann nach Wien gezogen oder wahrscheinlich schon ein bisschen früher? Nein, ich bin erst als Student, aber nicht ganz, ich war nicht gleich Student, ich bin erst mit 20 nach Wien. Ich habe vorher noch Zivildienst und dann bei der Rettung gearbeitet. Okay, also noch hauptberuflich bei der Rettung. Und dann warst du im Burgenland daheim? Student, das hat sich so zufällig ergeben eigentlich, weil ich hatte nicht vor, in ein Studentenheim zu ziehen, aber bin dann in ein Studentenheim gezogen. Mhm. Und es gibt in Wien mehrere, die Bundeslandbezug haben. Mhm. Das heißt, dass die Bundesländer die halt fördern, wenn die halt mindestens 70% oder weiß nicht genau, wie viel Prozent. Die Söhne und Töchter des Landes da nicht. Gibt es ja Haus Salzburg, Haus Oberösterreich und so weiter. Und die war halt in einem Burgenlandhäuser, gibt es mehrere. Ich muss dazu sagen, für ausländische Hörer, die sind alle berühmt für ihre Heimfeste. Genau, Haus Burgenland. Wir waren ja mal beim Sticker tragen eigentlich. Ja, nicht alle, nur das Haus Burgenland 3 besonders. Das kann ich bestätigen. Aber ja, und ich muss sagen, anfangs halt eben. Weil ich bin ja nicht direkt nach der Schule eingezogen, also nicht jetzt gleich sofort jemanden gehabt, mit dem ich zusammenziehe. Und anfangs hast du damals so ein Doppelzimmer gekriegt. Aber im Rückblickend war es ein super Ding. Also ich bin dort so schnell, in einem Studentenheim hast du einfach so schnell so ein großes Netzwerk. Umfeld um dich. Und eben da, ich war auch sehr lange dort. Mhm. Das war eigentlich kein Geheimnis. Eben auch, weil ich habe dann dort auch, als ich einzog, gab es dort kein Internet noch und dann war ich Teil dieses Internetprojekts und dann habe ich dann dadurch halt auch noch als ehrenamtlicher Mitarbeiter Vergünstigungen gehabt und so, und so hat es für mich halt auch finanziell ausgewertet, aber also dort zu wohnen. Und das ist halt schon, also diese Community, da sind so viele Freundschaften oder auch Bekanntschaften entstanden, die jetzt Jahre später dann auch, was mich jetzt interessiert, weil ich geborener Wiener bin, zieht es dich jetzt, weil du bist jetzt in deinen 30ern bald, sehe ich das richtig? Oder? Ich bin bald in meinen 40ern. Okay. Also ich bin schon näher beim 40ern. Heiratet, hast deinen Job in Wien und so, jetzt bist du aus dem Studentenheim ausgezogen und so. Zieht es dich jetzt langsam wieder ins Burgenland zurück oder bist du jetzt sozusagen ein Gewinn für Wien eigentlich? Also da, weil du hast ja in Wien deinen Arbeitsplatz und alles, also das interessiert mich so ein bisschen, das Thema Landflucht und Stadt. Und das ist ein interessantes Thema und das war, was ich vorher angesprochen habe. Also ich sehe es jetzt in meinem Umfeld, weil ich doch in einem Alter bin, wo viele meiner, oder einige, wir haben zumal sehr spät Kinder bekommen, oder doch einige schon mittlerweile. Und also du bist jetzt im Alter, wo man Kinder kriegen könnte, sozusagen. Die Leute, die halt Kinder haben, die sagen dann so spätestens damals in die Schule kommen und so weiter, und wollen sie doch, weil sie selber im Land aufgewachsen sind und dass sie das auch das erleben können, die Kinder. Mhm. Und also vielleicht war es damals auch eine andere Zeit, weil wir uns, meine Eltern haben eine Landschaft gehabt, die haben keine Zeit gehabt, auf die Kinder zu schauen. Wir waren frei. Wir waren frei und haben den ganzen Tag Blödsinn gemacht und waren allein nicht irgendwo und sonst unterwegs, also mit dem Fahrrad und weg. Sobald wir auf dem Fahrrad waren, waren wir halt im Ort unterwegs. Oder hinten, wo, ich meine, dass uns kein Jäger erschossen hat, ist eh nur. Aber das, und ich kann gut verstehen, dass man das für ein eigenes Kind halt nicht auch möchte, wenn man sowas kennt. Und ich muss aber momentan noch sagen, dass ich das in Wien halt eben jetzt, das Wochenende hat man wieder gedacht, wir sind so spontan von der Maker wieder heim spaziert, dann kurz mal einen Kaffee rein, dann noch am Abend dann. Also du bist noch in der Phase, wo du das Stadtleben jetzt genießt. Ich genieße es total sehr, obwohl ich weiß, dass ich jetzt, ich habe nicht einmal einen Balkon in der Wohnung und das würde ich zum Beispiel schon ein bisschen. Mit der Family kann ich glaube, wenn ich älter werde, kann man vorstellen, dass mir es dann immer mehr abgeht, dass ich gerne ein bisschen mehr Grün hätte oder so. Aber was ich auch nicht möchte, ist dann so in den Stadtrand. Ja, noch, weder aber dann habe ich weder noch. Kein Fisch noch Fleisch, ne? Ja, genau, aber dann habe ich. Dann bin ich erst irgendwo nicht wirklich. So sieht es nur wieder Österreich. Also so Dorfgemeinschaft und so, auch wenn ich selber jetzt nicht so intensiv erlebt habe, aber ich glaube, das ist schon noch was anderes, wenn du irgendwo in einer Stadt lebst. Und Anna, was sagst du? Ich bin am Stadtrand einer Kleinstadt aufgewachsen. Mhm. Und Stadtrand einer Kleinstadt ist blöder, geht gar nicht mehr. Mhm. Weil du hast nicht richtig Land und du hast aber eine richtige Stadt. Und Stadt auch nicht. Und als Kind, nur am Rand und als Kind hockst du dann an diesem blöden Stadtrand rum. Und bist nur in die große Stadt, wo was los ist. Und ich bin ja dann auch irgendwann in die große Stadt. Ich bin erst nach Nürnberg, was ja auch nicht
ganz ja. kleines und in Fürth angrenzend ja. und dann bin ich nach München. Dich hat es nicht mehr zurückgezogen in den Stadtrand einer Kleinstadt? Nee. Seid ihr alle eigentlich, also du bist ein Stadtkind? Ich bin Wiener. Das wusste ich auch nicht. Stadtkind. Du bist geborener und geboren, gelernt. Wiener. Ich habe ein paar Jahre in Graz. Das kennt man da gar nicht. Pubertät. Die hätte ich mir viel grantiger und so vorgestellt, echt. So da eh jede Woche bei. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich hatte Freunde aus dem Land da ja. irgendwann, als ich noch in der Kleinstadt war. Und das ist eine andere Welt. Ich glaube, wenn ich da draußen am Land aufgewachsen wäre, dann hätte ich mich wohl gefühlt. Dann wärst du in der Blasmusik-Kapelle gewesen. Nee, wahrscheinlich auch nicht. Aber die waren alle ein bisschen schräg da drauf. Die ja. sind immer noch alle ein bisschen schräg da draußen, drauf. So irgendwie, das ist das so hätte total schon lang. Ja. Irgendwie, das hätte mir, glaube ich, gefallen. Da kann man so ein bisschen also vor sich hin eigenbrödeln oder so. Und da hast du dann Freiheiten, während du, wenn du in der Stadt wohnst und auch selbst wenn es der Rand von der Stadt ja. ist, du bist einfach in der Stadt. Du kannst ja. nicht einfach raus und weil das sind Autos und so. Ich muss aber ehrlich sagen, ich würde jetzt, ich finde es ganz nett, dort zu Besuch zu sein. Ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, dort zu leben. Und für mich ist die Entscheidung tatsächlich, jetzt wenn ich bist du Großstädterin, jetzt bewusst überhaupt, dann lieber richtig Land. Ich muss sagen, was halt schon schwer machen würde, so die optimale Situation, die halt leider nicht eintritt, ist ja so, wenn, sagen wir, eben wie so studentenartig eine große Gruppe gemeinsam in einen Ort ziehen würde. Sagen wir, unser Freundeskreis beschließt jetzt auch, wir sind. Wir erobern jetzt Büssing und übernehmen das. Büssing ist eine große Stadt. Aber in der Realität schaut es halt anders aus. Ja. Also Leute lernen ihn kennen, heiraten dort und dorthin. Also ja. Das ist halt so das. Und ich glaube, wir werden es auch davon abhängig machen, wo sie halt. Weil ich möchte zum Beispiel nicht wohin ziehen, wo ich gar keinen Bezug hin habe. Also, du würdest dann eher dorthin ziehen, wo Freunde von dir sind? Ja, weil mir geht es schon darum, dass ich da auch Leute um mich habe. Aber das ist interessant, diese Idee mit Freunden irgendwo in ein Haus oder in irgendeine Community zu ziehen, das kommt dann mit dem Laufe dann schon immer wieder auch hoch. Ich kann mich nicht zurückhalten, es gab in Burgenland so ein Projekt, das hat Müllkommune geheißen. Aber das war in meiner Heimatgemeinde. Echt? Das war das, ja. Ich habe das als Kind miterlebt, also die sind ja. total ausgegrenzt worden von der Ortsgemeinschaft und so. Und also die haben nicht wirklich interagiert mit dem Ort? Gar nicht, die waren 6 Kilometer außerhalb der Ortschaft. Das war ja damals früher ein verlassener Gutshof und die haben das Areal gekauft und damals große Förderung vom Land, halt Wohngebäude und so errichtet. Und die Kommune war halt eine Mauer rundherum und wir sind damals war alles Feldweg. Und das Kind hat mich nicht gewundert, also draußen ein Schild steht: Achtung Schulkinder. Du hast 6 Kilometer Feldweg und auf einmal steht: Achtung Schulkinder. Da drin hat eine eigene Schule war. Und die haben eine eigene Schule gehabt, oder? Die waren da völlig autark. Und ich weiß noch, was das haben wir dann miterlebt noch, als die Kommune dann geschlossen wurde, dass die halt dann eingeschult wurden in die öffentlichen Schulen, aber halt dann zum Teil mehrere Jahre unterhalb der eigentlichen Schule. Also haben die nichts gelernt gehabt in ihrer Schule? Halt, ja, also zumindest in unserer Klasse war niemand, das sind keine, haben niemand persönlich kennengelernt, Deutsch bekommen, dass die Parallelklassen sind. Aber ich weiß noch, halt, in der Ortsgemeinschaft ist halt da, die komischen, die kommen aus der Kommune erst. Also die waren da, also ich habe erst viel, viel später und im Nachhinein, ich finde es total interessant, also die ganzen Filme, also bei den Filmen, die rausgekommen sind, ich habe voll Interesse verfolgt, weil es ja quasi in, eben der eine Filmemacher ist auch im selben Jahrgang wie ich, denke mir, der ist dort aufgewachsen, 6 Kilometer von mir entfernt, in so einem ganz anderen Leben. Ja. So unvorstellbar eigentlich. Und ich finde das voll spannend und arg, also nicht arg, ich meine, spannend eigentlich, was da passiert ist, aber auch natürlich sind auch Dinge passiert, aber das war, ist mir damals, im Nachhinein finde ich es so arg, dass es damals überhaupt nicht bewusst war, dass so andere Welt abgeht. Und, mit vielen Idealen und auch vielen gescheiterten Idealen, aber das, ja. Aber die ehemalige Kommune ist jetzt mittlerweile auch eine sehr beliebte Wohnsiedlung, also die ist, ich glaube, das gehört jetzt zum Teil dem Land, da sind viele private Genossenschaftsbauten dort entstanden und das dürfte auch ein sehr beliebtes Zweitwohnsitzziel sein. Und nachdem die Einwohner zu unserer Gemeinde gehören, hat unsere Gemeinde so deutlich mehr Einwohner, also ich weiß nicht, da wohnen auch schon ein paar hundert Leute draußen. Salzburg, Grundsteuer. Wobei ich glaube, da sind es kaum mehr von den Leuten, kaum irgendwelche von den ehemaligen Kommunaden, sondern wirklich halt normale Wohnungen da draußen. Und ja, es gibt auch so ein Restaurant draußen, wo man bei Familienfeiern schafft, das draußen sehr schön ist und so, aber ja. Stefan, was ist dein Input zum Stadtmensch versus Landmensch?
IT-Mensch. Ich lebe IT-Mensch. Ich bin geboren in Wien, aufgewachsen in einer, du nennst das Kleinstadt, wir haben es glaube ich Mittelstadt genannt, also 50.000 Einwohner. Was? In St. Pölten. Ah, okay, ja. Und habe dort gewohnt. Hauptstadt von Niederösterreich. Damals noch nicht, so alt bin ich. Okay. Das wurde dann erst mit der Umbenennung zu Ludwigsburg. Habe dann studiert in Wien und damit de facto eigentlich in Wien den Tag verbracht und in St. Pölten war Schlafstadt. Mhm. Da habe ich dann eben festgestellt, dass das ein Leben ist, das möglich war, was mir in den Jahren vorher nicht klar geworden ist. Da war Wien eine andere Welt für uns. Also wir waren zweimal im Jahr vielleicht in Wien, obwohl es 40 Minuten in Zug war. Also das ist auch eine komplett andere Welt in dem Sinn und mich zieht wenig raus zurzeit, weil einfach so viel mehr an Möglichkeiten da zurzeit ist. Ich muss sagen, diese Studentenheimzeit, wenn ich das nicht gehabt hätte und schon damals gewusst hätte, was es in Wien so an anderer Community gibt, zum Beispiel so das Meta-Leben habe ich total spät erst entdeckt oder die Bierdacher. Also die Bierdacher noch viel später. Und dann, also dass sie jetzt, wenn man aktuell uns schaut auf Meetup, gibt es tausend Dinge, die interessant sind. Und Studenten haben halt einfach sehr viel geschlossene Community halt gehabt. Das hat weniger, aber da auch eine sehr große Community. Also da laufen Leute ein und aus, und so, es war immer. Aber es hat auch viel Zeit gebunden. Gut gebunden. Und Gregor, dein Input, du bist geborener Wiener oder Gelehrter? Ja. Ja, und dich zieht es nicht in irgendwie Freiburg? Ich habe im Randbezirk gewohnt, irgendwie. Also, da kommt das Elternhaus dort. Und bin dann relativ bald. Nein, ich habe eigentlich noch, also wie ich begonnen habe zu studieren, ich bin dann, glaube ich, so mit ab 24 in den 6. gekommen. Und seitdem im 6. bieten geblieben. 24, 25. Ja, und möchte es nicht missen, also mir ist dann schon im Randbezirk zu wenig los. Kann es aber verstehen, ich meine mit Family, wenn man dann so, weiß ich nicht, da draußen wohnt, wenn man angebunden ist mit der U-Bahn, dann hat man schon, dann kann man schon Best of Both Worlds erleben, wenn man möchte. Ja, ein bisschen im grünen Arschen und es setzt sich in den Bier und ist irgendwo da. Das geht dann schon. Aber zurzeit fühle ich mich einfach pudelwohl im 6. Also merkt es ja auch. Ich schreibe gern durch die Seitengassen vom 6. Anna, was sagst du, du deutest gerade? Du bist ja auch im 6. mit 6. Ich kenne ja die Wohnung und also, wir haben ja eine Terrasse. Also wenn ich jetzt zu meiner Wohnung so eine Terrasse oder so, dann wirst du auch immer nie wieder wohnen. Also das kann man so als Lebensziel so wohnen. So. Ja, das ist so. Ich sage immer, ich hätte gerne einen Garten, aber wenn man so eine Terrasse hat, dann braucht man eigentlich einen Garten. Die Marienhilfestraße hat jetzt auch so viel mehr an Lebensqualität. Ja, die Funzo hat einfach wirklich. Also ich wohne ja auch fast im 6. Also ich muss ja bloß einmal über die Straße gehen und dann bin ich schon im 6. Ja. Kann man nicht meckern. Ja, besonders auch 6., 7., 5., das gesamte Gebiet herum ist einfach finde ich immer noch spannend. Da tut sich einfach viel. Ich finde jetzt gar nicht so spannend. Das Filmcasino beispielsweise. Ja, so ein Casino. Ja, und wenn du dann nach vorne gehst, da war man früher oft weg, da kommst du Richtung TU, da ist dann das Schikaneder und so, da gibt es ja das Filmcasino. Das ist ganz toll. Das kannst du folgendes da anschauen. Ich kenne ja noch alles nicht. Gut. Ist total gut. Ich studiere immer der TU in Stein. Hab ich nicht gemacht. Darf ich da herumphilosophieren? Ja. Ich kann einstreuen, dass wie ich jung war, so 18, hat mich das immer in Wien angezipft, dass man so anonym ist in der Großstadt. Also ich habe es ja beobachtet, meine Freunde hängen in Klicken herum, wie du jetzt sagst, die Burgen in daheim und bewegen sich dann eigentlich in einem Kreis, als würden sie in einem Dorf sein mit ewig den gleichen Leuten. Und das hat mich schon angezipft. Und sonst, wenn du halt als jetzt nicht so weltmännischer Jugendlicher da herumgehst, triffst nicht leicht Leute oder lernst, machst nicht leicht Kontakte. Mir ist damals so gegangen, 80er Jahre. Ja. Und ich habe dann ein paar Jahre in Graz studiert und dort habe ich das sehr genossen, in einer kleineren Stadt zu sein, wo ich eigentlich nichts machen muss, außer da in der ÖH oder halt so rumwurschteln und in den Lokalen und dauernd dann Leute treffen und mit dem Fahrrad fahren kann. Und für mich war das halt sehr erholsam. Jetzt würde ich es nicht mehr attraktiv finden. Jetzt bin ich Graz wieder sehr gerne. Und man findet das schon auch. Also wenn ich jetzt schon länger nicht mehr, aber ich war da eine Zeit lang öfters auch so wochenendsmäßig dort in Graz und wenn du am Abend weggehst, dann kommst du viel leichter mit Leuten nett ins Gespräch als in Wien. Es gibt schon so ein bisschen in Wien die Kultur, dass wenn du da irgendwie mit anderen Leuten zum Quatschen beginnst am Abend, ist es erstmal so ein bisschen
Kannst du schon als der komische kennen. Ja, und was ich denke, was aber einfach eine natürliche Funktion der Größe einer Stadt ist, wenn ich in Graz mit wem quatscht habe, habe ich mich nicht sehr darum kümmern müssen, da jetzt Telefonnummern auszutauschen. Ich muss gestehen, das war noch vor dem Alter, wo jeder eine E-Mail-Adresse gehabt hat. Mhm. Ja. Sondern du hast dich einfach um nichts bemüht, weil du hast gewusst, früher oder später, spätestens in einem Monat beim nächsten Studentenfestel laufen wir uns über den Weg. Mhm. Und es war gleichzeitig groß genug, dass, wenn du jetzt einen Streit gehabt hast mit wem, dass du dem aus dem Weg gehen hast können. Also für mich war das ideal. Und in Wien war halt immer so, wenn du da jetzt wen triffst oder wen kennenlernst und du quatscht ein bisschen, entweder musst du extrem aufdringlich dann da so Telefonnummern austauschen oder was ausmachen, oder du siehst den nie wieder, außer du bewegst dich in einer sehr kleinen Blase, was weiß ich, jetzt nur Just-Studenten eines gewissen Jahrgangs oder so. Und das hat mir halt als Jugendlicher keinen Spaß gemacht. Deshalb frage ich euch dazu dann. Ich kann es so gar nicht beurteilen. Ich mir, wenn es ihr jetzt gerade so oder wenn du gerade von der Anonymität gehst, dass dann mir gedacht, du kriegst München nicht. Ich glaube, also München ist, also in München, andersrum, ich habe in Wien das Gefühl, dass ich willkommen bin, dass die Leute kommunikativ sind. Ja, Wahnsinn. Das alle total. Entschuldigung, ich muss das kurz beschreiben. Alle schauen jetzt so auf die Anna und denken so aus dem Blick, kann man rauslesen: Ja, das ist unser Fan, die Anna, die geben wir denen jetzt nicht mehr zurück. Es ist, also verglichen mit München, ist es halt hier irgendwie alles total gemütlich und so. Die Münchner sind sehr kühl, können wahnsinnig kühl. Kühl? Ja, und oberflächlich können sie auch unheimlich sein. Und ich mag München gern und ich habe auch das Gefühl, also ich fühle mich jetzt eher nur als Münchnerin, als wie als Landsberger, weil ich einfach wahnsinnig lange in München schon war. Trotzdem finde ich Wien einfach netter. Die Wiener werden dem Ruf nicht gerecht. Ich muss sagen, ich kenne auch nur nette Wiener, muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß ja auch nicht. Aber es mag sein, dass ich tatsächlich durch München geprägt bin. Ja, muss man schon auch sagen. Ja. 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 Vielleicht bin ich da einfach von München geprägt. Vielleicht hatte ich auch viel mit solchen Leuten zu tun, die so ein bisschen oberflächlich also oder ein bisschen arrogant sind. Ich weiß es nicht. Ich bin nie noch nie einen netten Nachbarn gehabt. Und ich glaube, nette Nachbarn, das ist jetzt das Wort, das weiß ich nicht. In Wien, nette Nachbarn. Das weiß ich nicht, die kenne ich nicht. Also meine Nachbarn in München, die waren sehr nett, aber ich kenne meine Wiener Nachbarn noch nicht. Aber so insgesamt, wenn ich irgendwo hinkomme, vielleicht ist es so, dass die Wiener gerne mehr reden als die Münchner, dass man deswegen vielleicht besser Kontakt knüpft. Aber eigentlich wollte ich ja schimpfen, weil du hast mir letztes Mal bitte, gefragt, such da mal, ja. Ich fahre gerne Rad. Und ich bin zwar Radfahren aus München gewohnt. Und ich bin, es ist, jeden Dienstag denke ich mal, seit ich in Wien bin, es ist ein Wunder, dass ich noch lebendig hier sitze und nicht völlig eingegipst in irgendeinem Krankenhaus weg. Weil Radfahren in Wien ist ja, da kannst du ja eigentlich nur mit einer Rüstung. Sein, ja. Das ist ja unglaublich. Und ich hab ja so eine Theorie, woran das liegt. Es ist in Wien, es gibt viele Radwege und die sind toll. Nur die Radwege, die sind abseits von den Straßen. Ja. Und man bringt den Autofahrern quasi bei, die Straße gehört dir und nur dir alleine, du darfst die aufhören, wirst machen. Wenn es dich tröstet, das war früher noch viel schlimmer. Und ich finde es eine Katastrophe. Ich habe es heute wieder erlebt, ich bin auf einer Straße gefahren, weil da war kein Radweg und ich habe mir jetzt inzwischen angewöhnt, dass ich in der Mitte dieser Straße fahre, damit nicht jemand versucht, mich zu überholen, mich dabei beinahe versehentlich vom Radl runterschmeißt. Ja. Dann fängt einer an zu überholen, trotzdem, obwohl ich in der Mitte dieser Spur fahre und während der Fahrer auf meiner Höhe ist, zieht er rüber auf einer Spur. Ja. Weil man denkt, ja, bist du deppert, geht's noch? Fotografieren und Anzeige. Es war bergauf die Otto-Bauer-Gasse und ich war sowieso ein bisschen aus der Puste. Ich konnte da leider nichts anderes als ausweichen, wo ich mir gedacht habe, ja, geht's einfach. Also ist der Satz hier total narrisch. Warum machen die Leute das, weil sie das nicht gewohnt sind? Ich bin ja schon angeplärt worden, also ich bin am Naschmarkt langsam. Im Naschmarkt, da gibt es, glaube ich, irgendwo einen Radlweg, aber da gibt es ganz viele Touristen auf dem Radlweg und da fährt man mehr Touristen über den Haufen, wenn man mit dem Radl irgendwie fahren möchte.
Und war dann eben auch auf der Straße, weil man ist ja nicht gezwungen, diesen komischen Radweg zu fahren. Moment, da gibt es schon irgendeine Frau. Da gibt es irgendwo, da war... Du hast schon Benutzungspflicht. Wenn es einen gibt, sollte es ihn, glaube ich, nutzen. Ja, der läuft aber nicht an dieser Straße, sondern er läuft an so einer Parallelstraße. Aber also prinzipiell ist die Straße für alle Verkehrsteilnehmer dann. Ja? Du bist als Rad an sich theoretisch gleichberechtigt. Ich hätte auf jeden Fall einen Umweg fahren müssen, um da, und dann war da jetzt keiner. Und dann bin ich aber trotzdem angeleert worden, ich soll auf den Radlweg, wo man denkt, damit zu suchen aus vollem Herzen. Soll ich jetzt fliegen? Nein. Das sind die scheiß Autofahrer in Wien, die glauben, die Stadt gehört ihnen. Ne? Ich finde es aber das, also ganz, das ist leider über die Jahrzehnte aufgebaut worden, dieses Image. Ich bin ja schon Auto gefahren, in Wien, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also der Wiener Autofahrer hat dann wohl sehr vom Kennzeichen ab. Ein bisschen Respekt vor dem Auto und vom Radenbahn. Wen findest du das, wenn du dann nicht Wiener Kennzeichen fährst? Meinst du, sondern eher verständnisvoll sein, weil der in Wien nicht fahren kann? Ich bin eben mit St. Pöltener Kennzeichen mehrere Jahre in Wien gefahren und zur gleichen Zeit auch parallel mit Wiener Kennzeichen, was zivil zum Beispiel, man dann halt mit dem Auto von der jeweiligen Einrichtung mit einem Wiener Kennzeichen in Wien fahren. Das ist viel einfacher. Sonst netter zu dir die anderen Autos. Ja, und es ist auch so, je größer das Auto ist, auch desto einfacher. Also mit einem kleinen Bus durch Wien fahren ist überhaupt kein Problem, da weicht jeder aus. So, weil du stärker bist. Ja, das jetzt fällt mir nämlich gerade auf, weil mit einem Nicht-Wiener Kennzeichen bin ich bisher bloß mit Umzugsautos durch die Gegend. Und um jetzt gleich nochmal weiterzumachen, ich würde ja gerne Fahrradwege benutzen, aber wenn dieser Fahrradweg plötzlich aufhört, der ist ausgeschildert, dann heißt es rechts abbiegen und dann heißt es Fahrradweg Ende, dann kann ich keinen Fahrradweg mehr benutzen. Boah. Also bitte jeden dieser Rennen sofort an Martin Blüm, Fahrradbeauftragten von Wien, schicken und den Rest an meine Schwester, Fußgängerbeauftragte von Wien. Und, die freuen sich, wenn sie das verwenden können. Das mit dieser Fahrradwegbenutzungspflicht finde ich interessant, weil ich finde es ein Fehler. Weil man dadurch nämlich den Autofahrern erst recht beibringt, du darfst die auch finden, magst. Mhm. Dazu möchte ich sagen, dass in Graz ja, die haben vom Knoflacher, glaube ich, schon in den ziemlich früh 80er das Verkehrskonzept kriegt, das prinzipiell Tempo 30 ist und das ermöglicht es, Graz ist eine Studentenstadt mit vielen Fahrradfahrern, das ermöglicht es, am Radfahrer im Verkehr mitzufließen. Deshalb ist in Graz total selbstverständlich, außer bei so ein paar Vorrangstraßen, dass auf der Straße ein Radfahrer ungefähr gleich schnell ist wie ein Autofahrer und gleichberechtigt, was in Wien immer noch weit nicht genommen ist. Außer man macht es wie in der Vorgartenstraße, wo man zwar 30er-Zone macht, aber dann die beiden Fahrspuren, also die Fahrtrichtungsstreifen durch einen Grünstreifen in der Mitte trennt. Damit es schneller sausen kann. Und mit den Autofahrern wieder absolut klar ist, es kann nichts quer kommen, weil das ist ein Grünstreifen. Also kann ich aufs und man stellen. Dann locker mit einem 70er durch die 30er-Zone. Da helfen echt nur Schwellen. Also, es ist halt auch relativ wenig Verkehrskontrolle, was Geschwindigkeit angeht in Wien. Es wird tendenziell eher noch auf Ampeln geschaut, eher noch auf Parkvergehen geschaut, solche Sachen, aber mir kommt vorher relativ wenig auf Geschwindigkeit. Muss ich aber auch als Demokrat sagen, ist auch die Bevölkerung schuld. Ne? Es ist ja, weil wenn es ein größeres Anliegen wäre, würden mehr Leute sich aufregen und entsprechend. Ja, es ist für die Leute eher Anliegen, dass man nur 30 dort fahren darf und nicht 70. Ne? Ja, 70 gemacht, wenn eher Grünstreifen in der Mitte ist, sollen wir da gescheit fahren können. Ne? Was mir? Nee, aber wenn man so sagst, demokratisch, mir kommt vor, Verkehr ist immer das schlechteste demokratische Thema. Wenn man sich anschaut, wie die Fuzo, was da für eine Streiterei hin und her war, das ist und jetzt man dann auch seine eigenen Lobby genommen. Manche Sachen müssen auch von oben drauf gesetzt werden, der Verkehr. Was mir übrigens gerade in dem Zusammenhang einfällt, ist, Radlfahrer sind, glaube ich, nicht gern gesehen. Ich bin durch die Maria-Hilfer-Straße, darf man ja auch mit dem Rad fahren, das ist extra angeschrieben. Ja. Maria-Hilfer-Straße ist eine Fußgängerzone. In Schrittgeschwindigkeit, zwingt meine, ich fahre da gerne in Schrittgeschwindigkeit. Mhm. Trotzdem, da werde ich dann von den Fußgängern abgemotzt. Das ist eine Fußgängerzone, wo man denkt, jetzt musst du dich in den typischen Wiener Seele hineinversetzen. Unterdrückt seit Jahrhunderten, seit Jahrzehnten von Autofahrern, gegen die er sich nicht viel traut motzen. Ne? Jetzt kommst du daher auf deinem Radfahren und dann, die ist nicht so viel stärker als ich. Also, und da kommt es dann aus. Ja, aber ich schirm doch mein Radl nicht durch die Maria-Hilfer-Straße. Was glaubst du, was sich der Autofahrer sieht, wenn er dich denkt? Ich schirm doch nicht einen 30er wegen der gestörten am Fahrrad. Noch dazu war das eine Ich fahre einfach langsam. Also ich fahre halt langsam, damit ich den über den Haufen fahre. Das ist ja überhaupt kein Thema. Es fahren auch viele Fahrradfahrer.
Jahre, vielleicht kommt hin wieder ein dann schon, vielleicht kommt einer vorbei und dann hat er den einen gesehen und nimmt das also aus seinen Anlass jetzt alle Radfahrer genau. Zu. Das ist das Teuflische am Verkehr. Ja. Was mir aber insgesamt abgeht, ist die Menge an Fahrradfahrern. Wie gesagt, München ist fahrradfreundlicher. München ist in dem Sinn fahrradfreundlich, da sind einfach wahnsinnig viele Fahrradfahrer, dann gibt es nicht diese Radwegbenutzungspflicht. Das heißt, die fließen im normalen Verkehr. Die zügiger fahren, die fahren einfach im normalen Verkehr. Ja, und du hast sechsspurige Straßen, die Autofahrer sind einfach gewöhnt. Ja. Da ist ein Radlfahrer, da kann jederzeit einer ums Eck kommen. Mhm. Und du fährst in München, du fährst einfach mit dem Bewusstsein, die Straße gehört den Radlfahrern genauso. Ja. Das fehlt hier leider noch. Und das fehlt hier. Ja. Eine Frage noch, kann es sein, dass München ein bisschen flacher ist als Wien? Also, dass du generell besser Radfahren kannst? Wien oder doch Hüling? Ja, München ist einfach zu beschreiben. München ist ein Gletschertal und es gibt die untere Stadtebene und dann gibt es das sogenannte Hochufer. Das heißt, es gibt, sieht sie wie so ein breiter Fluss eben so. Dann geht es rechts und links, geht es ziemlich steil hoch und dann ist oben wieder eben. Wieder flach. Ja, es ist wieder flach. Wobei es gibt in München ganz viele Mountainbiker, also wohnen sehr viele Mountainbiker, die könnten schon auch bergab fahren und die fahren in der Stadt auch relativ zügig irgendwie diese Hügel auf und ab. Aber ja, München ist flacher. Ja. Naja, ich weiß es nicht, für mich jetzt nicht. Ne? Aber du kannst schon Radfahren in Wien. Mir macht es. Mir war nur Spaß. Eine Theorie, ob flache Städte ja, ist, also es dann ist eher radfahrfreundlich, sondern hügelig. Das war jetzt meine Theorie. Also ich als Flachlandburgenländer empfinde Wien auch als flach. Ja, aber also das ist jetzt schon so, du hast immer ein bisschen eine Steigung in Wien. Ja, so. Das habe ich euch erfolgreich vom Nörden durch Allgemeinthema geschwitzt. Wir haben ein Feedback bekommen zu den Mondzelten. Ja, genau, unserem Twister. Genau, da gibt es eine eigene Folge. Der hat eine Folge gemacht über Mond, einen Gabelbissen, nämlich der erste Gabelbissen überhaupt war über Mond, nachdem ein Wald wird. Ja, genau, die habe ich sogar gehört. Ist generell, das haben wir ja eh schon oft gesagt, Gabelbissen hören, der Befehl. Das klingt so unfreundlich. Ja, es ist, wenn man gerade in Wienern sind und so. Das ist aus dieser deutschen Podcast-Szene. Ja, das ist ein Befehl, finde ich immer so. Hören Sie oder Lesebefehl, finde ich ein bisschen übertrieben. Empfehlung. Hörempfehlung. Hören Sie hin. Ja. Ich kenne auch kein Mondzelt, muss ich sagen. Ja, kennst du nicht? Ich habe es gehört in dieser Folge und ich werde es mir auch mal. Und überhaupt, Twitter. Du hast so viele schöne Anmerkungen. Schreib die doch irgendwo, wo alle die lesen können. Das interessiert doch so viel Leid. Habe ich jetzt in dieses Internet gesagt. Mhm. Sehr gut. Und so spannende Sachen hast du zum Erzählen immer. Johnny, du hast noch ein paar Sachen auf der Liste. Nein, ist schon zu Ende oder noch nicht? Oder? Also eigentlich habe ich die wichtigen Sachen, die ich angekündigt habe, schon erzählt. Ich habe es der Horst. Ja, wieder überleben, sehr gut. Ja, na, UPC? Ach so. Habe ich noch? Ah, das hab ich nicht ausgedacht. Da, genau. Da hast du meine Liste mit deinen Themen. Genau, ich habe ja schon früher mal über das UPC, glaube ich, kurz gesprochen. Und zwar, ich wollte den Provider ja nicht nennen, nein. Ach so. Ein großer Wiener Kabel. Irgendein Provider. Bei diesem Provider hat man ja schon länger gelesen, dass die auf IP6 umgestiegen sind. Ja. Und ich dachte mir, nachdem ich mich endlich auch mal mehr mit dem beschäftigen sollte, und nachdem sie so viele coole Dinge kann, aber ob ich sowas auch eine IP6-Adresse bekomme und habe es nicht geschafft, mir eine externe IP6, also eine weltweit routbare IP6-Adresse beziehen zu lassen. Mhm. Warst du es kurz weg? Und das ja, nur ganz kurz mehr. Und habe dann festgestellt, es liegt nicht an mir oder an meiner Unfähigkeit, sondern man kann bei diesem Provider scheinbar so einen Fleck bekommen, dass man noch einer der alten Kunden ist, der die fix noch eine IPv4-Adresse haben, die ja weltweit so rar sind mittlerweile. Ja. Und eben ist man dann aber auch sehr recht, weil dadurch kann ich noch externe Dienste, also Serverdienste auf meiner privaten Internetzugang auch betreiben momentan. Aber längerfristig würde ich schon mehr gern mit IPv6 beschäftigen. Ich würde mich auch gerne mit dieser Provider hat es so gemacht, dass er
alle Kunden, die scheinbar, oder viele Kunden jetzt umgestellt hat, und die haben dann gar keine globale IPv4-Adresse mehr, sondern sie werden über ein NAT über eine der wenigen herausgeroutet und intern im Netz haben sie nur IP6. Wenn es nur so um Spielen geht, gibt es einige Provider, bei denen man sich eine IP6-Adresse dieses 6-to-4-Tunnel zum Beispiel, also da kriegt man mal einen IPv4-Tunnel hin dort und geht dann dort mit IP6 hinaus. Okay. Was ich auch im Zuge dessen halt gelernt habe, OpenWRT kennen wir alle, ist tolle Router-Software. Es gibt auch DDWRT. Ich dachte immer, die sind näher verwandt, aber offenbar sind doch näher sehr weit auseinander. Und ich hatte ein Modell, da gab es eben kein OpenWRT-Support für. Ich wusste auch nicht, dass das geht, weil die haben offenbar weniger Ansprüche an die Freiheit ihrer Software. Das heißt, die verwenden auch Dinge, scheinbar Treiber, die da nicht so, wo sie irgendwelche Lizenzverträge unterschreiben. Keine Störgeräusche machen, Horst. Und ja, dann musste ich feststellen, dass dieser Router eben so gut von Haus aus gar keinen IPv6-Support bietet. Und das war eigentlich sehr überraschend. Also DDWRT hat aktuell sehr wenig IPv6-Support. Ja, also kommt mir ein bisschen vor, dass das DDWRT, ich meine, es läuft auf wahnsinnig vielen Routern, aber irgendwie kommt mir so ein bisschen. Also zumindest die letzte Version, die auf diesem Router lief, und ich glaube, das war die aktuelle, muss ich auch kurz dazu werfen. Falls da mich jemand korrigieren möchte, dann bin mir jetzt ganz sicher. Aber beim OpenWRT hat das mittlerweile auch ein Webfrontend so zum Administrieren für normale Router-Möglichkeiten. Ich weiß nicht. Ach Horst, ich habe doch selber gar kein Thema heute gehabt. Jetzt schießt du mich in Bierdecken. Ja. Gregor, magst du nicht über ein Theater stehen? Na, hat sie über Horst gehofft. So. Ich hätte gerne noch was. Ist das jetzt echt leid mit meiner Computerzerstörerei? Habe ich das überhaupt in der Aufnahme schon erzählt? Dadurch, dass mir alle Daten irgendwie von meinem Computer gelöscht habe ich auch sämtliche Notizen, was ich eigentlich in dieser Sendung erzählen wollte, geschrottet. Das war auch irgendwas mit Kunst und Kultur. Ich werde es wieder ausgraben. Gut, und ich habe mir nur die Liste abgearbeitet, die man von Stefan Hand gehört hat. Eins noch, was das wollte ich nämlich damals an dem Tag schon erzählen, am 29. Februar. Weil damals ist mir aufgefallen, da hatten wir nämlich noch ein System selber am Laufen. Der Longtime-Support für Debian Squeeze, die haben ja mittlerweile Longtime LTS auch, nicht? Und der ist am 19.02. ausgelaufen, und also wer jetzt noch ein System hat auf Debian Squeeze, updaten. Sind die Longtime-Releases jetzt bei Debian immer auf Jahre geteilt? Ja, also sie haben auf der Webseite, kannst du schauen, wie lang, also sie geben zumindest ein Datum an. Also das eigentliche Team übergibt dann quasi, wenn es offiziell zu Ende ist, an das LTS-Team, und die pflegen es dann weiter. Das ist quasi eine eigene, soweit ich es verstanden habe, also eine eigene Gruppe, die sich da dem verschrieben hat, ein LTS-System anzubieten, eben um so faulen Admins, die nicht regelmäßig ihre Systeme da auf macht das ist für viele auch ein Argument irgendwie, dass man das. Ich glaube, das hat auch viele auf Ubuntu-Server gebracht, weil ich halt schon früher mit LTS da von vorne. Über morgen die nächste LTS raus. Ja. Aber so also Ubuntu kommt ja wieder raus, ja. 21. So, damit habe ich meine Themenliste abgehakt. Ich erwarte mir meine Liste eingezogen. Ah ja, stimmt. Ich gebe sie zurück. Nein, ich habe ja lange auf mich warten lassen, deswegen hat sich viel angesammelt. Mhm. Super. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, du kommst öfter. In 4 Monaten dann. Nein, ich möchte euch gerne öfters besuchen. Ja. Du warst im Februar das letzte Mal, gell? Nein, ich glaube, es war schon ein bisschen. War das für 29.02. Nein, ich glaube, es war schon Stefan danach. Nein, oh ja, stimmt, die war nur. Danach war es nicht mehr. Schön war es, würde ich sagen. Schön war es, ja. Auf was immer, zeigt das dein neues Mikro? Yes. Also. Also, wir haben jetzt ein super tolles 3 Stunden und 4 Minuten. Ich würde sagen, lass uns für heute. Es folgt dann noch angeschnitten ein Interview. Vielleicht. Oder schneidest du noch nicht dazu? Also, es wäre noch eine volle Stunde drauf. Wenn nicht, können wir. Ansonsten kommt es. Sonst verlinken wir einfach auf den International Open Podcast. International Open Magazine. Genau. Ja. Und dort wird es eh drauf sein. Dort wird es zu hören sein. Yes. Und es hat mich sehr gefreut. Uns auch, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.